Willkommen zu Rust, ich bin Lost. Map. Wo kann ich die Map denn anschauen? Wo ist die Map? Wo finde ich die Map nochmal? Oh Gott, bin ich lost. Eigentlich bei M, oder? Danke an White Kittles für ein Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Und danke an Mod Mareike für 2 Monate auf G. So, F. Ach du Scheiße. Fuck my life. F. Wo ist denn hier F? Uiuiuiuiui. Ach, ist gar nicht so weit weg hier. F15. Hier muss ich hin. So, okay, let's go, Leute. Bäh, 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 bäh. Oh Gott, muss ich weit düsen. Okay, wir schaffen das. Los geht's. Danke an Too Hotter für 5 Groschen. Dankeschön. Für den Real Talk Zwecks Game Wünsche gibt's den 5er. Oh, süß. Dankeschön. Aber Chat, also, ihr könnt auch gerne mal sagen, wenn euch was nervt. Also, ihr habt auch, wenn euch mal was abfuckt, dann könnt ihr genauso sagen, hey Mods, hey Gnu, können wir das und das machen? Die Leute nerven mich. Natürlich jetzt nicht, wenn jemand sagt, oh, der hat mich beleidigt, löscht den. Wenn ihr sagt, hey, das und das geht mir gerade übel auf den Sack, könnt wir das ändern, haut das bitte raus. Wir sind zusammen, ist wichtig, dass wir hier einen geilen Chat haben. Und mich nervt halt dieses Rumgemeckere eigentlich die ganze Zeit. Mach was anderes, langweilig, dies. Für mich ist, wie gesagt, Twitch was mir sehr viel Spaß macht und wo ich mir ein bisschen den Druck rausnehmen möchte. Wo ich einfach machen kann, worauf ich Bock habe. Natürlich gehe ich auch auf Wünsche von euch ein, wie immer, aber ich möchte auch einfach mal abschalten können am Abend, wenn ich schon den ganzen Tag durchgehasselt habe. Und das ist mir wichtig, dass ich abends nicht so diesen krassen Druck habe, ich muss jetzt auch noch entertainen. So. Klar entertain ich, aber nicht so dieses, oh, langweilig, du redest gerade nichts. Ja, ich konzentriere mich gerade aufs Spiel, so, by the way. So. Wo ist denn jetzt? Ah, hier. So, ich baue jetzt eine Waffe. Wir sind schon bei 71%. Ich hasse euch! Meinst du V15 oder F15? V. Sorry. Vogel V. Das schöne Vogel V, Leute. Ich mache nämlich heute, für alle, die es nicht mitbekommen, ich spiele jetzt Rust und mache hier ein mache hier jetzt gerade ein Praktikum bei Shoyoka, um es überhaupt mal zu schnallen, das Game. Keiner hat Zeit und Liebe für mich. Und deswegen, ja, probiere ich das mal so. Wo war das nochmal? Ich kann mir doch jetzt hier auch einen Hammer machen. Da fehlt mir aber noch was dazu. Was fehlt mir denn da? Ich würde mir gerne einen Hammer machen. Crafte ich den jetzt gerade? Nee. Oh, der Hammer ist weg. Quick Craft. Doch, ich habe mir einen Hammer gemacht. So, wo finde ich nochmal mein Inventar? Hier. Da brauche ich... Ich habe mir doch einen Hammer schon gemacht, oder? Hammer. Ah, da ist er doch. Sehr schön. Ich habe einen Hammer. So, damit können wir schon mal Leute verkloppen. So, und wie mache ich mir jetzt nochmal Steinsplitterchen? Kann ich die nicht auch den Stein kaputt machen? Da muss ich einen großen Stein finden, ne? Danke an Welm, 5 Monate. Yay! Danke an Moni Opel für einen Prime. Dankeschön. So. Ich hoffe, es kommt kein Bären, bringt mich um. Ich renne einfach nur, dass ich schnell bei denen ankomme. Pia Base ist T11. F15 ist die alte aufgegebene. Echt? Bist du sicher T11? Sie hat mir V15 geschrieben. Bist ein ganz kleines Ticken zu leise. Ich kann ansonsten auch einfach die Musik ein bisschen leiser machen. Oder ich rede einfach ein bisschen deutlicher. Ist sicher T11. Also okay, weh, ihr trollt mich. So, G. T. Okay, ist ja auch nicht weit weg. T ist ja hier. T11. Hier. Ach, Potato, da steht es ja sogar dran. Wie lustig. Okay, alles klar. Oh. T11 ist richtig, ich komme. So, wo hat es die Steine, die ich kaputt schlagen kann? Ist das einer? Oh ja, tatsächlich, geil. Das brauche ich nämlich, weil dann kann ich mir jetzt gleich eine Axt machen und mich im Notfall ein bisschen wenigstens hier verteidigen. Denn ich bin Gnu, der Praktikant, neu bei Rust, heute angetroffen in Unterhosen. Und ich möchte lernen. Ich möchte lernen, wie man Kartoffeln ansammelt. Ich möchte später lernen, wie man Waffen macht, wie man schießt, wie man feuert. Das möchte ich alles lernen. Deswegen, Knu, der Praktikant, ist in der Hood und wird heute quasi lernen, wie sie Kartoffeln anbringt. Alles übers Farming, übers Überleben. Und morgen gucken wir mal, wo es hingeht. Oder am Freitag, vielleicht können wir bei jemandem Waffenpraktikum machen oder Kampfpraktikum. Da bin ich schon echt gespannt. So. Der Hammer ist wie bei Raft keine Waffe, sondern ein Bauwerkzeug. Denn das ist ja eine Waffe für mich. So, ich finde es auch geil, dass man so viel Material immer bekommt. Ey, wie oft ich mir mit dem Stein auf die Füße schlage. Dieselsit, Dankeschön für 6 Monate im Voraus. Ja, du hast aber ein Vertrauen in mich. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Ich
Ich möchte mir eigentlich... Kann ich mir jetzt noch kein Ding irgendwie craften? Warte mal, das muss doch hier irgendwo auch geben. Eine Waffe, bitte. So, Tools. Ich möchte eine Weapon. Kann ich mir noch keine Weapon holen? Alles klar. Keine Axt. Nix. Nix. Keine Axt. Nö. 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 Okay, ich düse einfach mal weiter. So. Okay, los geht's, Leute. Ich bin bereit. Wenn ihr irgendwelche Gefahren seht, wo ihr sagt, Gnu, don't do it, dann raus damit. Zum Beispiel das, was ich hier gerade mache, könnte tatsächlich tödlich enden. Ich mache es trotzdem, weil es mir egal ist. So. Okay, Vorsicht, ich möchte nicht sterben. Ach, ich war nicht da, hab den Stream laufen lassen und mir einfach ein Abo geschenkt. Danke, süß. Ja, die Gnus sind lieb, gell? Ach, hier ist wieder so eine riesen scheiß Felswand, an der man nicht hochkommt. Ich hasse es so sehr. Du musst zusammenwerkeln oder nicht die Axt. Muss ich die zusammenwerkeln? Ach so, muss ich quasi erstmal ein Stöckchen machen und... Ach so, oh Gott, da gewittert. Kann ich auch vom Blitz übertroffen? Oh, stimmt, ich muss das trinken. Kann ich auch vom Blitz erschlagen werden? Kann ich hier was trinken? Ah ja, hier, Drink. Ich möchte gerne trinken. Okay, wer sagt mir, dass das Wasser überhaupt gut ist, was ich da gerade saufe? Und ich habe Hunger, ne? Ich verhungere auch, by the way. Ich komme wahrscheinlich gar nicht an. Ich spiele das Spiel gerade auch sehr nice. Nice, Gnu braucht Futter. Ganz schnell. So. Nein, du kannst dir einfach eine Machete basteln. Ist es gewollt, dass du es durchgehend im Ingame-Voice-Chat redest? Ja. Ist ja auch so eine Art Roleplay. Also wir wollen das schon. Jetzt ein Lagerfeuerchen. Open. Kann mir aber nichts braten. So. Du brauchst 300 Holz, um einen Speer zu machen. Du musst dir das nicht zusammenbinden. Ach so, ich kann mir jetzt ein Sperli machen. Okay, das mache ich jetzt mal. Ich mache mir kurz einen Speer, weil ein bisschen was zum Ausrüsten hätte ich gerne, dass ich ein bisschen bedrohlicher wirke, falls so ein Scheißbär wieder ankommt. Dass der Scheißbär weiß, ey, die hat einen Speer. Das ist echt nicht ohne. Soll ich vielleicht die schwäbische Praktikantin sein? Typisch Alex, Dankeschön für dein Stufe 1-Sub. Das ist so nett von dir. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das ist egal. Ich sammle mir einfach mein Hölz. Ich glaube, das ist zu anstrengend, oder? Torti sagt, ja, nein, Leute, das ist zu anstrengend, oder? Ich kann ja so eine weirde Praktikantin sein. Vielleicht so eine Praktikantin, die klaut. Oder so eine Praktikantin, die einfach alles nur kaputt macht. Falling Hope, danke für 9 Monate. So. Okay, lass mal gucken. Jetzt habe ich hier... Ich kann mir jetzt einen Speer machen. Aber der Speer... Ah, da. So, Speer ist gecraftet. Das dauert gerade noch und dann kommt der ja gleich in mein Inventar. Tu's nett. Ja, sei eine toll. Ich bin eine Tollpatschige. Genau, ich bin so eine richtige Tollpatschige. Das machen wir. So ein Tollpatsch, der nichts hinkriegt. Wie lange dauert der Speer jetzt? Muss ich da so lange warten oder? Ich habe Hunger, Leute. Wo kann ich was essen? Ich bin nass und ich habe Hunger. Wo gibt's Bärchen? So. Wenn du das weird findest, musst du den rostigen Brecher kennenlernen. Der rostige Brecher. Ich würde tatsächlich gerne noch mal den Henno besuchen gehen. Pilze und Bären auf dem Wald. Oh nein, ich sehe aber keinen Wald in der Nähe. Ich glaube, ich laufe mit meinem schweren Speer hier einfach durch die Gegend. Ach, ist das eine entspannte Musik. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass Rust so entspannt sein kann. Das Wichtigste, Leute, bei Rust ist, überhaupt mal lebend ans Ziel zu kommen. Da vorne ist ein kaputtes Autowrack. Ich hoffe, dass hier keine anderen Spieler sind. Gab es nicht auch irgendwo eine Base, wo man mich umbringen kann? Ich hoffe, das ist nicht hier. Okay, ein kaputtes Open. Okay. Oh, ach so, da kann ich Sachen verstauen. Und da gibt es nichts für mich drin? Ah, okay. Dann gehe ich halt. Der Spieler Bandy Hop hat den Server verlassen. Begründet, disconnected. Ah, okay. Dein Speer ist fertig. Du hast 2 Hammer. Geil, ich habe ein Speerli. Damit kann ich jeden in den Arsch pieksen. Wenn ihr irgendwo Bären seht oder Bären oder Pilze, dann bitte schreit, denn ich benötige diese, um zu existieren. Das ist ganz essentiell. So, ich gehe jetzt erstmal zu Pia. So. Los geht's. Wenn du Gnu einem Auto begegnet, erstmal dagegen pieksen. Was ist das? Lebt das? So, Siu sagt mir was. Ja, 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 definitiv ja. Bitte mehr Schwäbeschwätze. Das wird ein YouTube-Video. Ich würde diese ganze Rust-Serie auf den Zweitkanal hochladen und sagen, Gnu die Praktikantin. Und dann verschiedene Teams besuchen und da mal ein bisschen lernen von denen. So ein bisschen anpacken.
Aber let's see. Ich bin, glaube ich, jetzt auch langsam mal da, oder? Yo, ey, ich bin ja schon da. Hä? Nee, doch nicht. Wo bin ich denn? Oh mein Gott! Okay, wir müssen noch ein bisschen laufen. Ich glaube, ich brauche langsam was zu essen, Leute. I need something to foodie. Können Bären mich eigentlich auch über Voice hören? Hey, ich komme gerade von einem YouTube-Video. Oh, hallo, hallo. Kommt ihr eigentlich von den YouTube-Videos in meine Streams, weil ihr mich schon abonniert habt? Oder weil ihr unten in der Beschreibung lest, hey, ich bin live, kommt drauf. Das würde mich mal sehr interessieren, was ihr da so macht. Ich brauche Bären, Leute. Ich brauche Bären. Ich verhungere gleich. Wie gesagt, du kannst dich auch mit Kill killen und dann woanders spawnen. Bist eventuell näher dran. Ja, jetzt habe ich mir schon was gesch... Nein, ich will nicht sterben. Ich fühle es nicht. Such den Fluss, da gibt es meistens noch Kürbisse. Gut, stimmt. Ich habe ja damals voll viel Kürbisse mitgenommen. Ist hier vielleicht ein Kürbis? Nein, okay. So. Ich hoffe, ich laufe nicht durch irgendwelche anderen feindlichen Gebiete gerade von irgendwelchen anderen Spielern, die mich umbringen werden. Ich bin es auch bald da. Wir haben über die Hälfte schon. So, bald benachrichtigt. Achso. Achso. 73% habt ihr schon gefüllt, ey. Ihr seid solche Schweine. Oh nein. Ha! Nein, ein Wolf! Nein! 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 Verpiss dich! Verpiss dich! Ich hasse dich. Verpiss dich, du scheiß Dreckswolf. Ey. Ey. Nein! Das sieht jetzt auch jeder. Da steht jetzt dran, genug wurde von einem Wolf umgebracht und jeder auf dem Scheiß-Server kann es lesen. Ist voll peinlich. Mann. Hey, da oben ist ja mein... Ist das meine Leiche? Hä? Oder schläft da eben? Hey, da... Der Hahn. Ach witzig, da schläft der Hahn. Hallo Hahn. Wollen wir zusammen laufen? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Holy shit. Ah, hier. Hey, ich bin näher dran. Ich bin näher dran. Ich bin näher dran. Ich bin näher dran. So, jetzt werde ich mir zuerst mal... Dankeschön an Lux und danke an Falling Hope für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob es die Kürbisse für mich gibt und erstmal was saufen, du. So. Salty Saltwater. Scheiße. Hey, da ist ein Tier. Dülülü. Okay. So, ich laufe da jetzt erstmal hoch. Ausrauben. Nein. Lecker Güllewasser, Leute. Das krieg ich doch am liebsten von. So, ich laufe jetzt einfach. Ich scheiße auf alles. Scheiß blöde Arschloch-Fuckwölfe. Kann es sein, wenn ich ruhiger bin, dass die Arschlöcher mich nicht kriegen? Fucking Wölfe. Schau nach Mais. Scheißdreck. Ich bin... Das ist das Schwierigste am Praktikantensein. Ich muss jetzt von hier... tatsächlich... Ich bin so ein Gastarbeiter. Das fände ich geiler. Ich bin genug der Gastarbeiter. Ich helfe denen immer so ein bisschen. Und wandere durchs Land. Und habe nicht so wirklich ein Lager. Das wäre so cool. So ein bisschen... Also ich bin ein bisschen naturverbunden. Ein bisschen weird und so. Und ich umarme den Kürbis, weil es mein Freund ist. So, ich renne jetzt einfach nur, damit kein scheiß Wolf mich kriegt. Aber ich muss sagen, dieses Stück Stein verführt mich doch, es abzubauen. Weißt du, einfach nur dem Wolf einen Stein über den Schädel schlagen und das war's. Ja? Benutzt einen Pick-Dingens, wenn du die Wölfe... Mein Pick-Dingens? Ich habe doch schon meinen Speer benutzt. Das war denn ja egal. Vor allem, es hat jetzt jeder gelesen, dass ich gerade von einem scheiß Wolf umgebracht worden bin auf dem Server. Voll peinlich. Knu wurde eliminiert beim Server. Sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Unfassbar peinlich. So, weiterlaufen. Schnell. Medaillon. Was? Er ist ein Kürbis. Ich brauche einen Kürbis. Oh, warte, war was. Wildweitbeeren. Kann ich die essen oder sind die schlecht? Bitte einmal Bescheid geben. Du kannst die Grafik noch hochdrehen. Macht das Spiel 100 Mal besser. Ja? Du, das mache ich gerne. Wo denn? Options. User Interface. Screen. Es ist doch schon voll gut alles. Oh, da vorne läuft was. Ihr könnt mir gleich noch Tipps geben. Ich will erstmal ankommen und speichern, weil wenn dann das Spiel abstürzt, laufe ich wieder von vorne. So, ich laufe einfach. Kann man überhaupt so einen dummen Fuchs oder sowas entkommen? Oh. Kann man sowas überhaupt entkommen, so einen dummen Viech? Die sind gut. Kann ich die fressen? Ja? Wie esse ich die? Nö, ich kann die nur pflanzen. Kann gar nichts, kann ich. Was ist dann Freitag wegen Horror Night? Machen wir auch noch zusätzlich zu dem eigentlichen Stream. So, no worries, mates. Hol mir auch noch ein bisschen was. So. I got my eyes on you.
You everything that I need. So, das reicht schon an Volts. Weiter geht's. Du musst dich im Spiel muten, sonst hört dich jeder. Ist ja egal. Wir können schon kommen. In dem Server bringt man sich eigentlich nicht um. So wie, also außer irgendwelche dummen Tiere. Außer die Tiere hören mich auch. Das wäre natürlich ungeil. Bitte verändere dich nicht. No, dankeschön. Ja, Leute, ihr habt das Ziel eiskalt erreicht. Dankeschön, Butterkeks. Vielen, vielen Dank und danke an Scoozy. Vielen, vielen Dank nochmal. I got my eyes on you. You're everything that I need. I got my eyes on you. Ich schleppe hier einfach so 10 Kilo Steine mit mir mit. Ich glaube, ich höre da was. Ich muss jetzt ganz schnell sein, Leute. So. Der nächste Stream ist morgen. Genshin. Genshin Impact. Pass auf, wo du hinläufst, denn es gibt Zonen, da wird man gekillt. Ach, mich tötet keiner, ich bin so arm. Die haben alle Mitleid mit mir. Wenn die mich sehen, dann sagen die, oh, die kann ich nicht umbringen. Die ist so arm. Die können wir nicht töten. So, kann ich das jetzt trinken und es ist wieder salty. Drink, yes. Yes, her damit, her damit. Geil, rein damit. Rein damit. Es ist zu kalt, ne? Scheiße, ich kühle aus. Da muss ich jetzt leider durch. Nein, hoch. Los, schwimmen. Schwimmen. Bei Genshin, ich habe privat ein bisschen gespielt, aber nicht auf dem gleichen Account mit euch. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade fertig mit diesen komischen Tempeln nach diesem Drachen. Also nicht wirklich weit, ja? Also, das ist schon ein Hohn. Wie kann ich denn die Bären essen? Ich esse die nicht. Auf E oder so? Ich kann die nicht essen. Der möchte nicht. So. Ich bin eine Gastarbeiterin und besuche heute eine Kartoffelfarm. Und ich möchte eingeleert werden. So. I got my eyes on Gnu. So, kann es sein, dass hier gleich irgendwann ein Wolf ist? Oh, es ist ja so ein langer Weg, ey. Mit drei isst man... Ah, oh ja. Yeah. Okay, geil. Dankeschön. Danke an Danny für ein Prime. Dankeschön. Wie weit bist du privat und können wir auch mitspielen? Wenn ich Level 16 bin, gerne. So, ich schaff das schon. Es ist zwar kalt, aber... Danke an Dadek. Dankeschön für 2 Monate ein 2-Stufe-Sub. Vielen Dank. Ey, Leute, seid so verrückt. Naja, das ist so... Ich habe mit Twitch angefangen und dachte mir, hey, so neben YouTube so ein bisschen Spaß haben... Ein kleines Standbein aufbauen und neben dem kleinen Standbaum ist einfach ein Standbaum. Standbein ist ein großes Standbein geworden, dank euch. Also nochmal vielen Dank. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem alle, wenn der Lockdown vorbei ist noch. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. So, das sieht ja schon mal schön aus. Hey, da hinten ist ein Haus. Da laufen Leute. Sind das Gegner? Warte, ich gehe da mal hin. Vielleicht tun die mir ja nichts. Hilfe! 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 Ich verhungere! Hallo? Ich verhungere! Ja, komm mit zu mir. Ja, komm mit zu mir. Komm mir nach in die Bar. Achso, oh, danke schön. Ich bin Gastarbeiterin auf Reisen, wisst ihr? Oh, das ist aber so edel von euch. Aber komm auf jeden Fall mit in die Bar, weil da ist es schön trocken. Oh ja, danke schön. Gerne doch. Ich brauche kurz einen kleinen Unterschlupf, weil ich schaffe das sonst nicht. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, wisst ihr? Ja. Okay. Okay, na dann kommen wir mal mit. Oh, das ist aber lieb von euch. Oh, danke, das ist ja süß von euch. Bin ich ja gar nicht gewohnt im echten Leben, wo die Leute sagen, verpisst euch. Ich laufe dem aggressiven Wolf hinterher, okay? So. Ach so, warte mal. Ach, ich habe den Wolfskopf drauf. So, ja, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Gehen. Nein, musst du keine Angst haben. Geh schon mal vorne rein, ich hol kurz noch was zum Essen und dann bin ich gleich bei dir. Okay, ich mag deinen Akzent. Ist das Österreich? Ja, kommst du aus Österreich? Auch. Ja, also aus Wien. Ja, aus Wien. Aus Wien? Ich bin gleich bei dir, Moment. Oh, mach dir mal den Kamin an, dann wird's wärmer. Oh, das ist aber nett, ey, geil. Das ist ja... Wie mache ich denn an überhaupt? Ich hab ein bisschen Angst. Oh, geil. Cool. Ja, ey, ihr habt sogar einen Automaten hier. Ihr habt einen Bären umgebracht, das begrüße ich mir doch sehr. Ach ja, hier geht's mir gut, Leute. Hier bleibe ich.
So, also. Wie du siehst, ich bin gerade am Aufbauen. Wir sind hier am Freitag. Ja. Also, das ist die Unkaputtbar 3. Die Unkaputtbar 3? Weil die 2 ist vor 3 Tagen leider vom Helikopter zerschossen worden. Oh aber nein! Das macht nichts. Ich habe daraus gelernt. Das, ja. Okay. Der hat das als Herausforderung gesehen. Oh na, echt? Uncool. Du brauchst das jetzt zum Anziehen, oder? Ich will euch jetzt nicht irgendwie Zeug wegnehmen, aber wenn ihr was übrig habt, also, nehme ich das natürlich gerne. Fangen wir mit dem Wichtigeren an. Okay. Ja, also fangen wir mal mit dem Wichtigen an. Hast du noch Hunger? Nein. Ich bin glücklich. Okay, sonst hätte ich dann noch was auf den Grill geworfen. Gut, dann werden wir wohl schauen, dass du was zum Anziehen bekommst. Oh ja, bitte. So, Hose und Hemd wäre cool, oder? Oh, das wäre so lieb. Habe ich jetzt gerade nicht da? Ich bin gleich wieder da. Moment. Oh, danke schön. Oh. Ich brauche hier echt eine Tür. Jetzt weiter. No. Nun, süß. Ehre. Oh, voll süß. Die haben sogar hier ein PlayStation-Zeichen gemalt. Süß. Das ist so cute. Ich fühle mich hier wohl. Am Feuer. Ich hätte den Weg, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte ohne eure Hilfe, wäre ich, glaube ich, gestorben, gell? Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen. Ja, das ist. Ich bin von einem Wolf umgebracht worden. Willst du eine Wasserflasche haben vielleicht? Oh, echt? Habt ihr eine übrig? Oh, wow! Die kannst du auch wieder auffüllen. Geil, danke schön. Hammer. Bin ich hier schön? Ich bin glücklich. Du sag mal, hast du einen Stall? Kann ich mir hier vielleicht das Pferd unterstellen irgendwo? Weil wir bauen jetzt gerade und ich würde das dann quasi die ganze Zeit da hinten offen auf der Wiese stehen haben. Ja, natürlich, kann man das machen. Hast du einen Stall irgendwo? Ja. Ja, der ist drüben, aber der ist zu. Warte. Sofort, eins nach dem anderen. Ja. Wir müssen mal schauen, dass die Lady hier was zum Anziehen hat. Geilo. Ist jetzt nicht das schönste und modisch Ding, aber die Nähmaschine ist leider gerade in der Reparatur. Oh, ich fühle mich sehr wohl. Ich würde sagen, das steht mir ausgezeichnet. Du kriegst jetzt noch eine Hose. Ist es denn gefährlich, in der Nacht weiter aufzubrechen? Ja. Ganz viele Wölfe und Eber und Bären und Helikopter. Ah ja, solltest du irgendwann mal so das Geräusch von einem Helikopter hören oder einem Hubschrauber, dann unbedingt nackt ausziehen und Boden legen und alle Waffen wegwerfen. Warum? Also ich würde jetzt sagen, find's heraus, aber er schießt am Anfang auf dich mit Maschinengewehren und wenn du böse bist und nicht gleich stirbst, dann schießt er mit Raketen. Das ist war das ungefähr das Problem mit der Unkaputtbar 2. Ist das ein Bot? Oder ein Spieler? Nein, das ist ein NPC. Ah, okay. So, und da ist noch ein Beanie, damit es nicht nass wird am Kopf. Oh, danke schön. Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde, ich sehe sehr stylisch aus. Das ist die Wiener Postfreundschaft. Oh, danke schön. Das ist so nett absolut, von dir. Madame, absolut. Ich habe ja eine Verbindung zu Österreich. Ich bin ja ganz gerne in Salzburg, deswegen finde ich das ganz toll. Ach so, die Salzburger Nockerl und die Mozartkugeln. Oh ja, die Mozartkugeln, die inhaliere ich. Also ja, die sind wirklich gut. Ich weiß ja, dass für euch Salz bzw. die Mozartkugeln was ganz Besonderes sind. Und viele heben sich ja eine Mozartkugel Wochen auf, bevor sie sie essen. Und sobald ich welche habe, putze ich die direkt weg, weil die sind so geil. Also ganz ehrlich, ich glaube, das machen nur die Deutschen und die Österreicher nicht, weil wir haben so viel von denen, die kriegst du bei uns an jeder Ecke. Ja, deswegen, das ist bei voll uns was kannst Besonderes. Einfach kaufen und essen. Das fände ich ganz toll. Also du glaubst wirklich, dass es zu gefährlich ist, jetzt aufzubrechen? Ich bin schon so oft in der Nacht gestorben. Echt? Aber komm mit, ich zeig dir was Cooles, komm mit drauf aufs Dach. Okay, da an Ebern und Wölfen und so weiter, aber komm rauf, ich zeig dir was. Okay. Das hast du dir alles selber gebaut? Ja. Echt? Spielst du auch allein? Ja, leider. Oh nein, voll arm. Guck mal hier, ich hab... Oh, schön, ja. Süß. Irgendwer wird schon mal kommen und... Ich merke mir mal deine Daten. Und jetzt kannst du dich hier einfach hinsetzen. Ja. Ja, unbedingt. So. Würde mich freuen, wenn du öfters vorbeischaust und man sieht dann hier wunderschön den Sonnenaufgang. Oh, voll cool. Und die da hinten, die fahren jetzt weg, das waren die von gerade.
Ja. Spielst du auch allein oder wie? Ja, also ich habe gedacht, ich schaue heute mal rein. Und mache jetzt nachher ein Praktikum bei einer Kartoffelfarm. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Bin eine Gastarbeiterin. Ach, oh, okay. Und ich habe es fast nicht überlebt. Viel Spaß bei Piers Kartoffelfarm. Ja, genau dort bin ich auf dem Weg. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht surviven. Also beziehungsweise hätte ich nicht, nicht surviven. Ja, voll nett von dir. Gehst du zu ihrem Verkaufslokal oder gehst du zu ihrer Farm runter? Ich gehe zur Farm, also beziehungsweise das ist bei T11. Magst du mitkommen? Ja, gerne. Dann komme ich einfach mit, weil ich brauche eh noch was von der Pia. Ja, perfekt. T11 ist der Tüftenladen, da ist nicht die Farm. Ja, und ich dachte nämlich, dass sie mir nämlich... Leute, ist sie jetzt bei der Farm oder wo ist sie jetzt eigentlich? Also die Farm weiß ich nicht, wo sie ist, doch, aber das weiß ich komme gern mit und gebe dir so Leitschutz und ja. Weil ich brauche von ihr noch Kartoffeln für Freitag. Freitag ist hier Eröffnung. Also sie ist am Laden, okay. Dann können wir dahin düsen. Dauert es lang, bis es Tag wird, oder sollen wir jetzt schon düsen? Wir sind doch bestimmt mutig, oder? Also wir können jetzt auch schon los. Das Problem ist, dass aktuell... Es gibt hier zwei große Gefahren auf der Insel. Das sind einerseits die Tiere, die in der Nacht herumstreunern. Also durch den Wald oder die Wüste würde ich nicht in der Nacht laufen. Okay. Und das zweite große Gefahr sind die blauen NPCs. Das heißt, das sind Typen im blauen Radiation-Montur. Also so Blaumänner haben die an. Die schießen auf dich, das sind NPCs. Okay. Und die schießen so, wie du in deren Nähe bist. Okay? Okay. Also bei denen wirklich Bogen drum machen. Und die gehen gerade da, die sind heute spawnen die in einer Tour hier. Also ich würde da jetzt nicht in der Nacht gehen, weil ich nicht weiß, wo die sind. Okay. Und die Nacht dauert ungefähr 10 Minuten. Ach Tag so, okay. 50 Minuten, Nacht 10 Minuten. Soll ich so lang schon mal. Ups. Musste ich nicht gleich hauen. Soll ich so lang. So voll ins Gesicht geschlagen. Soll ich vielleicht so lang was für dich abbauen, dass ich ein bisschen was mache? Wenn ich hier schon so viel gegeiert habe. Nein, du kannst dich einfach. Nein, alles gut, du kannst dich einfach hinsetzen. Du kannst dir die Gegend anschauen, du kannst machen, was du willst. Ja, dann lass uns doch ein bisschen was ernten. Ich bin für fast dich. Fertig, ich muss nur noch. Ich bin gerade zurückgekommen von der Ernte. Ich bin stockvoll und ich muss nur noch weiterbauen. Also okay, was leuchtet denn da hinten eigentlich? Ich glaube, das ist eine Taschenlampe und das sind Leute. Aber sind das jetzt nette Leute oder sind das NPCs? Die Nachbarschaft hier ist sehr nett. Dann gehen wir mal hin und sagen hallo. Nichts. Ja, klar. Das fände ich doch mal ganz arg toll. Oh, ich sehe nichts. Wie mache ich meine Fackel an? Ah. Hält die Fackel unendlich lang? Nein, du hast links du siehst das an einem grünen Balken an der Fackel. Okay. Quasi. Super. So. Leite mich. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Jay. Okay, Jay, leite mich durch das dunkle Gestrüpp. Ich mag deinen Bogen. Ja, das ist ein schöner Bogen. Was sagst du zu unserem ersten Entwurf? Geil. Das ist wirklich wundervoll. Plan gerade. Aber warum steht dieses Schild hier? Ray, wir verlegen gerade, wie unser Haus aussehen soll. Und ach so, das ist ja wir skizzieren süß. Das erstmal vor. Ah. Verstehe. Genau, wir machen hier später schon wieder Rave-Partys. Soll ich mal kurz einen Laufsteg machen? Kann man tragen. Krieg ich ein Foto? Klar. Dankeschön. Ich habe leider kein Fotoapparat gerade bei mir. Oh, das ist... Oh, wie geil. Das macht mich glücklich. Aber ich habe einen da. Sehr gut. Oh, was ist das? Darf ich das nehmen? Ein Bild. Ja, hast du die gerade genommen. Sehe ich mich da jetzt? Oh, jetzt habe ich ja, das ist sorry, ich bin so ein Anfänger und das ist voll peinlich. Steht da nicht so rum und schaut mich an, das ist mir unangenehm. Wir waren alle mal neu. Ich bin ganz frisch.
Oh yeah. Jetzt guck das Bild endlich an. Yeah. Aber wie denn? Nu, möchtest du dieses Foto annehmen? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es anschaue. Inventar. Kannst du einfach aufheben und im Inventar angucken. Germany's Next Top. Oh, hübsch. Genau. Oh, das ist aber hübsch, aber verpixelt. Da seid ihr alle drauf. Naja, ist in Ordnung. Wunderbar, hier, da danke bist schön. Du drauf, auf dem hier. Hier, das oh, hier. Süß. Ein kleiner Sack. Oh ja, hübsch. Geil. Dankeschön. Das ist wirklich precious, Mann. Under pressure. Oh, da rollen die Dinger. Es gibt auch so Bilderrahmen, da kann man die dann reinpacken und an die Wand hängen. Das ist mega schön. Sind wir jetzt alle Freunde? Johnny, hör auf zu hetzen. Sind wir jetzt Freunde? Wir sind alle Freunde jetzt, ja. Ja, da geil. Oh yeah, ich habe Freunde gefunden. Ist ein Gutschein, was für Abraven. Oh, süß. Oh, ihr seid so lieb. Ich kann euch halt gar nichts geben, ne? Ich bin so ein richtiger Geier. Ich komme her und geier alles. Tut mir leid. Wenn ich mal ein großes Haus habe, dann lade ich euch ein, machen wir eine fette Hausparty. So machen wir das. Geil. Ich will, dass jetzt hell wird. Ich muss weiter. Ich bin nämlich heute Gastarbeiterin bei der Kartoffelfarm, wisst ihr? Ah, da habe ich auch schon Kartoffeln gekauft. Die sind sehr gut. Oh, geil. Ja, weil er kommt nachher mit und ja, macht gleich Schutz. Ja, es geht jetzt schon die... Genau. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch alle mitkommen. Es geht jetzt schon die Sonne auf, da können wir... Oh, nice. Ja, ich bin da sehr glücklich drüber. Ein wahrer Gentleman. Ich wäre wirklich gestorben. Naja, muss man ja, oder? Ich meine. Ja, man lässt eine Frau nicht allein. Auch wenn sie nicht aussieht wie eine Frau. Die Kartoffel. Das ist korrekt. Ja, wir warten auch, damit es endlich hell wird. Und dann können wir loslegen. Wo, weil das wollt ihr machen? Bauen? Verbaut gut. Man sich aus Versehen. Wartet hier noch kurz hier, ich bin in einer Minute wieder da. Ich muss nur kurz ablegen. Okay. Jo. Leg ab, Kadett, leg ab. Jo, eigentlich wohnten wir ganz im Süden. Aber im Süden ist kein Schwein. Da ist nichts los. Wo sind die denn eigentlich alle überhaupt? Wollen wir jetzt umziehen nach... Ja, das ist sehr gut. Ganz viele sind in der Wüste da oben. Ja, ja. Bei Mining Outpost, Mining, das ist so die Hauptstraße. Ja, ich sehe es gerade, die ganzen Geschäftchen. Oh, da unten auch. Nice. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, habe mir bei Spaß ganz süß und freundschaftlich. Das wollte ich euch schon immer mal sagen. Es wird hell. Applaus. Ja. Applaus, Applaus. Endlich. Wunderhübsch, wunderhübsch. So, ich glaube, es ist hell. Wie wir lange, können düsen. Wie lange musst du denn auf der Kartoffelfarm arbeiten? Ein Tag. Ach, also solange ich dort geduldet werde. Ich habe eigentlich niemanden. Was? Ist das denn so ein Praktikum oder kriegst du da auch Gehalt oder was? Das ist Praktikum. Ich lerne jetzt erstmal. Ich bin ja ein Anfänger in Rust und ich dachte mir, die beste Möglichkeit ist einfach ein bisschen Praktika zu machen und zu lernen und dann später die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, hohe Ziehen auf jeden Fall. Aber vergiss uns nicht, wenn du die Weltherrschaft hast. Nein, natürlich nicht. Wir haben doch alle ein Foto zusammen gemacht. Vor allem die Erdbeere ist stylisch. Deine Erdbeerweste mit dem Schokolade. Die macht mich ganz schwach. Passt auch so gut zu mir, ne? Ja, sieht richtig sweet aus. Wo ist jetzt eigentlich der Jay hin? Bin leider auch keine. Der hat gesagt, er legt was ab. Ah, da hinten, ich sehe ihn gerade rumwieseln. Hat er noch gelobt? Ja, dann haut er schon ab, ne? Hat er schon die nächste gefunden? Nein, Spaß. Ja, so schnell geht das. Hm. Ja, hört ihr mich, wenn ich hier schrei? Das könnte ein bisschen weit sein, glaube ich. Probier mal. Jay! Das Pferd guckt mich an. Jay! Es ist hell! Wir müssen los! Jay! Ich bin echt im Stress. Ja! Wir müssen jetzt los! Ach, also, bin schon da. Super. Okay. Hallo, ich begleite euch mit.
Hallo. Oh, süß. Okay, auf geht's. Ich folge euch. Oh, da vorne ist ein Hubschrauber. Ich folge euch und rennt hervor. Da vorne ist ein Flugzeug. Ist das gefährlich? Nein, das ist, oh, das ist, oh, das ist das Frachtflugzeug. Das ist der 2130. Das hab ich noch nie gesehen. Voll der 31er, Mann. Ja, ich hoffe mal, der 31er soll da jetzt abwerfen. Wie so Eingeborene, die zum ersten Mal ein Flugzeug sehen. Aber echt so. Na, ist auch oh, das zwei erste, sogar. Was ist das? Da ist ja noch einer. Das sind oh, zwei. Sogar. Das ist ja noch eins. Boah, Double. Double Airplane. Okay, komm. Das sind Chemtrails. Oh mein Gott, schnell weg. Oh nein, schnell weg. Das sind Chemtrails. Oh, Abwurf wurde abgeworfen. Das ist wahrscheinlich nur Scheiße gewesen. Was, echt? Ja. IG-37? Du gehst zum Loot und auf einmal ist nur Kacke drin. Weil es die Toilette war, die sie abgelassen haben. Ach, kann man auch auf den Schneeberg ich da oben? Ich sehe das gar nicht, was runterfällt. Nicht, ich auch nicht. Ja, kannst du, sonst hier bei warm anziehen. Nee. Okay. Ihr habt ja einen Blick, ne? Ich hab einfach auch den auf der Straße Ort. Noch. Okay, da kann mir nichts passieren oder gibt's noch irgendwelche Orte, wo die mich abschlachten? Doch, ja, kann doch schon was passieren, aber dafür hast du auf dem Weg uns. Nicht, aber... Ja, dafür habe ich ja mein Germany's Next Topmodel Outfit. Mit dem Beanie topmodisch, also. Ja, also da kann mir nichts passieren, du. Voll, macht bestimmt voll Spaß, barfuß auf der harten Straße rumzurennen. Ich fühle das. Und ihr spielt zu zweit, oder habt ihr euch auch gerade erst kennengelernt? Nee, eigentlich gar nicht. Nee, der Jay ist eigentlich alleine. Achso, aber ihr kennt ja, euch. Ja, einsam und allein. Ein kleiner Smith-Hiller ganz alleine. Oh, Smith. Ja. Glückskekse? Wow. Kann ich mir da einen holen? Wenn du 20 Scraps hast, kannst du einen holen. Was? Ich hatte vorhin zu wenig. Oh, geil. 20 was? Ja, du brauchst Scrap. Scraps. Pass auf. Ich hab schau Mr. mal, du kriegst Krabs, von mir so als Willkommensgeschenk das da. Oh. Sag bloß. Hast du noch zwei Scraps? Ich habe 18 dabei. Ah! Pass doch auf, das Ding nicht anhauen. Komm, nein, nimm die Axt und komm mit. Achso, ich dachte, ich kann damit auf das Fass. Den Automaten kaputt machen. Nein, du sollst auf das Fass hauen. Achso. Genau. Und wenn du oft genug drauf hast, da sind Scraps drinnen. Ah, also geil. Immer an der Straße die Fässer aufschlagen. Fett. Da gibt's Loot drin. Immer zwei Sachen drin. Darf ich? Oh, das ist ja nice. Darf ich die Axt mal behalten? Manchmal sind oder Kisten du dort, da kannst du auch. Ja, schenke ich da. Die ist ja gleich kaputt. Die kannst du auch wieder heile machen. Da ist noch was runtergekommen. Oh, ja. Da ist noch ein Flugzeug. Das ist alles ganz im Süden. Ja, lass uns steppen. Step, es gibt hier einige Sachen, wo du was kaufen kannst quasi. Und Scraps ist für die meisten die Währung. Das ist Square. Oder Informationen. Oh, sind hier auch welche? Oh ja. Hier ist auch Loot drin. Und bei den bei der Tankstelle, ja. Da kannst du zum Beispiel auch, da sind so Verwertungsmaschinen, da kannst du alles mögliche reinschmeißen und klein machen lassen quasi. Okay. Du hast eine sehr angenehme Stimme, muss aus ich sagen. Aus der Axt würdest du zum Beispiel auch Scrap kriegen. Ja. Okay. Ja, Jay, erzähl mehr. Nee, du sollst mir erzählen. Was? Also Jay auch, ich mag Jay seinen Akzent, aber ich... Siehst du, ich darf jetzt nicht mehr reden, jetzt bist du die wichtige Person. Doch, ich mag deinen Akzent. Oh, tut mir leid, dass ich mich dazu zugedrängt habe. Okay, nein, ach Quatsch. So, ich Vorsicht, bin ja hier voll der Geier. Die Glatzfüße hier sind ziemlich böse. Echt? Ja, also ein Gruppenmitglied ist da, aber diese mehr, Green der Rest Cards. Diese keine Green Ahnung. Cards, bringen die ehrlich irgendwas? Kein blassen Schimmer, wirklich gar nicht. Ich habe 5 davon jetzt. Die findest du immer hier auf den Tischen, wenn gerade niemand sie mitgenommen hat. Okay. Und hier ist, wenn du mal mitkommen willst, hier ist diese Maschine. Die ist immer grün mit gelb. Dann kannst du die Sachen reinschmeißen, das anmachen. Zum, alles mögliche, Werkzeug zum Beispiel. Oder halt kaputte Dosen sind auch zum Beispiel praktisch. Da kriegst du dann die Bestandteile raus. Zum Beispiel auch Scrap. Okay. Geil. Und da unten in dem Ding kann man Leute kidnappen und verstecken. Ich dachte, da kann man reinkacken. Ich dachte, das ist ein Klo. Der hält ein großes Loch. Ich brauch das. Also den Haufen muss ich nicht sehen.
Wart mal ab, wenn ich viel gegessen habe, du. Okay, dann lass uns mal weiter. Oh, was? Scrap? Scrap? Wo? Was ist denn heute los? Oh, ein Lager oder wie? Ich glaube, es ist schon voll drin. Da links ist eins, rechts auch. Ein Lager? Ja, die hauen ja da jetzt relativ viel ab. Ich meine schon. Oh, da kann ich mir Scrap holen. Genau. Geil. Habe ich das jetzt eingesammelt oder? Ja, und ich. Scrap. Das ist alles Crap. Ha! Muss man mal. Guck mal, unten links. Oh, sie. Ja, es ist super. Die Leute schlachten sich alle ab. Ja, warum eigentlich? Die Blauen gehen nicht. Ich würde ja gern zuschauen. Aber ich lasse das lieber. Darf man Hallo sagen? Oder da gibt es ganz viele Airdrops. Bei den meisten kannst du Hallo sagen, wenn gerade einer da ist. Also, und einfach so töten dürfen sie dich ja nicht. Ja, hallo! Ja, hier nicht. Ach so. Ist das aber die Gefängnis? Meisten werden wahrscheinlich gerade nicht da sein. Doch, da ist wer. Hallo! Hallo? Ihr seid ja nackt. Knechti, wieso bist du nackt? Oh, Knechti! Ah, ich verstehe. Ich bin immer nackt. Ihr seid die Loser. Hier, hören. Nee! Oh, Alter, bist du! Mit dir mache ich nochmal Geschäfte. Ist das dein Ernst? Hast du mir gerade Menschengehirn an den Kopf geworfen? Warum? Ja, gerne. Ich dachte, das mache ich bei warum, mir, weil mir eh eins fehlt. Warum hast du mir eigentlich Turi vorbeigebracht, die mich vorhin über den Tisch ziehen wollte? Ich wusste nicht, was sie wollte. Sie hat einfach gesagt, ich soll einsteigen, sorry. Die wollte mich über den Tisch ziehen. Eindeutig. Deswegen aber ich wusste von nichts, tut mir leid. Naja. Ich gehe dann mal weg. Wollt ihr mit nach oben in unseren Pool kommen? Oh, voll gern. Ich bin voll geschwitzt, ich brauche das gerade. Ich stink richtig. Da, wo der Stein hinfliegt. Komm. Seid alle eingeladen. Der war aber nicht so weit. Geil, das sieht ja aus wie bei Rage, das A. Ich bin noch ein bisschen schwach auf dem Bein. Ihr seid ja stylisch. Genug, falls du nicht so viele Schlongs sehen möchtest, kannst du das auch ändern, ne? Was ich nicht so weiß. Wir gehen das sowieso baden. Ich habe tatsächlich, weil ich es vielleicht auf YouTube noch hochlade, eure Penisse ausgestellt. Achso, okay, ja. Das wollte ich schon sagen. Gut so, ist bei mir habe ich auch ausgestellt. Ja, da wird nämlich YouTube sagen. Wow, bitte einfach mitkommen, einfach der folgen. Ist ja tot? Ihr seid Mörder! Nee, er schläft. Das sagen sie alle. Der schläft. So, einfach hier oben, nächste Tür bitte. Geil, Mann, ich wollte eigentlich Gastarbeiten und jetzt bin ich in den Pool gelaufen. Holy fuck, was habt ihr da alles aufgebaut? Wow! So, ist toll, bitteschön. Geil! Cool! Oh, der ist ja cool. Das ist ja voll süß. Habt ihr den selber gebaut? Oh. Nee, das ist ein DLC. Oh, wie geil. Ihr seid der richtige cool. Chiller. Oh, ist das nice? Ich brauch das auch. Ist in dem Einhorn drin. So geil. Ja, muss ich auch mal gut gehen lassen, ne? Wenn man gerade in der Kälte war und geträumt Chiller, hat, dass man stirbt, dann muss man auch Habt mal genießen. Habt ihr schon mal überlegt, die Autos sein zu lassen und einfach hier Hotel anzubieten? Genau. Ja, mach doch ein Hotel. So ein 5-Sterne-Hotel. Wäre doch sau nice. Wenn mich niemand versucht, über den Tisch zu ziehen, dann funktioniert das mit den Autos auch ganz gut. Wie du da chillst. Ich glaube, ich brauche auch einen Pool am Dach. Geil. Du mit deinem Kostüm da drin. Geil. Ach ja, wie herrlich. Leider ist ich bin ein bisschen beladen. Ich kann nichts ausziehen. Okay, wir müssen echt weiter, Leute, ne, bevor es wieder dunkel wird. Ja, besser ist. Mach mal kurz rein. Achso, ja, geht ja. Muss kurz pinkeln. Okay. Tschüss, Knechti. Tschüss. Tschüss, Gnu. Wir sehen uns. Tschüss an dein Homie. Pass auf dich auf. Oh, das war das Knie. Mach ich. Ja. Und tschüss an dein Verstehen. An Smith. Ach, das bist ja du. Du hast dich nackt gemacht. Nee, das waren Knechti und... wie heißt der? Naja, wenn ich ins Wasser reinhüpfe, dann muss ich mich ja nackt machen, oder? Da hast du recht. Ich spring immer rein, wie es passt. Ja, dafür rennst du jetzt auch mit nackter Kleidung rum. Ich nicht. Was? Warum bin ich denn nackt? Nö, ich bin doch angezogen. Nee, die ist angezogen. Ach so, mit nasser, nasser. Nein, ich meine nasser Kleidung, nicht... Ja. Aber warum sterben die alle, Leute? Was machen die denn da? Weil die versuchen, den Loot zu kriegen. Die kleinen Geier. Oh, bei dem musst du vorsichtig sein. Oh.
Lauf nicht weiter, stopp. Wir gehen hier rechts lang. Die das mit ist den einer von denen, wo ich es gesagt habe. Okay, ich lauf hoch. Haben die geilen Loot? Genau, der schießt dann sofort auf dich, wenn er dich sieht. Weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Toten gesehen. Kein gutes Zeichen. Ich habe nur einmal mich selbst tot gesehen nach ihm. Oh, okay. Hey, wenn wir Glück haben, schau mal. Oh, er tötet mich nicht. Ja, die werfen nur im... gleich mit der AK an oder so. Ja, aber die werfen nur im Süden ab. Vergiss es. Komplett im Süden, meinst du? Hier ist nicht. Oh, wie ist heiß. Ja, ist ja gestanden. Ich muss mich ausziehen, Leute. Sorry. Ach so, oh. Euch glaube ich auch. Squambly! Squambly! Hey, wir sind ja bald da. Was glaubt ihr, wie heiß die Straße der Sand sein muss? Und wir rennen ja alle barfuß rum. Ja, so, weiß ich nicht. 50, 60 Grad, ein Ei kannst du sicher schon kochen drauf. Los. Bisschen eklig, ne, die mit dem Sand. Füße ab. So. Bin gespannt, was es hier noch alles so gibt in dieser Welt. Am Weg zurück muss ich dann Scraps sammeln. Hast du kein Pferd mitgenommen? Also hast du nicht irgendwo ein Pferd bei Pia gelassen? Weil dann musst du ja alles komplett zurückdüsen nachher. Nein. Achso, ja, das Ding ist, mir wird ziemlich schnell schlecht, wenn ich auf dem Pferd reite. Deswegen brauche ich bald ein Auto. Sollen wir geradeaus laufen? Dann sind wir viel schneller, als wenn wir noch den Bogen machen. Mir wird auch schlecht, hat sie gesagt. Echt? Euch wird schlecht? Ja, das ist von, also von den Bewegungen. Oh. Okay. Das ist so wie beim Autofahren, wenn du lesen tust. Dann wird der schnell schlecht. Okay, ja, verstehe ich. Ich bin deshalb gestern vom Pferd gefallen. Wie lange spielt ihr denn jetzt ja, schon? Ja, wahrscheinlich nicht deswegen. Samstag? Ich sag am ersten Tag. Wann war das? Freitag? Samstag. Freitag? Noch? Ich bin auch seit dem ersten Samstag? Tag da. Ah, okay. Ja, dann Samstag. Also seit Anfang, oder? Genau. Ja. Tja, ich muss noch kurz ein bisschen. Brauchst du was zu trinken? Nicht, dass du umkippst? Ich bin komplett voll. Ihr habt mich so gut versorgt. Mir geht's gut. Okay. Hey, ich glaube, da vorne ist es. Ja, da vorne ist es. Wow. Ist mit Türmchen auf jeden Fall. Da oben ist er. Ja. Ein Mensch? Oder ein Tier? Das da links oben war ein Mensch. Ach echt? Und woher weißt du das? Ja, Tiere können keine Bäume fällen, weil ach so, das war ein das Geräusch Baum. Von einem fallenden Baum war. Ah, ich dachte, okay, klar. Genau. Kann ich auch eine Palme abholzen? Okay. Ach du Scheiße, schau, dass du ist mir gar nicht aufgefallen. Was? Da kommt immer so ein X, wenn du was abholst. Schau mal. Genau. Wenn du wo drauf haust, kommt ein X. Und dann hau einfach immer auf das X, wenn das erscheint. Nee. Ja, weil wenn du das X triffst, dann machst du viel mehr Ressourcen kriegst du raus. Aber ich habe gerade keine Lust mehr gehabt, deswegen habe ich aufgehört. Ja, ich sag nur. Scrimmity. Okay, das ist es also. Yeah, Mann, geil, endlich angekommen. Jesus! Ist es das Passwort? Oder kommt gerade wer an? Da rechts? Es scheint irgendwer zu sein, der baut. Richtung Nordwesten. Hallo! Bleib mal stehen! Hallo! Okay. Wie geht's? Oh, Papo! Hallo! Und selbst? Auch gut. Guten Tag. Hallo, oh, schönen guten Tag. Ich bin hier, um ein Praktikum bei Ihnen zu machen. Ich habe mich doch angemeldet für Gastarbeit. Ja, das hast du gesagt, ja. Ja.
Ja, dann wollen wir einfach direkt loslegen, oder? Also gar nicht lang fackeln. Wir sind deine zwei Freunde. Wollen die auch Praktikant machen? Ich weiß nicht, wollt ihr auch hier Gastarbeit machen? Nein, ich mache am Freitag eine Bar auf, da, wenn du die Straße Richtung Nordosten fährst. Und ich muss die Bar noch fertig kriegen. Also leider nicht, aber ist die Pia in der Nähe? Die hat mir nämlich Kartoffeln versprochen für das Barbecue am Freitag. Also Kartoffeln gibt's, glaube ich, hier im Laden, wenn du mal mitkommst. Ja, aber ich habe da so einen Sonderdeal, wollte ich haben mit ihr. Ja, aber wir wollten ja, Die ist da hinten und baut. Also wenn du hier gerade ausläufst zum Haus, was gerade in Arbeit ist, dann... Achso, never mind. Hallo. Ach, da ist sie. Da ist Jesus schon. Da ist der merkwürdige Barbesitzer schon wieder. Hier, hallo, Gnu. Ich habe dir hier einen Gnu mitgebracht. Das ist ja großartig. Und wir haben Fotos gemacht. Papo? Das ist unsere neue Praktikantin. Ja. Ja. Hallo, Mia. Ja, ich weiß. Da. Ich bin heute Gastarbeiter. Du weißt ja schon. Ja, gut, das war mir wichtig. Ja, okay. Sie wird, ne, weil Kalle ja so ein bisschen, sag mal, Kalle ist aber nicht bei dir in der Bar, oder, Jay? Nein. Der ist bei Maxi, glaube ich, in der Bar. Ich muss mit Maxi reden, der muss Kalle den Alkohol abdrehen, der fährt danach wieder besoffen durch die ganze Stadt. Bitte? Es gibt hier keine andere Bar. Hust. Doch. Ach. Doch, eigentlich. Okay, wie dem auch sei. Wie schauen wir denn aus mit die Kartoffeln für Freitag, Madame? Hat er mich gerade Madame genannt? Ja, hat Monsieur. Hat er mich gerade. Was ist denn? Darf ich mir den Hammer auf den Kopf schlagen? Ich kann auch so machen. Oh yeah. ich kann ja. Wie viele Kartoffeln brauchst du denn? Ja, wenn du mir so 50 mitgibst, wäre schon cool. Viele? Halt! Wie viel? Oh Gott, das sind wieder so viele Leute. Wer ist das da? Hallo? 50 brauchst du? Das ist ja gar nichts. Sag das doch gleich. Ja, dann gib 100. Dann gib 100 her. Name und Dienstgrad, bitte. Wie machen wir das denn jetzt? Ich muss ja auch die Vending Machine für dich noch bauen, ne? Nein, die habe ich schon. Die habe ich mir schon selber gebaut. Hast du schon? Für wie viel bietest du denn die Kartoffeln an? Wir reden so viel über die Hilfe. Also, du bist jetzt nur für Scraps an, ne? Ja. Ich muss mal kurz aus der Reichweite gehen. Ich glaube, jetzt hört mich keiner mehr. Ich vergesse die ganze Zeit Leute, die machen Roleplay und ich die ganze Zeit, Papo, das darf ich gar nicht sagen. Ich muss quasi in meiner Rolle sein, weil die sind alle voll in ihrer Rolle und ich gar nicht. Richtig, ich muss gleich das scheiß Kuhkostüm. Ihr habt die Herausforderung abgeschlossen. Ihr seid so scheiße. Das war für 30 Tage, Mann. Nächstes Mal höher, ich hasse euch. Nur im Kuhkostüm. Nur im Kuhkostüm bestellen. Ich wusste nicht, dass es das schnell passiert. Auf jeden Fall wundert euch nicht. Danke an Sarah für 1000 Bits. Danke an Stefanie. Dankeschön an Fortnite-Frosch. Danke an Tonor. Danke an Karma. Danke an Moki. Ich mache jetzt immer Handherz. Und das sind Roleplayer. Sie sind alle in ihrer Rolle. Deswegen nicht wundern, wenn die nicht auf mich so reagieren. Wenn ich sage, boah, Papo, was geht und so. Ich spiele jetzt mal meine Rolle mit. Ich bin so ein bisschen die Weirde, oder? Die so macht immer. Da in der Wüste ist sie. Hier, wie es ist. So, ich musste kurz Selbstgespräche führen. Wir haben heute 180 Kartoffeln in Du musst auch, also nicht, dass du umkippst, weil dann darfst du noch mal laufen. Stimmt. Wenn du kein, also du kann musst ich hier dann hier ein Bett haben noch vorher. Ja, ich brauche ein Bett. Herr Papo. Ja, ich habe keine Ahnung, was am Freitag abgehen wird bei mir, aber ich habe halt voll viel Werbung gemacht und... Ja, aber also, wir auf. Hatten gestern was anderes ich erkläre das ausgemacht. Mal kurz, ne? Komm mal mit, dass wir hier in Ruhe reden können. Also, du bist ja jetzt Praktikantin bei mir. Das heißt, ich werde dir jetzt ein paar Werkzeuge holen und ein bisschen Schlaf. Das für 20 an. Oh, geil. Ja, aber du musst es so sehen, dass du es hier für 15 anbietest. 15. Und somit... Nein, wenn ich es drüben für 15 anbieten würde, müsstest du mir für 12 geben. Nein, damit wir auf den Deal von gestern kommen. So, ich baue dir eben Schlafsack. Mein Share sollen 15 sein und du setzt das drauf, was du verdienen möchtest. Schlagt euch nicht! Ja, aber das, wenn ich 15, ich muss ja die noch grillen und alles. Also so geht's nicht, ich kann nicht dir den normalen Preis zahlen. Das ist ja kein Handels, also das ist ja, weißt du? Ja klar geht das. Nein, ich kann ja nicht den einfachen. Ja, aber ich kann ja nicht den einfachen Endkundenpreis bezahlen dafür. Dann brauche ich nicht Hunger genug. Als Ding. Ich bin vollgefressen mit Kürbis. Nee, du kannst den Leuten noch Nägel vorsetzen zum Essen am Freitag. Ich bin, glaube ich, nur ein bisschen müde.
Kaktusse. Also wenn du mir nicht entgegenkommst, nehme ich nichts. Also dann... Ja, 15, also 10 ist halt schon echt wenig. Und 12 ist halt schon... So eine Kartoffel braucht 2,5 Stunden, damit die groß wird. Und wir müssen die halt aus dem Süden importieren. Wir haben hier nicht genug Wasser. Wir bauen immer noch im Süden unten an. Ja, aber das wenn ist, ihr halt in der Wüste also Kartoffeln baut, sind wirklich unfassbar viel Arbeit. Also. Nee, aber du willst ja kaufen. Pass auf, ich stehe das für dich. Ja, eh, aber wenn ihr in der Wüste euren damit Shop habt und euer Feld im Süden ist, dann kann ja ich hier verkauft. War ja deine Anfrage, dass du es bei dir verkaufst. Und dein Schlafsack, der ist ganz wichtig. Ja, damit ich einen besseren Preis bei euch kriege. Wenn du mir jetzt sagst, ich kriege den Endkundenpreis, brauche ich einen Schlafsack. Ja, aber 100 ist ja kein Mengenrabatt. Also wenn du bei mir einkaufen möchtest, dann musst du halt, wenn dann... Hier darf ich schlafen. Wenn du einen Mengenrabatt haben möchtest, musst du halt auch in der Menge kaufen. Oh, geil. 100 ist halt keine Menge. Du musst den neu platzieren. Ich weiß ja noch nicht, was eine Person nebenbei mit. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, kann er hier nicht bleiben? Ich kann bin ja nicht mal bei dem Event, ich weiß warte, auch nicht. Ich weiß warum. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mit. Ich bin die Gnodron, ich kann es nicht. Bin nicht über den See. Soll ich es vor die Haustür machen? Komm mal mit, komm mit. Sieh mir, mein Sohn, wo denn führt. So, das ist aber ganz wild hier. Das ist super euch im Westen. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. In der ersten Nacht ist ein nackter Mann mit einer Fackel in der Dunkelheit die Straße lang gelaufen. Ein Pferde, der Arne, hier. Okay. So, jetzt musst du hier auf den Schrank drücken. Einmal autorisieren am Schrank. Ja. Wer von euch hat auf mich geschossen? Hast du gemacht? Okay. Ja, mit ihm? Ja. Wo darf ich schlafen? Okay, dann leg ihn einfach hier hin irgendwo. Ja, einfach irgendwo erstmal. Ist nur wichtig, dass, es jetzt, dass du ihn jetzt erstmal irgendwie legst. Genau. Einmal umbenennen und dann können wir loslegen. Und jetzt hat's gespeichert. Das spawne ich hier immer wieder. Gnodron! Genau. Okay, musst du dann auswählen beim Respawn. Geil. Was soll ich jetzt machen? So. Du kommst jetzt mit. Ich erkläre dir das. Okay. Willkommen bei Gnodrons Praktikum. Papo? Du kannst die Praktikantin ruhig in die Gruppe mit einladen. Achso, ja. Nee, kann ich nicht, oder? Achso, warte mal, das muss ich machen, ne? Das ist ein bisschen leider. Ja. Ich fühle mich geliebt. Uff. Bin ich jetzt drin? Oder muss ich noch irgendwas machen? Accept. Ja, nee. Ja. Accept. Nee, jetzt bist du drin, ja. Doch. Supi. F steht für Freunde. So, Gnodron, komm mit. Ja. Yeah. Okay. Also folgendes, was ich geplant habe hier drüben. Hier drüben müssen wir einen alternativen Laden eröffnen, in dem es Waffen zu kaufen gibt. Ja? Okay. Und wir brauchen dafür jetzt ganz, ganz viel Stein. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen Steinadern, die wir abbauen können. Okay. Das ist mein erstes Mal Roleplay. Aha. Das merkt man voll, gell? Nein. Nicht? Naja, ich hab dich so begrüßt, wie ich dich gar nicht begrüßt habe. Ich mach das auch nur so semi. Ja, ich hab ja gesagt, oh Papo, und du hast gar nicht reagiert. Okay. das ist okay. Guck mal, das hier ist zum Beispiel eine Erzader. Genau, wenn du auf die leuchtenden Punkte schlägst, dann baust du mehr ab. Ich fühle das. Ich suche auch mal eine Steinader. Mal gucken, okay, wir sehen uns. Tschüss. F steht für Freunde, die was unternehmen. Danke, Sahara. 1000 Bits und eine Stufe 1 ab und ich sammle hier alles ein. Ich kann wieder was anziehen, stimmt, ich bin ja nackt. Aber ich bin ja auch in der Sonne, das ist dann schön in Ordnung. Oh Gott, ich muss jetzt nach Erz suchen, das kann ja... Oh, es ist heiß. Oh, Polizei Gang Fang ist gestorben, man. Ein Waffenladen neben einer Kartoffelfarm, das heißt, es gibt einen Kartoffelkanon. Ich weiß auch nicht, was die hier vorhaben. Sieht auf jeden Fall geil aus, was sie sich aufgebaut haben, muss ich sagen. Schon nice. Nein, Siri, das Bein bleibt oben. Das Bein bleibt oben. Eindeutig. Highscore Heroes sind echt alle dabei hier am Start. So. Ich finde hier nichts. Oh, der arme Jay, jetzt habe ich mich gar nicht verabschiedet. Ist der jetzt gegangen? Der hat sich doch vorher noch mit Pia gestritten, oder? Ich hab mich verlaufen. Guck mir mal, was hier so fein ist. Gibt alles. Schön, dass ihr übrigens da seid und euch das mit anschaut. Ihr könnt mir auch gerne wie immer wieder Tipps reinschreiben, wie ich mich verhalten soll. Wie ich spielen soll und wer ich eigentlich bin. So.
Ich nehme meine Axt und mach mal den Ding hier kaputt. Oder soll ich das lieber mit dem Stein machen? So, mit dem Stein. Den Holz. Ich habe nämlich gar nichts. Bin einfach nur abhängig von anderen. Das gefällt mir gerade gar nicht. So, wunderbar. Drauf da. Sehr schön. Rauf damit. Es ist voll toll, die süße Schellen. Dankeschön, ich stinke. Das ist eine Motorsäge. Eine Motorsäge, Leute. Oh, das wäre geil. Gibt es das? Gibt es hier eine Motorsäge? Das fände ich sehr, sehr erotisierend, um ehrlich zu sein. Hast du eine Phobie? Ja, vor ich würde sagen, in ganz großen, offenen Meer fühle ich mich schon wirklich sehr. Also das ist ja Thalassophobie, oder wie heißt es nochmal? Thalassophobie, glaube ich. Oder wie heißt es nochmal genau? Thalassophobie, glaube ich. Ansonsten, Spinnen finde ich jetzt halt auch nicht so geil. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss, aber ich hack hier mal ein bisschen rum. Oh, ouch, scheiße. Ah, Kaktusfleisch, nice. Es gibt Motorsäge. Thalassophobie, genau. Habe ich auch, ja. Das ist für mich so, dass du irgendwo überlegst, du bist so tief im Gewässer und auf einmal kommt da so was Riesengroßes und zieht dich runter. Das wäre für mich. Deswegen fand ich Open Water auch so ätzend. F steht für Freunde. Meinst du, ich soll mich muten? Aber jetzt ist hier doch gerade keiner, oder? Also, sobald die andere Leute reden, höre ich ja auch auf zu reden. Aber ich glaube, hier ist gerade echt niemand. Blödmann, wo bist du? Ich finde hier nichts. Ich finde hier kein Erz, nix. Kein Erz, kein nichts. Genau, die Grafik. Soll ich mal einstellen? So, erzählt mal, was soll ich einstellen, wenn ich auf Grafik gehe. Kann ich das alles hochmachen oder was? Ach so, wieso ist die denn so weit unten? Uff, kann ich die jetzt überhaupt hochstellen, ohne dass es mich raushaut? So, keine Ahnung, ob das geht. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass jetzt nicht mein Spiel dann crasht. So, ja, machen wir die mal erstmal hier hin, um uns anzunähern. Da vielleicht. Geht nur 5. Okay, 4. Shadow, vielleicht auch noch ein bisschen höher. Shadow Lights. Objektqualität. Gucken wir mal, wie es jetzt. Oh, sieht ja gleich schon viel geiler aus. Ihr hattet recht. Unfassbar recht. Ich finde hier nichts, Leute. Ich soll kein Erz suchen, sondern Stein. Ja, aber ich wollte auch Erz haben. Schrei mich nicht an! Ich habe hier schon mal 2 Steine gefunden, ist ja schon mal gut. Ich muss noch nichts trinken. Ach so. Oh, du hast recht. Habe ich das nicht vorhin schon gemacht? Hat sie nicht keinen Stein zum Abbauen? Nö. Kacke. Blöden Mann, wo bist du? Oder hinten, da unten ist ein Stein. Es muss ein Gnu sein. Ihr habt echt das 1-Million-Ziel geknackt. Ne? Ich bin echt ein bisschen entsetzt, muss ich ehrlich gestehen. Das geht gar nicht klar. Jack Fleischhammer ist gestorben. Es sterben gerade verdammt viele Leute. So, ich hole hier mal ein bisschen was. So. So. Auch, weg damit. Pupp. Pupp. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Sehr schön. So, hier auch nochmal. Da ist Stein. Ich habe Stein gefunden. Kann ich eigentlich auch ein bisschen den Sound hier mal leise machen? Ich habe das Gefühl, dass der Voice ist okay, aber generell das Game-Sound muss ein bisschen runter sein. Besser, oder? Ändert sich eigentlich nicht wirklich was, oder? So. Ich wusste nicht, dass die alle so in ihrem Roleplay drin sind. Das ist total süß. So, das kann ich auch noch kaputt machen. Slurp. Ja, jetzt finde ich es besser. Sehr gut. Geil, Kleidung. Kaktusfleisch, Kakteen. Her damit. Geh nicht so weit zum Gebäude. Was ist da? Was ist denn da? Ich bin immer so neugierig. Wisst ihr? Oh, Aloe Vera. Ich bin immer so neugierig. Was ist 1 Million? Ja, ich habe da was mit der Community ausgemacht, dass wenn sie die 1 Million Punkte bekommen, dass
es so ist, dass ich im Gnu-Kostüm koche und ich dachte nicht, das war eigentlich für 30 Tage angesetzt und die haben es innerhalb von 2 Stunden gefüllt. Nicht mal. Innerhalb von 1 Stunde 30 Minuten, ihr Schweine. Das nenne ich Teamwork. So. Jetzt echt nicht viel Steine, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Bin ich jetzt so weit gelatscht? Nee. Doch, scheiße, bin ich weit weggelaufen, hey. Holy shit, da entfernt man sich ganz schön schnell. Naja, dann loot ich mal ein bisschen. Steine sind rar auf der Map. Echt? Generell auf der... Oder jetzt gerade beim... gerade hier in der Wüste. Das ist natürlich scheiße. Da ist einer. Oh, ich finde, der spielt toll. Ich finde, es macht auch Spaß. Also ich bin jetzt, wie gesagt, niemand, der das jetzt jeden Tag wahrscheinlich spielt. Ich würde halt immer mit so Praktikas einsteigen und mal bei anderen so helfen oder ein bisschen kreatives Zeug machen. Aber das macht ja auch ganz Spaß. Danke an Morgan. Dankeschön. Es muss der Max sein. Denn er war auch ein Dropship. So, nice. Ey, da ist ja jemand. Hallo! Hallo! Guten Tag! Hier wird gerade abgeholzt. Ich. Hallo. Hallo. Ich bin gerade am Abernten. Was machst du so? Oh, ich bin hier gerade von dem Süden gekommen. Boah, da ist ja richtig gefährlich. Die ballern da alle. Da darfst du nicht hin, das ist ganz gefährlich. Warst du da noch nicht? Nö, ich bin Gastarbeiterin auf der Kartoffelfarm. Oh, du bist auch noch nicht angezogen, das weißt du. Ist ja, dir kalt? Nö, es ist zu heiß, wenn ich mich anziehe, schwitzig. Ja. Oh je. Bist du allein? Ja, bist du heute hierher gekommen? Ich bin ganz frisch, ich bin gespawnt vorhin am Strand bewusstlos und habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Boah, dieses Schicksal hatten wir alle. Ja, gell, voll komisch. Ich war auch total verwirrt. Wahrscheinlich sind wir alle Geschwister, wir wissen es nur nicht. Was? Das ist... Doktor, meint sie das ernst? Das ist übrigens Dr. Meat. Das ist Dr. Meat. Dr. Meat, das ist mein Pferd, hat seinen Doktor gemacht an der Pferdeuniversität. Ich muss sagen, das sieht so saftig aus, da kriege ich direkt Hunger auf Pferdesalami. Aber keine Sorge, ich werde... Nicht nochmal. Nein, niemals. Magst du irgendwas haben? Hast du Durst? Ich habe ein bisschen Wasser. Hier, bitteschön. Oh, nee, bedien dich ruhig. Ich habe alles. Okay. Brauchst du vielleicht etwas? Ich suche gerade Stein. Ich kann dich gerne mit auf die Kartoffelfarm bringen. Das sind nette Leute, da bist du nicht so alleine. An der Kartoffelfarm, ist das da, wo der Kalle lebt? Ja, genau da gehen wir jetzt hin, komm. Der Kalle hat mein Pferd gestern schon getötet. Im Ernst? Ja, das war Lasagne. Da bin ich mit der Lasagne bei ihm gewesen. Dann hat er einfach so einen Ball genommen und pschu, kaputt gehackt. Oh, okay. Dann besser nicht. Aber vielleicht... Ich war traumatisiert. Ja, das verstehe ich. Dann machen wir das besser nicht. Dann kannst du mir gerne beim Steine suchen Gesellschaft leisten, wenn du magst. Aber du musst nicht. Ich begleite dich. Das ist nett. Weil das ist der langweiligste Job, den man sich vorstellen kann. Gibt's auch überhaupt gar nichts. Das glaube ich dir. Gibt's gar nichts. Ich finde, du solltest dich... Oh, mein Pferd will nicht mitkommen. Ich finde, du solltest dich an Kalle rächen. Das ist ja voll... Das ist eine sehr, sehr gute Idee, sich daran zu rächen. Also, das ist nur meine Meinung. Ich werde jemanden beauftragen, glaube ich. Mich? Ja, ich bin bei der Meinung. Also, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Da ich aber zu dicke mit Pia bin, kann ich leider nicht diesen Wunsch ausführen, weil die wird mich umbringen. Ah, verstehe. Ist aber auch eine Liebe. Ja, deswegen. Ah, da gibt es bestimmt einige, die das machen würden. Ich habe gehört, im Wald chillen 2 ganz komische Leute rum, namens Henne und Sterzig. Die machen sowas ganz bestimmt für dich. Ein Auftragsmord. Oh, da muss ich hier, gibt es ja eine Menge Auftragsmörder. Ja, die machen es bestimmt. Ansonsten, wenn du auch einen Auftragsmörder benötigst, es gibt auch den eisernen Rächer. Und der bist du? Auch sehr gefährlich. Ach so, von dem habe ich vorhin schon gehört. Geil. Ja,
Ja, das ist auch ein sehr tapferer Krieger. Oh, nice. Das ist nice. Hast du dir denn schon eine schöne Ecke gesucht zum Bauen? Ich bin obdachlos, ich schlafe in der Kartoffelfarm. Ich bin ein Mensch, der sich einfach nur durchgeiert. Und ja, nichts erreicht hat im Leben. Das macht man halt so am Anfang, wenn man hier frisch ist. Ja, eben. Ich hab sonst nichts. Ich hab keine Existenz. Aber das macht Spaß. Die müssen wir dann noch finden für dich. Vielleicht finden wir einen Sinn des Lebens, außer der 42. Auf welchem Quadrat lebst du? Ich lebe... Auf welchem Quadrat lebe ich eigentlich? Von welchem Quadrat kommst du? Auf U9. Auf U9 lebe ich. Ist ein tolles Quadrat. Ist direkt hier vorne. Ah, ja. Da nice. Sieht man es sogar, da vorne. Dieses hässliche Gebäude. Naja, hässlich ist es nicht. Ich find's hübsch. Na, noch... Es baut sich aus. Es ist hübsch. Oh, holy shit, was denn da alles Feines drin? Mama mia. Bin gerade nicht so sicher. Ja, hier gibt's immer allerlei, ne? Zum Sammeln. Ja, ich nehme jetzt mal kurz... Ich esse jetzt mal... Oh nein, warte, ich esse jetzt mal was. Brauchst du denn was zu essen oder so? Ich hab schon was, danke schön. Hier, ich hab einen Helm für dich, dann bist du nicht so ganz nackt. Ich hab einen doppelten davon. Ich hab ja auch eins. Oh, ein Helm. Oh, erotisierend. Dafür gebe ich dir mein Beanie, dann bist du stylisch. Ist das nicht so ganz schlimm. Du kriegst mein Beanie, dann bist du ein Gangster. Oh, okay, das ist ein guter Deal. Ist sehr schön. Und hier hat's auch noch Zeug, warte mal. Doch, wo ist das hier? Okay. Ich muss mal kurz mein Loot abdroppen. Bei der Kartoffelfarm. In Ordnung. Bei der Kartoffelfarm. Aber pass auf, dass Kalle dein Pferd nicht umbringt. Ja, ich pack das weg. Ich muss das irgendwo hier in Sicherheit bringen und verstecken. Ich versteck das hier. Ja. So. Ich hab Stuff, den ich ablegen kann. Ich weiß nur nicht wo. Hallo? Hast du was gefunden an Stein? Ja. Hallo? Wohin soll das? Wie viel Stein hast du? Am besten einfach mir geben. Ich habe 1400. Hallo. Oh, das ist schon mal sehr gut. Vielen Dank. Und hier habe ich noch mal was. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin nur auf der Durchreise. Verehrter Herr, im Silikonanzug. Danke. Ich bin der Buttergolem. Warte, das war nicht so dramatisch. Eigentlich muss das dramatisch darüber kommen. Ich bin der Buttergolem. Oh, das macht das. Was ist das? Ich habe mich noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich bin noch in der Identifizierungsphase. Ja. Hallo Kalle. Er ist noch nicht stubenrein. Oh, mein Pferd! Hilfe! Kalle, du hast einfach dein Pferd umgebracht, habe ich gerade erfahren. Jo, Pap, ich habe dir ein neues Pferd mitgebracht. Hast du es zu fest? Ich hätte Bock auf Pferdesalami. Jo. Wo? Und zwar so richtig Bock. Dieses bekommst du diesmal nicht. Oh, ein Schenkel. Welches Pferd hast du jetzt schon? Ich hätte so Pferdeschenkel. Ich hätte auch voll gerne ein Pferd. Gibt es auch eine Anleitung, oder? Jo, die Ü-Ei-Verpackung habe ich leider liegen lassen, aber grundsätzlich kannst du das wieder zusammenstecken. Oh Mann, ey. Na gut, dann brauche ich noch ein paar Teile. Aber danke schon mal. Ich hätte auch gerne ein Pferd, Kalle. Was ist hier denn passiert? Hä? Ja, das... Dr. Meat hat Angst vor dir. Es fühlt die Vibrations. Du weißt, was du gestern mit Lasagne gemacht hast. Wer ist Lasagne? Lasagne 32 ist eine Krankheit, ist hier schon klar, ne? Oh, das höre ich zum ersten Mal. Ich würde gerne mal testen, ob dein Pferd L32 positiv ist. Nee, du, das ist gesund. Das kommt von der Pferdehochschule. Frisch. Ich habe gehört, dass das rektal immer. Aber das geht hinten an den Hinterhufen schon los. Warte. Also ich glaube, das. Guck mal hier, genug, guck dir das mal an. Ja. Da zieht das schon hoch. L32 positiv. Oh ja, oh Gott. Oder? Uff, ja. Wir müssen sofort operieren.
Ja, aber es kommt drauf an. Das ist hier sehr gefährlich hier gerade. Das geht sogar schon an den Vorderbeinen los. Oh ja, ich sehe es gerade. Oh, es fällt schon. Allerhöchste Eisenbahn. Ja, das schimmelt. Oh je, vielleicht sollte ich nochmal zur Hochschule gehen und das wieder zurückgeben. Oh, das läuft auch ganz komisch. Guck mal, die Hinterläufe. Ja, ich kann das für dich erledigen. Mach das mal bitte, ich will dazu gucken bei der OP. Das weiß ich. Das weiß ich, sehr gut. Ich gebe dir eine Bezahlung dafür. Ich kaufe dir das Pferd ab. Oh, was möchtest du denn dafür? Was möchtest du geben? Ja, so ein Pferd ist ja nichts wert. Ist ja nur ein Pferd. Es hat einen Doktortitel. Das Pferd schimmelt. Ist Dr. Meat. Ja, es hat einen Schimmeldoktor. Hier, 88. Mehr gibt's nicht. Das ist doch ein fairer Deal. Ich möchte das Pferd haben. Danke. Kann ich das haben? Ich muss das leider weg vom Pferd. Das muss jetzt in Kontaminierungszone. Jo. Nicht, dass wir uns damit anstecken. Ist das ansteckbar? Muss ich mir jetzt auch Sorgen machen? Ich muss in Kakatene jetzt hier. Ich bring das jetzt in Kakatene. Ja. Müsst ihr das euch angucken? Ich finde das nicht gut. Ich möchte, wirklich? Ich bin doch Praktikantin, ich bin doch Gastarbeiterin. Ja, aber das heißt doch nicht. Ja. Ich muss lernen. Schön, dich zu sehen. Ja, ich muss lernen. Ich muss das mal eben. Ich bring das jetzt in eine Kakatine. Ihr bleibt bitte hier, ja? Aber Anführerin Shuyoka hat gesagt, sie will es lebend haben. Nein! Doch! Stinkt. Ey, ich wollte zugucken, wie Lasagne draus gemacht wird. Wenn du jetzt einfach weitergehst, dann war es das wirklich mit uns. Was denn? Was denn? Was denn? Immer dieses genervte Was denn? Wo sitze ich denn drauf? Salami, offensichtlich. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Also ich hätte meine Schuld jetzt gelegen. Ich habe Pablo sein Pferd gegeben. Ich habe jetzt dieses Pferd hallo. Hier. Hallo. Du hast jetzt dieses Pferd hier? Ja, ich habe Pablo sein Pferd gegeben und ich würde dir jetzt dieses geben. Das wäre Schimmel. Unfassbar. Was ist, hast du gerade gesagt, mein Pferd schimmelt? Das Pferd hat Schimmel, das hat er mir gerade abgekauft, weil es Schimmel hat, ja, an den Fußen. An den guck mal da auf den Boden. Da, schau mal da. Da fängt das schon richtig an. Was? Das wird in Kakatene. Ich kann euch nicht mehr hören. Das ist eine unfassbar schwierige Situation gerade. Was tust du da? Oh mein Gott. Ist das eine Massage? Oh mein Gott. Okay. Ich wollte nicht, dass du krank wirst. Das kann ich nicht zulassen. Nicht gerade. Das Ding muss weg. Ganz klare Kiste. Der Sattel ist doch so schön. So. Jo. Und weg damit. Aber zumindest gibt es jetzt keine Krankheit mehr. Entschuldigung, ich wollte dir das natürlich nicht antun. Ne? Da hast du ja vollkommen recht. Du hast ein Pferd. Da muss man so ein Pferd nochmal notschlachten. Das ist klar. Ich hab's nicht nur abgebaut, ich hab's eiskalt, blöd. Ich muss erstmal kotzen. Ertötet. So. Wenn jemand kotzt, muss ich auch kotzen. Seid ihr für Weicheier? aber ich hab wirklich was richtig Geiles. Und das sollte unsere Freundschaft auf ewig besiedeln. Ich möchte dich hiermit und ganz offiziell. Oh, warte. Heiraten. Büro. Das hat nicht gereicht. Und das Bild. Das Auto. Nee. Doch. Warte. Könnt ihr mal. Hier, mach dir mal Pferdesalami, Gnu. Wow. Du hast doch Bock. Ja, ich habe hart gearbeitet. Ich habe viel Stein gefunden. Papu ist sehr stolz auf mich. Oh, danke schön. Geil. Kann ich mir die jetzt braten bei euch? Oder soll ich die roh essen? Ich brauche ganz schnell 10 Holz. Ich glaube, wir haben ja kein Lagerfeuer noch. Ich baue euch gerne ein. 10 Holz für mich? Ich habe Holz. Da vorne steht ein. Nein, da vorne am Haus steht ein Lagerfeuer. Schau mal, Karl. Am Haus steht ein Lagerfeuer tatsächlich.
Nimm's dir, Pia. Ich hab's extra für dich abgeholzt. 500 Stück. Oh, danke schön. Dankeschön. Du sprichst in einer fremden Sprache zu mir, die ich nicht identifizieren kann. So, danke. Das brauche ich nicht mehr. So, warte kurz. Ich muss kurz was aufschreiben. Kriege ich Feedback für meine Arbeit heute? Ich muss mich ja verbessern. Ein Praktikumsbericht? Ja, unsere Praktikantin und normalerweise kümmert sich Halle immer um die neuen Gnus, aber ich weiß ganz gar nicht, ob wer dich jetzt eingearbeitet hat. Du bist aber sehr nähe bedürftig. Möchtest du vielleicht, also ich freue mich ja auch voll, wenn du jetzt bei uns arbeitest, aber vielleicht nicht so, ne, nicht in meinem Gesicht. Ich musste nur noch an dich ran, weil du gerade bei mir sehr abgehackt warst. Das Entschuldigung, ich kann auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen, ne? Also ich versuche einfach nur, bis jetzt in der nächsten, auch selben Stunde, ne? Dieses Haus als fertig zu bekommen, weil unser altes Haus auffällt. Ich muss dich dorthin retten, ich muss dann Holz reinpacken, sagen, das, bevor ich die ganzen Ressourcen retten kann, weil das zerfällt in den nächsten 30 Minuten. Ich habe nichts verstanden. Ich muss mal kurz ein bisschen auf Abstand gehen und mir ein Lagerfeuer anmachen. So, habe ich hier irgendwas zum Lagerfeuer anmachen? Ich habe nichts verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen, bevor ich dir irgendwie störe, ja. So, ich wurde nicht eingearbeitet. Das ist auch nicht so gelaufen. Kann ich das nicht so anzünden, Alter? Willst du mich verarschen? Wieso geht das nicht? So, haben wir noch ganz viel Stein irgendwo? Kannst du mir das anmachen? Ich möchte gerne meine Pferdesalami grillen. Ja, klar. Geil. So, was machen denn die anderen beiden gerade? Magst du auch ein Stück? Ach, weißt du was? Ich klaue einfach die Steine. Nee, danke. Was habe ich da jetzt überhaupt draufgelegt? Ja, es ist Horst. Geil. Ach so, ich muss mich nur einloggen. Scheiße. Okay. Ich sag ihr sonst mal Bescheid, dass sie sich nicht wundert. So. Nicht, dass sie sich wundert oder so und denkt, hey, was geht denn mit der ab oder so. Das will ich natürlich nicht. So. Da 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 und die Knulis immer vor de 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 und der Schenkel der Flöte, wir machen unseren Flötensong. Hast du die Flöte dabei? Ich habe die Flöte gar nicht am Start. Die ist noch mal im Rucksack. Hier bin ich. Es muss der Max sein. Denn er kam aus dem Dropship. Nein? Okay. Dann halt nicht. Ach ja. Ist mein Fleisch jetzt mal fertig hier endlich? Oder? Oh geil, ich hab's fertig zu braten. Läuft es auch ab? Oh, das sieht richtig geil aus, ne? Ich glaube so. Ist das auch irgendwie was, was. Häusen? Oh, warum vergiftet mich das Fleisch? Es muss der Max sein. Denn er war noch im Dropship. Kann ich rein. Wo ist nochmal meine Hood? Scheiße. Ich sehe nichts. Wo ist nochmal mein Schlafbereich? War das nicht hier? Scheiße, wo ist mein Schlafbereich? Ich komme nicht mehr in meinen Schlafbereich. Nein! Muss ich eigentlich immer auf meinen Schlafbereich klicken, um zu speichern? Ich denke mal, das ist der letzte Beweis, dass ich einfach gut für uns bin. Also für die Truppe, weißt du? Ja, kriegt man nicht überall. Also, das ist schon. Ich muss noch antworten. Ich suche verzweifelt. Also, wie mache ich das? Also. Jetzt stell dir mal vor, was du mit einem Kajak hier in der Wüste alles anstellen kannst. Sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Ich gebe Pia Kajak fahren. Warte,
Ah, okay, okay, alles klar. Ich brauche ein... Papo! Ja? Wo ist mein Schlafplatz? Du brauchst keinen Schlafplatz, du bleibst wach. Aber wie ist es jetzt? Wir machen jetzt durch. Wenn jetzt ich jetzt sterben sollte, dann komme ich immer wieder an dann den Schlafplatz. Kannst du da respawnen, genau. Okay, also es gibt hier keinen Speichern ja. Oder sowas. Papo, ich hab dich wieder lieb. Na, ich hab dich auch lieb, Karl. Nice, wo willst du schlafen? Ich hab schon einen Schlafplatz, aber ich finde ihn nicht mehr, weil ihr ein Labyrinth gebaut habt. Schlaf hinten beim Pferd. Ich fange jetzt an, meine Bude drüben zu Ende zu bauen. Ich da, wo die Pferde scheißen, da schlafe ich. Eine Motivation scheiße. Im Arsch. Ah, ich glaube, hier war das sehr doch, sehr gut. Ich finde nicht mehr mein Schlafplatz. Willst du schon schlafen gehen? Ja, willst du schon schlafen gehen? Geht es? Läufst du vor mir weg? Ja, du machst mir Angst. Ach, du hast mein potenzielles Pferd getötet. Ich hab dir Pferdefleisch gegeben. Ich wollte das Pferd aber reiten und nicht essen. Weißt du, mein größter Wunsch... Ja, aber es wäre eh nicht deins gewesen. Verstehst du, wie ich meine? Aber mein größter Wunsch war immer, ein Pferd zu besitzen. Kann ich dich denn irgendwie bezahlen? Außer Naturalien. Ich habe zum Beispiel hier ein paar Model-Picks vorhin auf dem Weg gemacht, so ein paar Nudes. Vielleicht hole ich das ja ab. Kamera? Nee, aber ich wurde fotografiert gegen meinen Willen. Geil. Ja, geil, geil. Guck, hier ist noch eins. Kann man die über eBay verkaufen? Ich möchte das nicht. Die kannst du hochladen. Ja. Hey! Ich möchte nicht. Was möchtest du denn dann? Ich habe so ein tolles. Nicht. Ich habe zum Beispiel Knochen, ich habe Stacheln. Ich wollte dir gerade helfen, dass du dein Bett findest. Ach so, ja, das ist nett. Jo. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Aber willst du schon schlafen? Nö, ich will eigentlich nur wissen, wo es ist, aber ich muss ja. Müssen wir das? Oh, was ist denn da hinten? Siehst du das? Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Suche. Ich glaube, ich muss gerade. Ja, ich muss mal eben kurz. Ich muss da mal eben. Oh, werden wir angegriffen? Halle! Nee. Jo. Was ist das da hinten? Ah, ein weiteres Pferd, danke. Natürlich. Was ist denn das da hinten hier? Sehr gut. Was geht denn da drin ab? Hallo, was geht denn hier drin ab? Hast du alles wieder gefunden? Knock, knock! Hallo. Ich baue gerade den Laden. Oh, cool. Das, ach so, das pufft so. Nein, beruhig dich. Denk, das ist ein Auto. Das ist ein Auto mit Wunder. Hier, guck mal, wenn ich dagegen klopfe. Hier, Kalle, pass auf, wenn ich klopfe dagegen. Wenn du L32 hörst. Der hat Musik in den Knochen. Guck, hier, hörst du das? Oh. Das ist gar kein Pferd. Ja, das ist Magnesiummangel. Das ist absoluter Magnesiummangel. Durch L32 entsteht das Rucki-Zucki, du. Guck mal hier, ich wühle mal in den Taschen von dem Pferd. Sie ist alles aus Metall. Kannst du auch mal. Kannst du auch in dem Hintern von dem Pferd mal wühlen? Klar, warte mal kurz. Ja, das hört sich alles nicht gut an. Das hört sich alles nicht gut an. Also, ich hab dich echt gern, Alter, Becher. Ich hab dich ganz echt gern, aber. Nein. Das geht so. Ich weiß, wo du wohnst. Und ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Das ist Gisela 3.0, lass die! Ah! Das Pferd wird auf jeden Fall sterben. Wo bin ich hier nur gelandet? Ja, hier bei uns, ne? Ja, moin! Wieso bist du nackig? Weil ich eine Lampe auf dem Kopf habe. Ich muss sie auch gleichzeitig bauen und so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Was soll ich tun? Ich habe keine Aufgabe. Sollen wir zusammen? Flo, wie kann ich dich unterstützen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwas beibringen? Hier, ich habe ein Pferd für dich.
Ich hätte aber gerne ein ganzes, das mobil ist und funktioniert. Bitte. Die sterben aus. Irgendjemand schlachtet die ganzen Pferde hier ab. Dann hol mir Lego an, ist mir egal. Irgendwas, mit dem ich schnell bin. Ja. Das ist natürlich schwierig. Also letzten Endes gibt es mehrere Fortbewegungsmöglichkeiten. Es gibt Autos und es gibt Pferde. Aber Pferde sind nicht gut. Pferde verschmutzen die Umwelt. Ich würde lieber mit dem Auto fahren, bin ich ehrlich. Aber ich wollte schon immer einen Vierbeiner haben. Oder ich reite einfach auf dir, geht es? Ja, wir können das gerne mal probieren. Okay, geil. So, los. Warte. Jetzt, los. Reite in die Welt hinaus, los. Du bist zu fett. Bewege dich. Du bist zu fett. Das höre ich öfter. Nicht. Bewege dich. Los, lauf nach vorne. Oh, das funktioniert nicht, verdammt. Ja, bei mir hat das nicht funktioniert. Also, ich habe mir hier den Ass aufgearbeitet für euch. Deswegen hätte ich gerne im Gegenzug ein Pferd. Und zwar ein lebendiges und keine Schenkel, die verwesen können. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Hui. Sag mal, bist du nicht Praktikantin? Wie talkst du eigentlich mit mir? Ich brauche ein Pferd. Ich bringe euch noch viel mehr Stein, wenn ich eins habe. Das ist schon mal... Also... Was hast du da? Ich brauche ein Pferd. Und dann hole ich euch noch viel mehr Stein. Komm mal kurz mit. Okay, werde ich jetzt bestraft? Kannst du damit das Wasser ausschießen, bitte? Das Feuer. Geht das? Ja, ich muss eben... So. Oh mein Gott, das sieht so falsch aus. Ja. Das ist richtig erniedrigend. Das Ding ist, das mit dem Pferd kann ich dir jetzt, den Wunsch kann ich dir gerade nicht erfüllen. Bin ich ehrlich. Ich habe natürlich auch noch eigene Sachen zu tun. Ich muss jetzt ganz dringend nach Hause, zu unserem alten Zuhause, weil das sonst gleich auseinanderfällt. Und wo ist das alte Zuhause? Das muss ich mal inspizieren, verstehst du? Ist das bei Süden. V? Darf ich da mitkommen? Problem, was wir gerade haben, ist, ich habe gerade nicht mehr so viel Benzin. Ich muss mal gucken, ob ich noch Benzin im Haus habe. Hast du Low Fuel, Alter? Irgendwie sowas in der Art, Digga? Ob du damit was anfangen kannst? Kann man da irgendwas draus craften? Nee, das ist Metal Ore. Ich dachte, Metal, Leute. Metal Ore, Nee, ich habe nur einen Eimer. Warte, ich guck. Ja. Guck mal eben. Oh, da ist ein Pferd. Ja, ihr Kleine, lass ab. Ja. Haben wir hier schon Schmähofen? Das ist jetzt eine andere Sprache. Ich habe ein paar dabei, ich kann euch einen geben auf jeden Fall. Muschig mal, schmieschig. Das ist großartig, weil ich kann allen mit allen jetzt gerade zu. Die spricht eine andere Sprache als wir. Jo, warte. Gatteten. Diese Sprache besitzt nicht jeder und kann nicht jeder. Denn diese Sprache ist einzigartig. Ich höre sie leider sehr seltsam und kann ihre Sprache momentan noch nicht identifizieren. Ich bin ihnen aber sehr dankbar, dass ich ich stehe leider gar nicht. Das ist ein Lass uns schreiben. Okay. Da ist ein Heli. Hörst du das? Okay, gut zu wissen. Kalle, sollen wir gehen? Also, unser Problem ist gerade, wir brauchen Öl. Das bedeutet, wir müssen eigentlich sehr, sehr schnell Hast du gesagt, ne? Die Umgebung abklappern.
nach roten Tonnen. Die musst du kaputt hauen. Und da kommt Fuel raus. Das brauchen wir. Das ist wirklich wichtig, weil sonst können wir nicht Auto fahren. Ich habe voll vier rote Tonnen kaputt geklappt. Wie sieht denn das Fuel aus? Danke, ja, ja. Das heißt Low-Grade Fuel. Hast du das? Das ist so ein Glas mit so Honig drin sozusagen. Ach Kacke, da hatte ich vorhin voll viele von. Wo sind die denn jetzt hin? Schade. Oh mein Papo? Life. Yo. Also wirklich wichtig, weil wir müssen schnell zur anderen Base, um das, um die in Stand zu halten. Hast du ein bisschen Benzin? Bisschen Fuel? Warte. Gerade nicht auf Tasche, aber warte mal, ich kann dir. Das geben. Oh, das, okay. Weil es nur drei, weil es nicht viel. Wenig. Komm, wir gucken ein bisschen. Warte, ich guck mal kurz, ob ich drüben noch was hab, ja? Ja, danke. Helf steht für Freunde, Liebe und Unternehmen. Helf steht für uns, sicher nicht. Oh, ich bin langsam echt voll, ne? Da muss ich leider mal ein bisschen mich von meinen Sachen verabschieden. Vielleicht kann ich jetzt einfach mal essen. Ich schmeiß es hier alles raus vor die Kisten, ne? Ja, was? Wo? Papo, wo? Wo bist du denn? Unten bei den Kisten liegt schon mal was und ich packe hier oben noch was raus. Ich weiß halt nicht, was viel wert ist, ne? Berries, immer gut. Potato Seeds, immer gut. Kakteen, immer gut. Fackel, immer gut. Yo. Okay. Okay, wie viel brauchst du, Kalle? Wie viel brauchst du noch? So 21 wäre noch geil. Okay. Da hinten war da noch irgendwo was, hier. Dann hier. Hallo, rüstiges Gnu. Heli. Hit the road, Kalle. And don't you come back, no. Wir können los. Geil. Hast du noch was gefunden? Nee, aber ich gebe dir mal was, ein bisschen Geld. Auch wenn es nicht viel ist. Aber einfach als Dankeschön, dass ich hier sein darf. Nein, das kannst du behalten, das brauch ich nicht. Ich brauche wirklich Benzin. Ich hol mal eben das andere Auto, da brauchst du nicht einsteigen. Ich warte kurz vor der Tür, ich hol das andere. Okay, süß, ihr habt mehrere Autos, what the fuck? Wo bin ich hier nur hingeraten, Leute? Was ist das hier? Ich habe ein bisschen Angst, bin ein bisschen unsicher, ob das hier alles sicher ist und ob die Leute wirklich gut und nett zu mir sind. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, die wollen mich alle umbringen. Ich bin in den anderen Streams fast nicht zu verstehen. Okay, dann lade ich gleich nochmal neu. Hit the road, Jack, and don't you come back now. Oh, ups, gut, dass ich das mal ausprobiert. Schmollibär suchen? Wo ist Kalle jetzt hin? Was ist da oben eigentlich für eine kranke Burg? Ich kann auch ein bisschen lauter reden, wenn ihr das wollt. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Und noch hier ein bisschen lauter machen. Dann hört ihr auch so ein bisschen Soundeffekte. So ein bisschen wusch, wusch, wusch und sowas. Vielleicht ist es ja was, was euch gefällt. Dann ist aber, glaube ich, der Voice ein bisschen laut. Den muss ich dann auch noch ein bisschen leise stellen. Kommt Kalle jetzt nochmal? Ich hoffe, ich wurde nicht hast vergessen. Du mir kurz nochmal? Ich starte gleich den Server neu. Ich will das nur kurz Kalle nochmal sagen. Dass der weiß, dass ich nicht einfach weg bin und mich nachher noch abholt. Es gibt zwei Sekunden. Also, okay. Du musst dich mal das Spiel komplett verlassen. Du musst wirklich nur zwei rein und raus. Okay, bis gleich. So, ich wechsle kurz. Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Oh, Gnu sagt, nicht aus dem Spiel raus. Gnu geht aus dem Spiel raus. So typisch, oder? Geil. Also, es ist ungewohnt für mich, muss ich ehrlich gestehen, Leute. Ich bin kein Roleplay gewohnt. Das ist mein erstes Mal. Ich muss noch ein bisschen reinkommen. Aber lasst uns mal reinkommen. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Noch ein bisschen ungewohnt alles.
Ja, Gnu spielt Rust, aber Gnu ist noch ein bisschen so, was passiert hier? Hier passieren Dinge. Hilfe, ich habe Angst. Das passiert gerade noch momentan ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen so, was? Deswegen nicht wundern. Ich bin noch so ein bisschen, was geschieht hier gerade? So. Okay. Gleich startet das Game. Findest du, passt das super rein? Dankeschön. Dankeschön. Ich werde es nicht jeden Tag spielen. Ich werde vielleicht halt mal so 2-3 Mal die Woche reingehen und so Praktikas machen, ein bisschen Leute challengen mit coolen Ideen. Da überlege ich mir noch was. Aber ja, das wird schon nice. So, ich spiegel mich hinten auch hier, ich weiß. Oh, es ist wieder abgebrochen. So, dauert ein bisschen. Was kostet Rust nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht, muss ich mir ehrlich gestehen. Dankeschön an Happy Ma. Falls ihr irgendwas subbt oder so, und an Helena, wieder einen neuen Monat und viel Spaß. Timo Obama gesagt, ich muss Danke sagen, danke, dass es sich gibt. Ich konnte selber, wenn ich traurig war, bei dir ein Lachen finden. Dankeschön. Wenn ich immer ein Handherz mache, wisst ihr, ich bedanke mich bei euch, ne? Ganz wichtig. Ich muss den Haxen gerade mal ein bisschen oben haben. Das tut mir gerade gut. Jo. Bin wieder hier in meinem Revier. So. Will nicht mehr schlafen. So, ich bin wieder da. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Hallo. Bin ich jetzt besser zu hören? Hallo. Gut. Ich musste kurz raus, weil ich habe Pia nicht verstanden. Pia? Hast du mich jetzt wieder normal? Ja, endlich. Geil. Ich habe dich nicht verstanden. So. Aber jetzt verstehst du mich. Ja, endlich. Ich liebe deine Farben. Dankeschön. Ja, die treibt mich gerade so ein bisschen zur Weißglut, aber... Warum? Es sieht gut danach aus, dass wir heute endlich an den Punkt kommen, wo ich... Ja, es zieht sich alles super lange. Ja, das glaube ich, aber es ist auch... Ich habe gehofft, ich würde das vor 2 Tagen schon fertig haben. Aber ja. Jetzt wird es langsam und dann... Kann ich wieder mehr RP machen? Ja! Yay! Yeah. Ah, voll geil, wie groß das auch alles ist. Man hat es ja schon von voll Weitem gesehen, voll nice. Schön. Ja, damit bin ich auch voll happy geworden. Das Wichtigste ist jetzt noch, dass ich die Feder umsetze. Und dann bin ich auch wieder, und dass wir die Werkstatt fertig kriegen. Und dann bin ich auch wieder entspannter. Ja, geil. Fährst du jetzt mit zu Kalle rüber? Oder? Ja, ich guck's mir mal an, aber dann komme ich nochmal. Papo, mein guter Freund. Geil. Oh yeah. Das klingt nach Stress. Wieso? Was macht er? Überfallen die? Nach Stress da hinten. Überfallen die? Nee, aber wenn Papo und Dalo sich mit mein guter Freund, mein allerbester Freund begrüßen, dann klingt das meistens nicht so gut. Oh. Kalle, wir müssen schnell fahren. Ja gut, dann nimm dein Taxi da auf jeden Fall und wir sehen uns später. Mach ich, danke. Kalle! Was ist da vorne los? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass Dalu mich umbringt. Ach, das ist Dalu-Kart. Oh, weia, lass hier weg. Okay. Ich kann da nicht rein. Jetzt kannst du rein. Oh yeah. Geil. Ich muss einmal kurz zum Schrottplatz. Okay. Und dann können wir nach Hause. Okay. Hey, da läuft ja schon wieder jemand. Oh. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Bist du jetzt heute zum ersten Mal hier, oder was? Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Was war das gerade? Hier ist mega cool, dass hier alles... Hier wird alles immer mega krass aufgebaut. Also, hier sind schon sehr, sehr viele Nachbarn mittlerweile, du. Ja, voll süß. Ich habe hier vor dir auch vor ein paar aufgenommen, sonst hätte ich es gar nicht überlebt. Ach, nice. Nein, Siri, ich will hier raus. So. Kannst du nicht raus? Doch. Ja. Genau, ich muss nur eben ein paar Sachen hier verschrotten und dann können wir auch schon gleich weiter. Okay. Soll ich mal gucken, ob ich noch irgendwas außerhalb finde, was ich abbauen kann? Ja, jo, nee. Oh, hallo, da ist jemand nackt. Hallo, nackte Schönheit.
Hallo? Ein Problem damit, dass ich nackt bin, oder? Nein, aber ich war gerade so unerwartet, dass du eine Männerstimme hast. Ich weiß, ich bin zwar auch männlich, ich habe eine Frauenstimme, aber das war gerade sehr witzig. Ein harter Kerl, oder was? Nee, was ich bin ein richtig harter Kerl. Bist du von hier, oder was? Ich bin heute das erste Mal dabei, ja. Ich arbeite auf der Kartoffelfarm aus. Kartoffelfarm? Ist in der Stadt, die auch diese ganzen anderen Sachen verkaufen, Pillen und sowas? Ja, da gerade aus der Straße vor. Rebell. Ach so, deswegen hast du ein süßes kleines Schwertchen. Ich habe ein bisschen Fleisch für dich, wenn du magst. Bitteschön. Cool, danke. Ich wünschte, ich könnte dir auch was anbieten, aber ich brauche alles. Ist in Ordnung, Nemo. Ich weiß, hier noch eine Wasserflasche für später. Aber ich kann dir auch was geben, warte mal. Warte, ich muss dich was fragen. Bevor ich dir jetzt irgendwas gebe oder sowas, musst du den Widerstand in dir haben. Verstehst du? Schon von der Polizei hier gehört? Nee, ich bin erst seit 2 Stunden hier. Die bauen hier Türme durch die ganze Stadt. Okay. Überall Wachtürme mit Kameras drin. Ach so, die meisten, die uns beobachten. Zu unserer Sicherheit. Ach so. Richtig. Ach, das glaube ich nicht. Genau darum geht das. Die sehen uns nicht, vertrauen wir. Sie haben mich mal gekidnappt. Was? Doch? Warte mal, bist du eine von denen oder was? Du hast ein Polizeiheim auf, oder? Nö, ich bin ein kleiner Noob, der wunderbare Kartoffeln sät. Ruhig. Hier, eine Kartoffel. Was ist nur falsch mit dir? Das ist eine Kartoffel, okay. Die habe ich mit Liebe geerntet. Ist das die erste gewesen? Ja. Magst Und du nicht mal jetzt... Ehrlich? Ja, mit Liebe. Nein, das ist für klar, dich. Dann... Danke. Gerne. Ja. Und nimm auch den Schenkel mit, sonst überlebst du das hier draußen nicht. Ja, du bist seit 2 Stunden hier, ich seit einigen Tagen. Ich weiß, wie der Scheiß hier an... Ach so, okay. Das habe ich dann missverstanden. Okay. Es tut mir leid. Ich bin noch ein kleiner Kacknoob, weißt du? Ja. Kalle kommt direkt mit der Wasserspritzpistole. Merkt man. Nein, merkt man gar nicht. Kalle, bist direkt Lass mit der Wasserspritzpistole. Nun Ruhe. Oh, hallo. Magst du auch ein bisschen Hallo. Pferdefleisch? Ach ja, sehr gut, Gnu. Du lernst schnell dazu, das finde ich richtig nice. Ja, immer nett sein zu anderen. Ja, immer schön Pferdefleisch anbieten. Ja, das ist das Beste überhaupt. Magst du noch eine Kartoffel haben? Ich wollte gerade sagen, und einen Schluck Wasser. Bitteschön. Oh, danke. Oh, danke. Okay, ich kann ihn mal ein bisschen abhacken, so lang, ne? Hit the world, Jack. Okay, nice. Ja, dann lass uns zurückgehen. Tschüss! Tschüss! So. Okay. Hey, der hat meine Sachen liegen lassen. Warte, dann nehme ich die nochmal mit. Jetzt bin ich beleidigt. Das war ein Friedensangebot. So. Das trifft mich hart, Kalle. Das trifft mich hart. Also ich schließe mal ab. Ich habe immer Angst vor Einbrechern. Sorry. Ja, das verstehe ich hier in dieser geisteskranken Welt. In ja, dieser Meer. Gefällt dir bisher so? Ja, ich finde es schon sehr interessant. Ich glaube, der eine, da war gerade eine kleine Dangerous-Situation. Die hast du direkt perfekt erkannt, weil du mit deiner Wasserspritzpistole gekommen bist. Ich glaube, der wollte mich angreifen. Aber ansonsten glaube ich... bin ich schon ganz gut dabei, würde ich sagen, langsam. Vorsicht! Rowdy! Oh, was war das? Nächste Mal werde ich sein Pferd erwischen, da bin ich sicher. Oh, sollen wir es holen? Komm, wir holen es, Kalle. Komm, lass uns unanständige Dinge tun. Lass uns das Pferd holen. Wir haben wirklich leider ein bisschen Zeitdruck. Wir haben leider ein bisschen Zeitdruck. Kalle, denk an das zarte Fleisch, das uns da gerade wegrennt. Ja, aber ich will es... Ich weiß, das Problem ist nur, also ich finde deine Einstellung ja echt super. Du bist besser als 99% aller anderen hier. Aber das Problem ist, wir müssen wirklich nach Hause. Aber also Kalle, ich dachte... Da führt leider gerade gar kein Weg dran vorbei. Ich dachte, mit dir kann ich Pferde stehlen. Ja, ja, aber manchmal sind andere Dinge wichtiger. Ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, aber es ist so. Aber ich wollte dir mal eine Kleinigkeit sagen. Deine Stimme ist sehr, sehr leise. Vielleicht kannst du mal gucken, ob du deine Stimme noch ein bisschen heben kannst. Man hört dich sehr, sehr leise im Gegensatz zu den anderen. Kann ich das in den Rust-Einstellungen machen? Wie ich das meine.
Das weiß ich nicht tatsächlich. Vielleicht kannst du das mal gerade selber nachgucken, während ich versuche, uns hier lebend durch die Wüste zu bringen. Vielleicht weiß es ja jemand in der virtuellen Welt, ob ich das im Game machen kann. Weil eigentlich schreie ich relativ laut in mein Mikro rein. Ja, ja, ich glaub dir das. Bei manchen, also bei Julia vorhin zum Beispiel, war es 10-mal lauter als im Stream. Bei dir ist es halt deutlich leiser. Ja, aber komisch, weil ich glaube, Pia hat mich gut gehört. Ja. Man hört dich auch. Nur du bist halt leiser als andere. Und da die Mitte zu finden, als Außenstehender, ist nicht so ganz einfach. Weißt du, wie ich meine? Und ich dachte, die Leute ignorieren mich. Oh, was ist denn da bei U17? Das ist unser alter Shop. Oh, geil. Der wird aber wahrscheinlich bald abgerissen. Der ist schon leer. Ja. Der wird bald zerfallen. Oh no. So. Ich hoffe, ich kümmere mich kurz um mein Mikro. So hügeligen Faden klar. Ja, ja, das ist in Ordnung. So, mein Ingame-Output. Wo finde ich denn das? Hit the road, Jack. Warte gerade, vielleicht hörst du mich gleich lauter. Ja, ja, wird schon. Du kennst unser altes Zuhause gar nicht, oder? Nein, bin ich jetzt lauter? Red noch mal ein bisschen. Kannst du mich jetzt besser hören? Ich habe mein Voice Volume etwas hochgesetzt. Ja, 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 doch. Okay. Das ist gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe. Oder verfahren. Es ist in Ordnung, solange uns nicht irgendein Bär findet, der uns dann umbringt. Das Problem ist halt, es ist neblig. Soll ich mal auf die Karte glupschen? Ach, du hast es schon markiert. Ja, naja, da ist halt was markiert, aber eigentlich müsste das hier sein, ja. Ich habe gehört, manchen Leuten wird schlecht beim Autofahren und beim Pferdfahren. Beim Pferdfahren, jo. Warte mal. Ah, da vorne. Oh nein, ich bin ausgestiegen. Warte, ich lauf, geh ruhig weiter. Ja, da ist hier vorne gleich. Nying. Ja, willkommen auf unserer alten Farm. Wunderschön. Da würde ich sofort einziehen. Oh, wow. Oh, süß, da schläft der Anni. Witzig. Das ist lustig. Das habt ihr echt schön gemacht. Da schläft Bart. Muss gleich niesen. Oh, oh. Boah, ist ja voll riesig hier. Cool. Wunderschön habt ihr das gemacht. Ja. Hier stand sogar noch ein weiteres Haus, nur das ist mittlerweile schon weg. Was holt ihr hier euren Loot? Ich hol hier noch ein bisschen Krempel. Wenn du Hunger hast, müsste hier noch was im Kühlschrank sein. Du kannst dich bedienen, wenn du Bock hast. Nur die Kartoffeln vielleicht nicht nehmen, weil die verkaufen wir. Pilze, darf ich die nehmen? Gerne. Bedien Geil, ich liebe Pilze, weißt du das? Fett. Geil. So. So, genau. Und wir haben hier auch noch ein kleines Feld gehabt. Ja. Kannst du dich auch umgucken.
Wenn du möchtest, kannst du die ganzen Kartoffeln mal abernten, die hier schon gewachsen sind. Okay. Die Kartoffelst. Boah, sind das sau viele. Holy shit, habt ihr hier viel Kartoffels. Oh, jetzt ist mein Platz schon voll. Leider ist mein Platz schon voll. Ah, ich kann mal was essen. So, ich bin leider schon voll, ne? Scheiße. Kacke. Karl, ich bin voll. Dann nimm einfach so viel, wie du tragen kannst. Jo. Das heißt aber nicht, dass du alles essen musst. Nee, das sind meine Bären. Das heißt nicht, dass du alles essen musst. Verdammt. Okay, ich versuch so. Okay, jetzt kann ich nichts mehr nehmen. Kann ich es in den Van reinpacken? Kein Problem. Nee, ich mach da noch andere Sachen rein. Okay. Wobei, was für, hast du so ein Stack mit Holz bei dir im Inventar? Also es muss nicht geben, aber hast du Holz bei dir drin? Nope. Das habe ich vorhin dir alles hingeschmissen. Okay, kannst du mir ein Stack Kartoffeln geben und bitte ein bisschen Holz sammeln? Wir brauchen Holz, um die Sachen hier in Stand zu halten. Denn Rust ist ein Spiel, das Ressourcen verbraucht. Also die Häuser verbrauchen immer Ressourcen, wenn sie existieren. Das heißt, man muss sie immer wieder füttern, quasi. Die Häuser essen Holz, kurz gesagt. Okay, mach ich. Danke dir, lieb von dir. Gerne. Dafür bin ich ja der. Ich esse meine Dinger auf hier. Ich kann nichts mehr essen, oder? Was ist denn das überhaupt, was ich hier habe? Verdammt. Verdammt! Dankeschön. Schmiedi, schmadi, schmudi, schmiedi, schmilili, dri. So, was gibt's hier Feines alles? Weg damit. Weg damit. Oh, der Baum fällt. So, ich hol noch mehr Holzi. Ich hol mein Holz. So. Yeah. 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 Sehr schön. Sehr schön. Und Fuchs. Yes, geht es gut mit der Axt. Geil. Geil. Hallo und alle, schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade hier am Rusten. Dem lieben Kalle. Ich höre komische Geräusche. Oh, es gewittert. Können da nicht auch Blitze hier einschlagen? Wäre, glaube ich, eine interessante Frage, oder? Kann ich hier drauf gehen? Theoretisch, eventuell. Oh. So, weg damit. Geil. Dankeschön, Leute, voll lieb. Ihr seid so süß. Das ist für mich das erste Mal Roleplay, wisst ihr? Ich bin noch nicht so drin in dem Game. Ich kann nichts mehr fangen, sammeln. Bin ich schon so voll? Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das sind halt Blueberry Seeds. Vielleicht sollte ich mir irgendwas craften. Ein paar Verbände. Damit ich einfach genug hab. Ein bisschen was verbrauche. Oh nein, auch die schmeiße ich weg. Das ist schlecht. Nicht meine Verbände. Nein, nicht meine Verbände. Scheiße, ich kann die alle nicht nehmen. Du musst es mal kurz weg. So, jetzt. Okay. Verbände habe ich. Der harte Holzzähler. Also wenn ich irgendeine Scheiße baue, dann sagt mir das bitte. Pumpkin Seeds. Eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe jetzt so viele, komm. Ich muss nachher unbedingt mein Lager mal leeren. So.
Heute, Kinder, wird's was geben. Lelelelelelele. Oh. Oh, Mushrooms. Pilze. Nein, ich will Pilze. Hm. Ich kann mir nicht entscheiden, was ich mitnehmen möchte. Es sieht einfach alles so Delikatesse aus. Schuhe vielleicht. Komm, ich mache mal Schüchchen. Kann ich wenigstens mal was anziehen. Hm. Fuck auf die Fackel, Mann. So. Guck jetzt mal, dass gleich meine Schüchchen fertig sind, dass ich die anziehen kann. Where are my shoes? Gleich sind sie fertig. Das Yoga-Knie, okay. Lass die Pilze hier, okay. Wahrscheinlich hast du recht. So, zieh ich mir die Schuhe an. Yeah, ich hab Shoes. Shoes. Okay, bring mal das Holz gleich mal zurück. Ich hab Angst, dass ich... Ist das jemand, den ich hier laufen höre? Das ist Gewitter. I'm not sure. Guys. So. So. Bring jetzt mal das Holz. Sich nicht nur an einer Stelle schlage, sondern so ringsrum. So. Die Pilze. Friendly. Was hast du jetzt? Süß, bei euch steht überall Friendly dran. Ich habe jetzt 4000? Mehr? Okay, ein bisschen bräuchten wir tatsächlich noch. Ja, ein, zwei Bäume wären noch geil. Okay. Tatsächlich. Mach ich. Was ist denn das für ein Geräusch? Als würde hier was explodieren. Egal, ich mache das jetzt so. Weg damit. Soll es da draufschlagen? Okay, ich muss noch mehr Holz holen. Ich gehe mal hoch. Ist das Gewitter oder... Ja, Gewitter. Das ist Gewitter, Leute. Genug trinken. Wie gesagt, Leute, nur die Befehle bitte machen. Nicht, dass ihr immer reinschreibt, mach dein Knie runter oder das und das. Das ist quasi nur für die Befehle gedacht. Das ist ganz wichtig, dass wir da nicht jedes Mal ich zu irgendwas gedrängt werde. Das gilt nur für Befehle, die eingelöst werden. Auch wenn ihr es gut meint. Ist ja so ein bisschen geckig auch gemeint. Die Gnugroschen funktionieren nicht. Doch, nur die Aufgaben funktionieren teilweise nur ein, zwei Mal im Stream und nicht jedes Mal, weil sonst wird es zu viel. Also ich habe quasi die Sachen limitiert. Zum Beispiel das mit dem Knie, das kann man nur zweimal machen oder so. Mehr nicht. Oder dann ist auch immer eine Stunde oder eineinhalb Stunden Cooldown drin. Ist mit Absicht so gemacht, dass wir nicht den Stream die ganze Zeit über Sachen machen müssen. So. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, weil ich kann halt nicht die ganze Zeit Hampelmann machen oder Fuß runter oder trinken. Da mache ich nichts anderes mehr. Das heißt, es ist immer ein Cooldown drin. Wenn wir zum Beispiel Just Chatting machen, kann ich das ein bisschen lockerer machen. Aber so wäre es halt wichtig, dass wir das nicht so oft haben, gerade wenn ich spiele. Ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Woody. Ich mache noch den. Ich glaube, der Kalle war ein bisschen enttäuscht, dass er gehört hat, wie wenig Zeug ich habe, ne? Hilfe, ich stecke fest! Nein, ich stecke fest! Oh Gott, ich dachte gerade... Hupp, 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 hupp und weg. Machen noch den. Genau, Schicki kommt morgen, Leute. Schicki geht morgen. I got my eyes in you. Ich bin auf dem Mental-Server und Rocketeen-Server und Dalu-Server. So.
No, Brotkanten, danke. Oh ja, Leonie, ich genieße das gerade auch sehr. Ich glaube, wir genießen das gerade alle. Ist auch Slow-Mo drin, ne? I get my eyes on you. So, okay, ich glaube, wie viel Holz habe ich jetzt? 4000, das sollte eigentlich reichen. Mal gucken, ob der Kalle da zufrieden ist mit mir. Fupp. Und nochmal fupp. Und nochmal fupp. Und fupp. So. Jetzt sind wir aber. Genau, alle weg. Das macht ein bisschen süchtig. So. So, Kadetten. Wo ist denn der Kalle? Hier weg. Bin ich. Juhu. Okay, ich habe ganz viel geholzt. Da oben bist du. Sei stolz auf mich. 6000 Holz. Nice. Noch Magst mehr? Du mal kurz herkommen? Ich will dir nur eine Spielmechanik zeigen. Nee, okay. Das reicht. Das reicht, Dicke. Und zwar, wenn man... Ich will dir das nur einmal zeigen, weil du hast eben so ein paar Sachen geerntet. Wenn du das einmal machst, dann entsteht so ein brauner Busch. Die müssen wir immer mit abernten, weil sonst können wir das hier nicht mehr benutzen. Nur damit so, du das einfach mal okay. gehört hast. Sorry. Kein Problem. Holz, 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 Holz. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall erstmal reichen. Das heißt, wir fahren gleich zurück. Okay. Hier kannst du gerne was trinken, wenn du willst. Du kannst da direkt mit dem Mund ran. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ne? Also, ne? So, ne? Ne? Oh. Wunderbar. Okay, ich bin bereit. Gibt es hier eigentlich auch Krieg ab und zu? Oder tut ihr euch manchmal auch bekriegen? Oder wie sieht das aus? Warte ganz kurz, ich antworte sofort darauf. Ja. Yeah. Im Grunde genommen ist dieser Server bisher relativ friedlich. Es gibt so ein paar Teams, die sich so ein bisschen bekriegen. Ich weiß nicht, ob du von Dalukat und seiner Truppe gehört hast. Die sind so ein bisschen aggressiv manchmal. Ja. Ansonsten gibt es noch die Polizei, mit der gab es auch schon mehrmals Stress. Und... Ja, es gibt mittlerweile so eine kleine Bewegung, die so eine Revolution hier anzetteln will. Also es gibt tatsächlich so ein paar Leute, die sich auflehnen wollen, weil es hat das Gerücht sich breit gemacht, dass es hier Steuereintreiber gibt. Eine Zeit lang haben hier Leute in meinem Namen Briefe in die Briefkästen gelegt, wo ich angeblich unterzeichnet hätte, dass ich Steuern für die Pizmeets einsacken will. Das ist aber tatsächlich überhaupt nicht wahr, weil wir hier tatsächlich unsere Farm gemacht haben. Also ich habe schon ein, zwei Leute auf dem Gewissen, die haben es auch verdient, bin ich ehrlich. Aber auf der anderen Seite, so wirklich Krieg, habe ich jetzt selber noch nicht angezettelt. Aber es gibt tatsächlich Leute, die auch gegeneinander kämpfen. Okay. Also ist alles eigentlich dabei. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid und muss auf der Hut sein. Genau. Ich wollte dich noch fragen, was so eigentlich so dein Ziel ist. Also willst du selber eher was aufbauen? Willst du Roleplay machen? Willst du rumballern? Was ist so dein Ziel? Ich glaube, Roleplay machen ja generell alle, oder? Ja, genau. Also bei mir, also jetzt mal so unter uns, ich bin sehr viel am Roleplayen tatsächlich. Also ich bin sehr viel am Rumlaufen, laber Leute voll, gehe denen richtig hart auf den Sack so und bin halt so der Pferdeschlechter der Insel mittlerweile. Also Fast egal, wo ich jetzt mittlerweile hingehe, die Leute wissen, dass ich Pferde töte. So. Und damit habe ich mir auch wirklich schon einen guten Namen gemacht mittlerweile. Bin ich auch stolz drauf. Also ich glaube tatsächlich auch, dass ich so ein bisschen, weil ich ja mich noch gar nicht auskenne, warum ist Blut bei mir auf dem Stein?
ach Gott, damit habe ich vorhin das Pferd geschlagen. Ich würde tatsächlich auch so ein bisschen als Gastarbeiterin in verschiedenen Bases mal arbeiten, gucken, was mir mehr taugt und dann halt im Endeffekt auch Roleplay machen. Vielleicht. Ja. Ich wollte dich nur mal so kurz ein bisschen abholen, weil ich hatte so das Gefühl, dass du vorhin so übelst ins kalte Wasser geschmissen wurdest und auf einmal ist so ganz viel passiert und du wusstest gar nicht, was du machen sollst. Ja, vor allem, ich habe ja zu dir so gesagt... Hier ist ein guter Moment, um einfach... Ich fand es halt so witzig, weil ich zu dir und Papo so voll emotional, Kalle, Papo! Und ihr so, hallo? Und ich so, oh shit, das ist ja Roleplay. Ja, ja, also... Deswegen wollte ich das einfach mal ganz kurz ein bisschen erklären. Also ich bin so ein bisschen, kennst du die Schlümpfe? Da gibt es doch immer diesen grummeligen. Ja. Diesen Grummelschlumpf. Der bin ich so ein bisschen. Der macht immer bei allem mit und der ist eigentlich auch gerne in der Gruppe, aber eigentlich bin ich immer so ein bisschen der Mürrische. Und wenn ich ein Pferd sehe, dann habe ich immer eine ganz besondere Begeisterung dafür. Okay, das geil. Das ist so ein bisschen mein Plan. Ist aber witzig. Also ich guck mal, ich werde es noch ein paar Mal spielen gucken und nach Praktikas fragen und ja. Ich bin die Gastarbeiterin, die kein Zuhause hat. Okay. Okay. Dann sollen wir düsen? Düsen, Jorum? Jojo, ich musste nur mal kurz was trinken. Im echten Leben oder im Spiel? Okay, im echten Leben. Nicht kotzen! Nee. So, jetzt sind wir wieder drin, verstehst du, wie ich meine? Geil. Ich mag das, wenn du ein bisschen was trinkst und dann am Steuer sitzt, da fühle ich mich so sicher, weißt du? Ja, letztens bin ich komplett besoffen von der Bahn nach Hause gefahren. Upsala. Komplett besoffen von der Bahn nach Hause gefahren. Das war eine wilde Fahrt. Oh mein Gott. Mama, wenn ich dich nicht mehr sehe, ich liebe dich. Magst du ein rohes Pferdebein? Ich habe es ja geschenkt, also kannst du gerne behalten. Deine Pupillen sind ganz groß. Du hast nicht nur Alkohol zu dir genommen. Du hast auf der Farm geraucht. Ja, ich habe mir gerade noch ein bisschen Hanf reingezogen. Ja. Deswegen wolltest du zur Farm. Ich habe ein bisschen Hanf mir reingezogen. Das wusste ich. Na klar, Digga. Hast du auch Pilze gegessen? Ja, eindeutig. Pilzintus. Ich habe wieder die Brownies reingestopft. Die guten, weißt du? Okay, bring mich einfach nur sicher zur Base. Dann bin ich glücklich. Ich würde jetzt wieder zu Pia fahren, den ganzen Shit abladen und dann mal gucken, was so passiert. Ja! Gerne. Da sind wir dabei. Ganz ehrlich jetzt mal, kann man das Spiel auch Hanf anbauen? Nee, oder? Wie bitte? Man kann hier jetzt kein Hanf oder so anbauen. Na klar. Nicht ernsthaft, oder? Na klar. Schöne Hanfplantage. Das kommt bei uns auch hin. Uff. Aber das wird auch multifunktionell eingesetzt. Man kann daraus auch Seile machen. Habe ich auch nie gewusst, aber das geht wirklich. Ich dachte, das kann man nur rauchen. Damit kann man ganz viel unanständige Dinge tun. Ja. Boah, wird dir nicht schlecht beim Autofahren? Ich muss auch, glaube ich, gleich kotzen. Aber es gibt auch noch den... Es gibt noch den Wald der Räuber. Kennst du den Wald der Räuber? Ja, da will ich mal hin. Wo ist denn der? Ja, es ist... Der Wald der Räuber ist in I-16. In I-16 ist der Wald der Räuber. Ui. Mehr verrate ich nicht. Das ist aber weit weg. Das ja, ist sehr weit weg. Das Problem ist, ich muss das Auto jetzt auch erstmal stehen lassen, weil ich kein Benzin mehr habe, die Scheiße hier. Scheiße, no. Oh, oh. Ein Trip dahin lohnt sich. Ich weiß nur nicht, ob die Räuber heute da sind, ehrlich gesagt. Räuber? Na, die Räuber im Wald der Räuber, habe ich schon gesagt. Ach so, die sind da, ja. Ich glaube, die sind da.
Ich glaube, das Benzin reicht gerade noch aus, oder? Ja, wir sind aber jetzt da. Geil! Das Gute ist, dass man hier Autos auch schieben kann. Okay, geil. Oh, shit! Nice, sorry. Ja, danke dir für deine Hilfe, Gnu. Du warst eine große Hilfe, wirklich. Ja, gerne doch. Danke dir. Echt gut gemacht. Dankeschön. Bin wieder da. Hast du gekotzt? Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber ja. Ja. Ich mach das jetzt kaputt. Oh, da ist überall Scrambledies drin. Scrambledies! Ja. When the morning come and you go away, Scrambledies. Ich glaube, sie ist draußen. Also hinten. So. Ja, hallo. Hat sie irgendwo eine Kiste, wo ich Sachen ablegen kann für euch? Ich habe hier ein Seil. Laden. In meinem Laden. Wo? Wie komme ich da rein? Hier. Jo, die Farm und das Haus sind jetzt jeweils noch eine Woche aktiv. Beide 7 Tage ungefähr, das reicht ja erstmal, oder? Ach so, ich habe gedacht, wir reißen das heute alles nieder. Also außer die Farm. Ich dachte, das Hauthaus. Ja, also es ging nur darum, die Sachen drin, zu holen. Vor allem schlafen. Das, ja, ja, ich habe jetzt noch vieles mitgebracht. Das Problem ist halt, Bart und Anni liegen da noch drin. Wir sollten, solange die da drin liegen, das nicht abreißen. Echt? Ich hätte die leer geräumt und hätte sie da liegen lassen. Na, hör mal. Alter, das kannst du noch nicht machen. So, ich habe ganz viel für euch hergelegt. Kürbis, den klaue ich mir. Wenn ich darf. Ja, weil es wir brauchen Kürbissamen. Aber du kannst ja. Warte mal, ich bring dir. Hast du genug zum Essen genug? Ja. Magst du noch Bandagen cool, haben? Bei den Kürbis ist großartig. Hm, die brauche ich tatsächlich nicht. Aber das sind Potatoes. Oh, geil. Ich habe noch was anderes. Die Kisten stehen jetzt frei zur Verfügung, falls ihr was daraus braucht. Alter, da ist ja richtig viel Essen. Wir haben alle Potatoes mitgebracht. Wir haben nochmal abgeerntet. Du bist wie so ein Weihnachtsbaum. Ja, wenn man mich schüttelt, dann kommen tolle Dinge raus. Dann gehe ich da nochmal hin und... ja, genau das habe ich gemeint. Leute, ich habe noch was für dich. Heute 23:59 Uhr bei Dalu ist eine große Besprechung des Ostens. Um 23.15 Uhr. Ich würde da auch hingehen. Ich komme mit, wenn ich 23:59 Uhr. Okay. Also Mitternacht. Da würde ich dann halt auch hingehen und würde da Kartoffeln mitbringen, weil ich wissen möchte, was passiert. Und ich würde gerne meinen Plan vorschlagen, Bürgermeisterwahlen einzuführen. Wieso komme ich nicht in den Laden rein? Habe ich das Passwort falsch eingegeben? Ich soll, Scheiße, darf ich dich fragen? Ich habe mich, glaube ich, vertan mit dem Code. Pia, was ist denn das Yoka-Knie? Das Yoka-Knie? Ist die Frage zu intim? Das ist aus meinem Stream. Ich sitze immer mit angewinkelten Beinen da. Oh und deswegen Gott, sieht man mein Knie immer. Und weil ich... Ja, und ich habe halt ein Tattoo am Oberschenkel und da geht halt so eine Linie über das Knie. Und deswegen fragen mich die Leute 100 Mal am Tag, warum ich mir mit Kugelschreiber auf mein Knie gemalt habe. Oh nein, wie geil, das Yoka-Knie, jetzt verstehe ich das. Das haben vorhin alle gesagt, ich habe überlegen, ob ich mir... Oh Mann, ey. Ich habe überlegt, ob ich mir ein Smiley aufs Knie tätowieren lassen soll, damit die Leute nicht mehr nach dem Strich fragen, sondern nach dem Smiley. Ach, geil. Ach, herrlich. Oh, das Knie kenne ich auch. Hier magst du mal eben das. Magst du das Codelock mal ich eben? Ich mach das mal. Ja, ich. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe da echt einen falschen Code eingegeben. Das ist richtig geil. Ja, Pia, ja, nimmst du mich nachher. Auch. Gehen wir nachher alle zur Besprechung? Ah, nee, hier nicht. Ich würde schon hingehen. Würdest du nur eins weitergehen? Wieder rein? Dann komme ich da durch. Oder in, die an, in eine Richtung. Perfekt. Nimmst das du mich mit? Das würde ich cool finden, auf jeden. Ja. Nimmst du? Yeah. Also, wenn du Lust hast, auf jeden Fall. Yeah. Braucht ihr noch irgendwas, was ich abholzen kann oder suchen kann? Also ich wollte Kalle damit beauftragen, wenn er Lust hat, sich jetzt langsam um den Strom zu kümmern. Vielleicht kannst du ihm da helfen. Ja, was macht man da? Ich glaube, da müsst ihr ein bisschen andere Sachen an Loot sammeln, ne? Also ich weiß gerade nicht, wo er ist. Papo, danke für diese wunderschöne Ausrüstung.
Kein Problem, das ist sehr gerne, sehr gerne. Hörst du mich eigentlich auch leise oder geht's? Es geht. Gut, ich höre dich gut. Okay, gut. Das passt bei mir alles. Liebe. So, ich muss mein Feld bauen anfangen. Ah, ich wollte noch gucken, ob das Feld oben läuft. Oh ja, das Seil. Erlaub. Kann man vom Blitz erschlagen werden? Nein. Capo? Nein? Okay. Nee, das sollte nicht gehen eigentlich. Okay, dann bin ich glücklich. Ich guck mal nach ein paar Sachen noch, weil ich möchte bei der Besprechung dabei sein. Es könnte voll spannend werden, Leute. In 40 Minuten gibt es eine Besprechung mit allen zusammen. Da gehen wir hin. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Gloria. So. Fupp. Und fupp. Und fupp. 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 Und fupp. Und fupp. Und fupp. Ach, sag mal, wie viel kriegt man denn da raus? Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja? Die Polizei hat gesagt, wir sind Verbrecher? Ja. Aber wir bauen. Ich verkaufe doch nur Kartoffeln. Sie meinen, ihr seid Schwerverbrecher und raubt die Leute aus. Stimmt. Ich habe noch nie jemanden ausgeraubt. Gnu! Ist die Praktikantin. Das heißt, die Polizei sagt, das stimmt auch. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein Friedensangebot. Fleisch. Frisch geerntet für dich. Wenn du aufs zarte. Ich habe auch noch ein zartes Pferdeschenkelchen für dich. Bring das mit als Friedensangebot und sag, wir sind gute Menschen. Nicht kotzen! Ja, also viel. Willst du meine Kochkünste gerade beleidigen? Ein Friedensstein. Ach, süß. Siehst du, einen freundlichen, lieben Friedensstein. Mein Papi, der macht das viel besser. Das mit dem Stein? Na, mein Papa Shepard. Den kenne ich nicht, aber ich hab dann... Purple? Jo, ich mach dir auf, kleinen Moment. Ich hab hier Samen für dich. Oh, moin. Der leuchtet. Ja, der ist bunt. Danke. So wie wir. Kann ich meine Kleidung bei dir reinschmeißen? Ja, dann glaube ich euch. Damit die keiner wegnimmt. Nee, ja, doch. Die brauchst du aber eigentlich gar nicht mehr. Wir könnten die auch einfach wegschmeißen. Aber nicht meinen Riot-Helm. Außer den Riot-Helm. Den sollst du behalten. Ist der gut? Den solltest du behalten. Ist der cool? Ja, der ist gut. Okay. Magst du den? Ja, der ist cool. Soll ich dir schenken? Das ist bei Dalu um Mitternacht. Hier, dann nimm ihn. Ich schenke dir. Nee, danke. Warum? Okay, dann packe ich ihn in den Laden zum Verkauf. Nein! Der ist für dich oder sonst gib ihn mir. dann kriegst du ihn. Guck mal, ich gebe dir noch was. Oh, eine Laterne, süß! Achso, die kann ich. Ich dachte, die kann ich ausrüsten. Ich habe, by the way, eine Flöte. Oh, geil. Flötenmann, wo bist du? Oh, das steht dir richtig gut, muss ich sagen. Sogar mehrere. Danke, 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 danke. Das ist sehr beruhigend, muss ich sagen. Sehr beruhigend. Das macht mich auch sehr glücklich. So. Gehst du nachher mit zur Besprechung? Ich bin auch sehr glücklich. Sehr schön. Ich weiß es noch nicht. Wie viel Uhr haben wir? Ja, vielleicht. Ich muss noch ein bisschen umräumen. Okay. Also seine Haushälterin hat mir ein Dokument gegeben, wo drauf stand, dass Daluka das gesagt hat, er soll das machen. Hallo. Aber der war... Der leuchtet mir in mein Gesicht! Ich habe eine Lampe für dich, magst du eine? Schurke! Ich bin ein Newbie. Ja, wir können ihn ja mal fragen. Komm mal mit, Items, dann lass uns mal fragen. Ich bin ein Anfänger, ich darf das. Der eiserne Rächer ist wieder hier, hallo. Hey, wie geht's dir? Gut, gut. Hast du dich gut erholt? Natürlich, natürlich. Das ist mir irgendwie zu weird. Hey, du da vorne! Ich kann dich genau sehen! Kannst du gar nicht. Doch. Nein. Ich wollte dir noch was schenken. Oh, noch was? Eine Lampe. Trage sie tief in deinem Herzen. Oh, eine Lampe. Und rüste sie schön aus. Ja, wie hätte ich machen? Tschüss. Ja, ich sag das meinem Papa. Danke.
Wo bin ich hier nur hingeraten? Du, Kalle. Ich bin traurig. Was hast du gemacht, Kalle? Jetzt ist er rostig. Oh nee. Hört sich an wie so ein bumsender Walmann. Ich meine, eine Fackel? Denn auf einmal erst rostig. Das regnet die ganze Zeit, du Schwindler. Schwindler. Es regnet schon die ganze Zeit. Schwindler. Kalle, sei doch nicht so gemein. Schwindler. Kann ich dir helfen? Wendler. Ja, ich guck deine Pupillen an. Du hast schöne Augen. Dankeschön. Ich hab meine Mama gemacht. Ich mach dir ein Feuer. Gott sei Dank, das hilft. Kalle! Hör auf, hast mich mit deiner Seil und mit deinem neuen Öl anzuspritzen. Los, Kalle, spritz. Dankeschön. Ich bin noch gerade dabei. Hast du deinen Auftrag los? Achso, ja, okay, sorry. Ja, weitermachen. Ja, ist okay, ja, mein Gott. Wir kriegen noch auf, mach doch endlich. Ich wollte mal gucken, wer wohnt denn hier? Mensch, Kinder, jetzt nimm doch mal die Taschenlampe runter! Wer bist du? Ist es dunkel? Ich bin ein Knutella. Man nennt mich auch Knutrun. Ich komme aus Schwabeländle und ich bin am Strand heute gespawnt und weiß gar nicht, wo ich hin soll. Oh, Schwabeländle, das ist super. Ja, und deswegen helfe ich jetzt... Was? Deswegen helfe ich jeden Tag woanders aus. Also, wenn er Praktikanten sucht, ich bin gern dabei. Jetzt bist du hier gerade im Pflege gekommen zum Schaffe, oder was? Genau, zum Schaffe. Ich fühle mich so sicher bei dir, das macht mich richtig glücklich gerade. Das ist wundervoll. Das ist super. Da gibt es eine Menge Lobesäckel, aber ist super hier. Gelobet sei das Schwabeländle und alle Schwaben mit ihm. Okay. Denn es gilt ja immer, Schafe, Häusle bauen. Der eiserne Recher, ich habe eine Anfrage. Du kannst ja richtig gut schwäbeln, das finde ich richtig geil. Was? Ich fühle mich beobachtet. Das ist so super. Oh, jetzt habe ich endlich mal eine Schwabe. Kalle, oder bist du dann wieder böse auf mich? Richtig reinschwäbeln. Ich habe zwar keine Maultasche. Wenn du mit mir Kajak fahren gehst, dann gehen wir für Kajak fahren. Okay. Wir gehen Kajak fahren. Wenn du bei der Retrieve starrst, richtig Spaß. Okay, das mache ich. Ich habe zwar keine Maultasche. Wollen wir eine Besprechung machen? Ich habe zwar keine Maultasche dabei für dich, aber ich kann da was anderes geben. Folgendes. Ich würde gerne, damit mein Kartoffelladen auch schön sicher ist, hätte ich gerne ein Schild in meinem Kartoffelladen, wo drin steht, super, könntet wir mal ein bisschen weggehen, damit wir uns alle nicht reinlabern. Steht unter dem Schutz vom eisernen Recher. Weil wir schwätzen uns alle. Die Leute, die hier reinkommen, auch wissen, aber dann muss ich hier ja auch wieder Licht machen. Nee, hier mache ich kein Licht. Ich hab Licht, das ist super, Thema. Weil ich schwätze die ganze nicht. Zeit und die ganze Leute, die schwätzen uns alle nein. Also auf jeden Fall, Henny Kai, Maultäschli mit Kartoffelsalat. Ich hoffe, die Bandage tun es auch. Das ist super. Das reicht völlig aus. Maultäschli hatte ich erst und man soll ja nicht jeden Tag das fressen. Also das ist super. Das ist gutes Essen. Das Dankeschön. Freut mich. Das die Bandage hilft wirklich. Ach super, wo kommst du denn her? Also ich komme von da vorne irgendwo. Also unsere Flagge ist da vorne bei den drei großen Steinen. Ach super, magst du mich da mal hinbringen? Ich würde gerne mal dein Häusle sehen. Mein Häusle? Oh, das ist, da muss ich dir aber länger mitnehmen. Aber ja klar, also ist nicht weit, aber ich meine nur, wenn du Häusle sehen willst, musst du auch ins Gebiet rein. Und das Gebiet ist abgesteckt. Weißt du, kennst du das mit Nachbarschaftsproblemen und da hat man dann immer schön geschickt. Aber ich zeig's dir gern, das ist kein Problem. Oh, das wäre super, weil der Maschendrahtzaun, der ist bestimmt elegant bei dir. Ich habe mich gegen einen Maschendrahtzaun entschieden. Das Problem war, die Metallfragmente, die man hier kriegen kann, das Problem ist, das ist hier die Währung und du musst immer gucken, dass du die Währung zusammenhältst. Deswegen habe ich Sachen genommen wie zum Beispiel Holz. Ich sag dir, es brennt ohne Schäden. Aber es ist wundervoll und billig. Im Endeffekt haben wir ein absolutes, perfektes Geschäft gelandet, in dem wir nicht das Metall verwendet, sondern das als Währung nutzt und dann einen Zaun baut aus Holz. Das ist... Also nicht Maschendrahtzäune, sondern gute Holzzäune, sag ich dir. Ist super. Das ist schön. Ich hoffe, dein Haus heißt auch Sturge. Soll ich rüberlaufen? Ja, gerne. Kommst du eigentlich aus Reitlingen? Nee, das ist leider nicht. Das ist die Viersechstelrensch, ist das.
Okay, super. Aber das ist trotzdem, wir können da hin, solltet ja, soll ja, gerne, gerne. Ich komme mit, lass uns loslatschen. Ich sag noch kurz meine Leute Bescheid. Auf Hochdeutsch am besten, dann verstehen die mich. Nicht, dass ihr nicht nachher vermisset, gell? Ah ja, super. Ich guck mir mal kurz das Schwabeländler an, ist das okay? Was war das denn gerade? Holy shit. Hier schon, Mordfall ist denn da gerade passiert? Hä? Notarzt, wir brauchen Notarzt. Was war das denn? Wir brauchen Notarzt. Warum, was ist mit dem Rächer? Wer ist denn da gerade rübergefahren? Tot umgefallen. Also, dass diese Leiche hier liegt? Der ist tot umgefallen. Hast du den gerade überfahren? Ja, wunderschön. Nee, ich glaube hier, ich habe gesehen, hier, die Person in dem Anzug hier hat gerade irgendwas gemacht. Da kommen schon Fliegen, der stinkt. Alter, der stinkt ja schon. Arzt. Du, der tut ganz schön stinken. Da machen wir Maultäschle draus. Ich kann helfen, warte kurz. Ah nee, es klappt. Das Finger von seinen Sachen. Finger weg von seinen Sachen. Das bleibt hier alles so, wie das ist. Wer ist das denn? Ja, brauchst du... Das war das aber jetzt unser guter Freund, der eiserne Rächer. Der eiserne Rächer? Oh, von dem habe ich gehört. Ja. Kalle, hast du wieder mit deinen Kartoffeln geschmissen? Der nackte Mann ist wieder da! Wieso bist du... Was ist mit dir passiert, Bruder? Ach, ich war in einer anderen Dimension und außerdem sagen wir einfach so, ich hatte Probleme. Sagen wir, ich hatte nicht mehr den Überblick darüber, was passiert, nicht wahr? Ah, also Burnout. Manchmal passieren einfach Sachen passieren. Hier, ich habe noch deine Taschenlampe, hier. Pass auf, die liegt hier unten. Prima. Ich hab da zu viel Regen wahrscheinlich, wa? Zu viel Regen, das oder? Das ist super kalt gerade. Leute, wenn ich mal ins Feuer gehen, Kalle. Ich. Shuyoka? Wo ist denn nachher die Besprechung? An welchem Punkt? Bei Dalu oben. Wo? Ach, oh, Gott sei Dank, Wärme. Das ist, wenn du hier guckst. Genau, wo ich dir gleich zeige. Da laufen wir jetzt hin. Wir wohnen am Ende von Dalus Base. Okay, ich gehe nämlich kurz mit der Schwabe mit und guck mir den seine Base an. Bis später. Alles klar. Tschüss. Bis später. Was tschüss, eine verfaulte auf die Arme, der Dani. Okay, let's go. Du, ich hätte so gerne Pferdle. Wäre das vielleicht möglich, mir eins zu organisieren? Also, wir haben Pferdle, aber wir haben Großteil von unserem Pferdle verloren, gerade eben beim Airdrop. Aber wir haben bestimmt noch das ein oder andere übrig. Das können wir vielleicht vergeben. Oh, das wäre so super, Sach. Wer ist denn dahinter gerade? Ach so. Guten Tag. Hier. Können Sie uns mitnehmen, bitte? Ich mitnehmen. Oh, wir können mitgenommen werden. Ja, natürlich. Super, wie cool, danke. Einfach reinsteigen. Geil, komm rein. Die Straße runter einfach. Geht das? Ja, komm, sicher. Außenrum. So, sagen Sie einfach Stopp, wenn wir raus. Entschuldigung. Ja, bitte? Ist denn schuldig? Sie fahren nicht auf der Straße. Geht's Ihnen gut? Haben Sie getrunken? Nein. Ah, okay. Oh, aber ich kann nicht trinken, wenn Ihnen das hilft. Wunderbarer Waschbrettbauch, du. Lecker. Per Anhalter und Schwabe. So, wo darf ich Sie denn rauslassen? Einfach an der Rohrsticken raus. Oh, wir haben bei uns in der Nachbarschaft auch ein Schwabenhäuschen stehen. Geil. Ich schwebe nur in Gesellschaft. Normal nicht. Ansonsten wird Hochdeutsch geschwätzt. Genau. Sonst verstört man doch die Leute. Genau, die Hände nehmen das kein Problem. Das finde ich sehr freundlich. Super. Wunderbar. Dankeschön. Hallo, Dada. Moment, du bist der Sheriff? Bist du der Sheriff aus dem Osten? Nein. In die rostige Rast gehen. Und ich hab gehört, sein. Der den Jahr die Zino trägt, ist ein Sheriff. Okay, zeig mir mal dein Häusle. Das ist vielleicht mein Zwillingsbruder, aber ich weiß noch nicht. Also das ist unser kleines Verkaufshäuschen. Oh, das ist aber süß. Oh, schön den Wein, das ist super. Das ist Julies Wohl. Das ist Julies Wohlfühloase. Oh. Ich weiß noch nicht, warum die das macht. Und das da vorne ist mein Häuschen. Oh, wow. Scharfe Häusle bauen, sag ich da. Wow. Ja. Damit die standet. Wie viele Tage hast du daran geschafft?
Also ich war bis jetzt 6 Stunden nicht da. Ungefähr. Wow, das ist echt. Sonst das ist ja. Den Trank schaffen. Das ist ja wunderschön. Also da geht mir das Herz auf und zwar echt, nicht in der Tasche. Oh. Das ist ein schöner Ort. Das ist precious. Ja, das hast du aber schön gemacht. Wir sind super autark, auch zusätzlich. Das ist super, da sparst du super viel Geld. Wir haben hier vorne direkt Wassersammleritis, damit es einfach zusammenbleibt, das gute Trinkwasser. Das ist ja mega schön. Lagern wir auch direkt an. Das kannst du direkt abzapfen, das ist der gute Silberbrunnen. Oh, darf ich da ein Schlückchen nehmen? Das ist unser erstes, das war das... Klar. Das war der erste Versuch von unseren... eher nicht so grün Daumen gesegneten Leute ein bisschen was anzubauen. Ich habe mir da ein bisschen reingefuchst und dafür extra ein Häusle gebaut. Und das ist jetzt gerade am Aufbau, dass wir ein bisschen die Samenkultur schaffen. Oh, ist ja schön. Oh, das ist ja Julia. Wunderschön. Magst du vielleicht ein paar Kürbisse haben von mir? Oh, das Pferd hat anscheinend eine genommen, aber danke schön. Kürbisse ja, nehme ich immer gerne an. Was kann ich jetzt großartig zeigen? Das war mein kleines Versuchslabor, wie man das am besten macht. Mit dem Anpflanzen. Ich kann dir gerne das Endprodukt zeigen. Oh ja, gern. Ich will schon mal einen guten Ausblick sehen. Das ist, das siehst du alle Nachbarn. Das siehst du alle Nachbarn direkt aus nächster Nähe. Oh, super, das würde ich gerne. Ein bisschen Trevo, muss aufpassen, gell? Okay. So, oh, das ist ja wunderschön. Oh, wow. Hier oben, da ist unsere Schmiede. Und hier kannst du theoretisch komplett im Mittelpunkt unserer Basis alles überblicken. Das und ist ja schön. Da siehst du theoretisch, wo die Leute wohnen. Da vorne hat jemand eine Garage gebaut. Ich weiß nicht, wer da wohnt. Rechts ist die rostige Rast. Hier da oben auf dem Berg, hier der Bergruf, das ist die Base von dem Dalukart, wo du heute hin musst. Oh, schön. Also da hoch. Ist theoretisch das. Das hier unten ist unser Gewächshaus, das ich heute gebaut habe. Mhm. Und das an der Seite hier unten ist unser Haupthaus. Das habe ich jetzt seit ein paar Tagen gebaut. Oh, das ist aber schnuckelig. Wir können mal ein Stückelei runterlaufen wieder. Immer die Leitern treffen, sonst tut man sich weh. Ups. Alles okay? Ja, du kannst mir auch mal deinen Nachbar vorstellen, wenn du magst. Welche willst du denn kennenlernen? Alle? Alle Nachbarn? Oh, das alle ist, Nachbarn. Also, das ist... Wir können da hochgehen, theoretisch. Die dürftet nicht direkt schießen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Okay, dann probieren wir es mal. Das war jetzt immer lieb. Schauen dann wir mal hoch. Probieren wir mal. Das ist cool. Die haben ja eh gleich eine Besprechung, ne? So ist es. Tag. Hallo. Hallo. Jetzt wieder Hochdeutsch. Ja, wenn andere Leute da sind, immer Hochdeutsch, sonst fühlen die sich ausgeschlossen. Genau. Gehörst du da zur Base oben? Ich glaube auch nur ein Lieferant. Granatenlieferung ist da. Gonda ruft um Hilfe. Waffenlieferung, was? Also ich freue mich. Krieg meine Waffen jetzt. Ich bin super. Jo, ich mich auch. Hallo, wer ist da? Hallo. Ich bin die feine Katze und ich stelle euch neue Nachbarn. Zwei komische Leute und die Granatenlieferung. Oh, die Granaten kommen mal hier um die Ecke. Hallo. Meine Freunde wissen nichts davon. Hallo. Natürlich wissen wir das, Rapunzel. Okay, hier, ich habe sogar ein bisschen mitgegeben. Ich habe gerade mit einem Fernrohr in der Taschenlampe geguckt. Ich bin blind. Oh, da sind die anderen. Augenlaser neu gemacht. Fashes Outfit. Ich würde mal eine antesten. Dankeschön, ja, gleich. Also, ich muss aber mal los. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Komm mit. Okay. Ist das die alte oder die neue? Nu, komm mal mit. Hier. Machst du mich jetzt stylisch? Danke, Alte. Oh, das ist aber ordentlich Wumms hinter. Tschüss. Das gefällt mir. Okay, da komm ich zurück. Ich habe auch jetzt einen Preis, also... Okay, Gnu, ja, pass auf. Wir nicht unter 750. Gib mir mal bitte den Anzug, kurz. Okay. Ich komme sofort wieder, kleinen Moment. Okay. Pinkelst du jetzt rein? Ich finde dich bei... Nee, warte, ich mod's den auf.
Kann man da Knut draufschreiben mit Hörnern? Rustkarren und Waffen. Okay. Ja, dann weiß ich nicht. Warte, bin sofort wieder da. Vorsicht beim Öffnen, ich hab gepupst. Auch, wenn ihr mal eine Sniper braucht mit Scope, alles da. Hier, das schöne Ding kann ich auch liefern. Wow, fett! Geil! Ich hab auch was für dich. Sieht jetzt ein bisschen edel aus. Es ist zwar nicht viel, aber ich hab's auf meinem Weg hierher gefunden. Ein Helm. Kannst du mit was anfangen? Vielen Dank. Gibt's irgendwas, ja, kann ich sogar wirklich, was ja in meinem Inventar attraktiv ist für dich? Vielleicht ein Pferdeschenkel? Nein, roh noch. Geil. Bandagen. Nein, Gnu, behalt. Was bringt dich hierher? Ich habe einen Schwaben getroffen, das ist immer hier gelandet, weil ich auch Schwäbisch schwätze. Und bei euch ist ja nachher eine Besprechung, deswegen dachte ich, komme ich schon mal. Ich bin obdachlos, stimmt. Ich bin eine Praktikantin, weißt du, ich bin Gastarbeiter. Ich bin gerade bei der Kartoffel. Ist nicht schlimm, Lennart? Hallo. Ja. Zeig Gnu mal deine Location für weibliche Gäste. Oh, Gnu, das hast du noch nicht gesehen. Ich muss aber noch kurz was vorbereiten. Moment. So, das ist Schritt 1. Ich brauche noch eine Minute. Oh mein Gott. Der Turm da oben, oder was? So, die Frauen, die ihre Periode haben, werden in den Turm gesperrt, weil sie nichts taugen, oder was? Warte, Rapunzel, ich habe das für dich vorbereitet. Ich will nicht in den Periodenturm. Ich brauche Cloth. Ich brauche Cloth. Ich guck mal. Hast du Cloth? Oh, das ist der Turm der Jungfrauen. Da kann ich da bestimmt nicht rein. Ich brauche meinen Schlafsack unbedingt. Warte ab, das wird noch gut. Okay, ich bin gespannt. Matteo, ich höre dich nicht. Ich bin nämlich Ragnunzel. Achso, sorry. Wir haben keinen Klotter, Ragnunzel. Ach, dein Rotze. Hast du irgendwie Sprit oder irgendwie? Ja, jedenfalls, Herr Dalo, wenn ich schon hier bin. Ich bin Gastarbeiterin. Ja. Ich arbeite jede Woche in einer anderen, in einer anderen Festung, ja, oder jeden Tag. Und wenn ihr eine Gastarbeiterin sucht, die für euch alles. Machen. Ja, das wäre so toll. Ich mache nämlich gerade alle durch. Also falls jemand braucht, sagt Bescheid. Ja, warte, Matteo. Matteo ist dafür super begabt. Also Matteo verteilt Aufgaben wie sonst keiner. Matteo, wir haben einen neuen Praktikanten, also Gnu. Oh. Ja. Und Gnu würde heute, also sie macht das immer einen Tag lang. Das heißt, 23 Minuten würde Gnu heute noch arbeiten. Was könnte sie tun? Oh, da kann man noch einiges rausholen aus 23 Minuten. Also ich kann aber auch gerne den nächsten Tag. Ich habe eine Schwachstelle. Dann nehme ich den ganzen Tag. Ja, das wäre sogar noch besser. Aber. Yeah. Also ich hätte einen Auftrag, und zwar unsere Base ist nicht sicher von außen. Man kann einfach eindringen. Es gibt eine Schwachstelle, wo man einfach reinspringen kann. Okay. Gnu, wenn du die findest und abdichtest, dann wird Dalo dich fürstlich bezahlen. Oh, echt? Muss ich die selber finden, ohne dass ihr was sagt? Ja. Ich würde sagen, das ist da hinten. Ja, aber sonst ist ja keine Arbeit. Ja, das stimmt. Wo weißt du das? Scheiße. Das sieht man voll. Wo ist mein Geschenk? Moin, Meister! Ja. Okay. Ich muss aber mich jetzt leider um was anderes kümmern, ja, aber mach das mal Freitag hier. Bei euch an, wenn es in Ordnung ist. Moment, ich habe hier gerade ein Auto. Für einen Tag unbezahlt. Gerne. Gut. Ich schaue mir mal die Stelle an. Unbezahlt, ja, dann. Okay. So muss das sein. Dann, ja, das war offensichtlich, dass es hier hinten die Schwachstelle ist, weil da kann man. Ja, das ist definitiv eine Schwachstelle. Jetzt muss man alles höher bauen. Deutlich höher bauen, und während ich das höher baue, werde ich alles zerstören. Denn wir kennen uns. So ist das. So. Der ist reingehuscht. Er ist alleine hier drin. Hallo? Was ist denn da? Hätte man hallo. Mit der geschossen. Oh, it's a crime. It's not a crime. Hallo, Alter. Was ist da passiert? Komm, was ist denn jetzt mit dem Lustturm? Bist du bereit? Ja, hier rein, oder was? Ich hab alles vorbereitet. Komm mit. Nee, das ist ein bisschen schwerer. Komm mit. Okay. Was ist denn hier los? Trill, hast du den Sprit? Also das Wichtigste ist, erst auch hier. Wo habt ihr was? Muss aber noch kurz was machen. Ich geh in den Lustturm. Eddie! Komm mal her, komm mit. Oh nein! Ist das wahr? Die Stimme kenne ich, aber das Gesicht ist echt schwer zu sehen. Ich geh jetzt in den Lustturm. Trill das Öl! Ich hab gestern alle heiß gemacht. Wie das Öl? Das ist doch das. Das muss ich vorhin schon gesehen, dass du hier rumkrebst, also unten links halt. Ich denk so, ach nee, ist auch das. Ja, genau. Aber wo ist denn die Refinery? Du Gangster. Gerade, unsere Kämpfe besprochen haben. Warte mal, komm mal hier rüber. Ich guck mal. Ganz reden alle durcheinander. Okay. Sehr anstrengend. Wo bist du denn bei welcher Nummer, Eddie? In
dem schönen Gebiet. Was unsere, pass auf, unsere Werkstatt ist. Perfekt, schon besser, danke. Bei AA10. Kannst du nicht verpassen. Das ist direkt, wenn er mal vorher die Straße runterfährt. Genau kurz vor der Gasstation, okay, ist ja auch ein Shop. Nice. Dann komme ich vorbei. Da steht Kfz und öffentliche Raffinerie, das sind wir. Geil, dann komme ich nämlich vorbei. Ich gehe jetzt mal in die Lustgrotte. Nice. So, wo ist denn hier die Lustgrotte? Ja, ich will auch hier. Wir wissen, was hier abgeht. Ja, ja, guck hier, hier ist Bonn. Warum rennen am helllichten Tag eigentlich alle mit Lampen rum? Das war, ich meine, gut, ich habe eine Sonnenbrille auf mir, das ist egal. Aber so, Entschuldigung, ich bin bereit. Ein Hochsommer, ein Astronauten. Also doch, der Lustturm. Weiß nicht, vielleicht verkauft sie Arschwasser. Der Lustturm, ja, du wärst die erste Person, die es schafft, im First Rider hochzukommen. Tja, also okay, bei den ganzen verrückten Geschäftsideen hier würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern. Nein, David, es kommt dahin. Nee, stimmt. Leise. Was ist denn da los? Ja, das ist normal bei uns, oder? Ah, schade. Das ist immer das Gleiche hier im Wilden Westen. Moment, wer klettert denn da unten? Gibt's da für was extra, wenn man das da hochschafft oder was? Das ist zwar gut, aber es geht noch weiter. Wer klettert da ohne Klettergurt da oben? Ist das der Tower of Death? Takeshis Castle oder was ist das da oben? Okay, das ist der Lustturm. Ein bisschen aufpassen. Das ist gefährlich, junge Dame. Das ist gefährlich. Ui. Stimmt, ist ganz. Bist du beeindruckt? Okay, jetzt. Kartl, weißt du die Koordinaten? Das war gut. Das war besser als das, was Matteo und Dalo bisher hinbekommen haben. Fast hätte ich es geschafft, ne? Beim ersten Mal. AE10. So, und hier. Hier. Oh. Hier der Love Sack. Der Sonnenuntergang ist ja echt wunderschön. Das ist ja also die Flachlegfläche. Ja. So macht die kleinen Romantiker das also. Gehabt. Bisher, ne? Nur Julie von der Base da unten. Hat's funktioniert? Also, einmal hat's gezogen bisher. Oh, süß. Oh, das ist echt romantisch. Ich hab Julie mit dem Eisbär rumgekriegt. Kennst du den Eisbär? Eisbär? Nein, mach mir mal den Eisbär. Das ist so ein Anmachspruch, pass auf, der geht so. Gnu, weißt du eigentlich, wie schwer ein Eisbär ist? Nein. Aber ich, schwer genug, um das Eis zu brechen. Der ist gut. Also bei Julie hat er gezogen. Ich find's süß. Bei Julie hat er gezogen, dann ging's hier zur Sache. Also bei mir entwickelt es gerade starke Muttergefühle für dich. Magst du ein bisschen Milch? Oh mein Gott! Du weißt, wo die Tür ist. Ich hab einen Milcheinschuss. Ich muss dann mal los. Ich bleib hier noch ein bisschen sitzen. Da ist er, der Rächer! Das ist Stille Nacht. Jetzt habe ich meinen schwäbischen Freund einfach verloren. Ne? Am Ende eines Dates bin ich normalerweise immer alleine. Oh, ich höre schon wieder die Stimme, Alter. Am Ende eines solchen Tages bin ich immer alleine. Leute, am Ende bin ich immer allein. Ich komme nicht mehr raus! Hilfe! Hilfe! Ich ich kann einfach runter. Und ich glaube, wir müssen den Namen, dass er das nicht mehr. Ja. Witzig. Warum gibt's hier nur Verrückte auf dem Server? Ah, Rakunzel, lass dein Rotz hier runter. Er möchte gerät. Kann ich da? Ach, da kann ich rüber jumpen. Ah. Da geht die Party richtig ab. Ach, ich kann auch hier hoch. Ach so. Ich bin ziemlich ein Rechtsretter. Sie meinen aber nicht den Waffenladen von Beat. Kaya, danke schön. Danke für dein Raid. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich hoffe, es geht euch allen gut. Am Sonntag spiele ich wahrscheinlich mit Kaya dann GTA. Es wird der Hassan und Fatma am Start sein. Vielen Dank, Kaya. Dankeschön, so lieb von dir. Willkommen. Wir spielen Rust, ein bisschen Roleplay. Ich wurde gerade in die Lustmühle hier gebracht, hier oben, aber irgendwie funktioniert es nicht. Biffy Kojoten. Dankeschön, vielen Dank. Ich habe eine bessere Idee. Er kommt heute um 0 Uhr und dann rächst du ihn vor allen und stellst ihm der Lächerlichkeit. So, ich geh mal nach unten jetzt. Finde ich gut. Das waren wir. Ich bin abgestürzt. Wir lassen in die Mitte laufen und alle gucken zu und dann rächen sie ihn. Dann stellst ihn bloß. Sehr gut. Mit Wasserpistolen. Nee, der Rächer rächt mit Eisenbeulen. Nee. Wir sind doch kein Kindergartenverein, obwohl das Schild da hinten von Matteo und Leo schon darauf hinweisen würde. Aber nein! Leo!
Leo. Ist gehört. Okay. Aber ja, gut, das machen wir so. Dann nehmen wir uns in einer Viertelstunde. Der Papo kommt gleich. Ja. Und dann wird gerecht. Dann wird gerecht. Fantastisch. Die ganz nur Verrückte. Ich hätte so gern ein Pferd. Alles gut? Gisela, hör auf, Fremde zu tragen. Runter da! Ja, du kannst eine Wasserpistole haben. Sie hat schon gesagt, sie will das nicht. Also, gutes Pferd. Eben. Aber ohne Wasser. Okay, bis später. Okay. Ach, zu sehen, Rächer raus. Natürlich. Für die gerechte Rache. Das war so mit das Geisteskrankste, was also ich seit langem gesehen habe. Ja, den Rächer. Deswegen klingt man also wahr. Ja? Den gab es ja wirklich. Ich habe nur Gutes gehört. Auf jeden Fall. Ich habe schon zwei Leute über den Rächer rächen lassen. Einer hat auch schon die Rache des Rächers abbekommen. Ja. Wo kann ich das hier nachgucken? Der spielt Leon. Bitte? Kapuze hat heute eine Granate von Jenny bekommen. Oh, ja, das hat sie gezündet. Komm mal mit, bei mir oben. Ja, aber ganz ehrlich, wer gibt denn völlig durchgeknallt noch bitte 5 Granaten? Oh nein, nicht schon wieder. Ich hab keine, ich hatte nur wenig. Kerak. Warum hast du das so schwer gebaut? Ja. So, Kerak war das nicht anders. Wo ist eigentlich Leo? Das war der einzige Weg. Leo ist nicht mehr. Trilux. Das hat doch bestimmt auch irgendwas zu bedeuten. Trilux. Du kannst mir sonst deine, Wasserpistole geben, dann mache ich dir das voll. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute gleich herkommen. Dankeschön. Einige. Die haben es alle mitbekommen. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr die ganze ganze Map in der Base gepackt habt? Wir wollen einmal alle töten, die hier drinnen sind. Ja, einmal ganz viel C4 hängen unter der Holzplatte. Könnt ihr mal hier hin. Ja, perfekt, dass ich mir schon mal gerade... Ich verstecke mich hier oben. Ein Gruppenfoto von der Allianz oder von bitte der Gruppe, die Polizei war aber auch lustig. So lieb. Ja, ein richtiges Gangsterfoto. Hat Max, hast du deine Karte mit? Deine Kamera mit? Nee, hast du deine Kamera mit? Jetzt nicht mit, nee. Nee, kannst du nicht holen? Ich hab die Kamera. Okay. Und dann schicken wir das der Polizei, so in den Briefkasten legen. Fatma und Hassan halten zusammen. Voll die schöne Base, gucken wir mal ein bisschen die Base an. Auch ganz schön groß und aufwendig. Ich würde mal gerne eine Roomtour bekommen. Ich habe das schon gesehen. Vex hat, glaube ich, das Ding mit dem Kopf gefangen. Der sieht die Bälle. Sieht man sich. Vor allem, wollen wir das gerade mal spielen? Ja, pass auf, wir gehen da in die Mitte. Warte, noch nicht werfen. Wir gehen in die Mitte. Komm, näher ran. Ja, wenn du das nicht schaffst, dann werfen wir auf jeden Fall. Nee. Okay, und wer zuletzt weggeht, der hat gewonnen. Oh! Warte mal, wo ist meine Axt? Der ist da. Noch eine Runde. Das war meine. Oh, no, no. All in, sagst du? Double or nothing? All in. Gehen sie alle an den Badestrand und werfen die Äxte in die Luft und gucken, wer es jetzt weggeht. Wow. Eins. Aber das ist bist du in den Westen gelandet. No! Oh, Alter, was? Eddie. Nicht mal mit der Wimper gezuckt. Irgendwas hat mich getroffen. Komm mal mit. Knechte, ich glaub, dein Ohr fehlt. Yo. Was spielt denn ihr hier? Wer braucht schon Ohren? Wollt ihr schon immer mal ins Gesicht schießen? Möchtest du mitmachen, Mentel? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist die einzige Gelegenheit. Nutz, komm, mach mehr. Mehr hast du nicht drauf? Oh Gott! Ich hab der Angst im Bauch. Mein Morgenstern. Oh. Ich hab Morgenstern gefunden. Nicht die, Alter. Du hast eine Axt im Arm. Hier, ich hab eine Axt zu viel. Keine Ahnung. Ich hätte gerne meine Wohnung. Ich kann nicht mehr mitspielen. Geilen Wohnungen. Blut Tour immer noch. Trilux, eine Roomtour? Eine Roomtour? Ich glaube, in den anderen auch nicht so aus. Ich hätte gerne das funktioniert nicht so richtig. Das ist eine Katastrophe. Echt? Ich hätte gerne mal gesehen, wie die alle aussehen, die Wohnungen hier. Sehr, sehr eng. Na, bei uns war es ja heute schon genug. Ja, das war sehr schön. Aber mich interessiert, wie ihr das alle einrichtet immer. Ja, nein, gar nicht. Haben wir nicht. Echt? Hier sitzt keine Einrichtung. Wir haben
Wir haben Steinmauern und Kisten. Aber dann so ein fettes Schild, was so, das sieht alles so einladend aus, dann ist es nicht eingerichtet. Ihr braucht auf jeden Fall eine Frau an eurer Seite. Du kannst es ja mal vorlesen, was da steht. Twitch Prime is not a crime. Darf ich am Freitag deine Wohnung einrichten? Oh Gott. Dalu, bitte. Da bitte, ich mach alles. Hier redet wer außerhalb. Einrichtungsservice hier. Warte, hier reden wir. Wir müssen mal vorbeikommen und euch ein bisschen entspannen am Pool bei uns. Ja, gerne. Da bin ich voll dabei. Ja, Pool? Ja, die haben Pool. Ja, ohne Witz. Pool auf dem Dach. Da kann man auch in den Schwimmreifen sich reinlegen. Da kannst du mal richtig drinnen schwimmen. Auch auf dem Schwimmreifen, das ist richtig cool. Wir haben cool. Auch hier so ein kleines Surfboards und so kannst du drin. Aber ihr kommt ja hier kaum aus dem Haus. Schon klar, dass ihr so massiv aggressiv seid. Nee, hier kommen halt bei uns ist aber ein guter Hotspot. Was ist da los? Wir haben echt viel Action. Ja, auch noch, ist ja auch klar, das ganze Geballer läuft doch nicht schon. An. Aber ja, du musst eine kleine Hütte bauen mit deinem... Oh Gott, ich höre schon wieder Sachen fliegen. Oh, da kann man ja durchaus. Ich trau mich nicht, ich sterbe jetzt. Hey, hey. Digga. Das ist wieder so geil. Vor allen Dingen barfuß. Da kommen welche mit dem Heli. Haben wir den Heli landen? Alles klar. Steht jetzt hier, und wenn man es abreißt, ist ja lost. Aber du konntest doch noch welche bauen, oder nicht, von den Planterboxen? Das würde so majestätisch aussehen, wenn das Ding Es müsste doch eigentlich auch gleich die Besprechung sein. So. Klassischer Philly-Landeangriff. Ah, der Philly. Da, kommt auch da ist aber auch echt wenig Platz auf dem Dach, muss man ehrlich auch sagen. Sag mal, was ist denn das hier? Das ist ein super Landeplatz. Ihr habt einen Heli. Allgemeine Belustigung. Boah, krasses Logo. Wie geheim? Wir haben es allen gesagt? Ja, also sogar einmal. Ich weiß von gar nichts. Da oben. Und warum bist du denn hier? Um drei Ecken gefahren. Knechte, dass du mich so hintergehst. In 6 Minuten gibt es eine Besprechung. Ich hatte eine Benachrichtigung im Briefkasten. Ich würde so gerne da reingehen. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe gedacht, du hast auch eine. Das war eigentlich ein Schneeballsystem. Wir haben geschrieben, dass man 2 weitere Zettel schreiben soll. Komplett leer gemacht. Sehr gut. Irgendeiner hat es auch gehört. Ich weiß nicht, ob bei mir im Briefkasten alle Briefe. Seid ihr eigentlich für eine geile Bande? Könnt ihr zusammen? Kommt man durch. Okay. Wir kommen jetzt gleich alle rein hier, ne? Oh mein Gott, das ist laut. In 3, 2, 1. Es wird jetzt gleich sehr laut werden und sehr chaotisch. Hallo? Leute, grüß dich. Nee, das war der nicht. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Hallo? Hallo. Ja, aber nicht hier für uns. Cosmo Gnu. Hallo. Hab's gefangen. Wo hast du schon Astronautenanzug hier? Den hab ich von Dalu bekommen. Zurückgekommen. Hallo, da seid ihr wieder. Ich hab dich gesucht. Oh Gott. Als wären wir irgendwie in Wasser. Also direkt so 200 Meter bei dem Vorhaus. Ja, aber als ich da war, jetzt geht's ja los. Was geht los? Hat eine Granate geworfen? Die große Verrat kann beginnen. Wer redet denn jetzt überhaupt? Warum macht die Polizei Start? Okay, ich glaube, wir müssen still sein. Die Polizei kommt gleich und nimmt sie alle fest. Vielen Dank. Danke für die Kooperation. Ich fühle mich wie auf der roten Hochzeit. Bin ich die Einzige? Ja. Ist das eine Falle? Definitiv nicht die Einzige. Sie ist positiv. Davor wurden die Leute gefüttert. War das ein Fehler, unbewaffnet herzukommen? Chiara, du hast Kartoffeln, oder? Wir sollen abhauen. Doch, ich habe alles gesehen. Das ist schön, das freut mich. Wie läuft der Lieferdienst?
Super. Moin. So, was ist denn das jetzt hier, ja, für ein Treffen? Hey Leute, wie geht's euch im Pferd? Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. An welcher Tür? Perfekt. Mega witzig. Ich hab was für dich. Das wüsste ich nicht. Ich hab was für dich. Einen Brecher-Fan. Dankeschön. Warte. Das sind die süßesten Kürbisse, die es gibt. Du kriegst doch deine Karte. Ich hab keinen Stoff. Mach auf. Hallo, komm mal. Felix, mach auf. Oh. Ich bin's, der Kalle. Oh, danke schön. So, ich bin verrückt. Hallo, jetzt machst du so nice aus. Ja, die auch eine Bestätigung, dass ich Präsident bin. Hi, hi. Falls du denkst, ich Lugo, dann ist er. Das ist voll. Ach, das ist hier dieser Schrottwaffenhändler ist das. Leute, ich brauch was zu trinken, ich hab Durst. Schrottwaffenhändler. Ja, bei mir kriegt man das. Wo geht's, Tattoos? Danke. Nee, glaube ich nicht. Ich hab nachgeschaut. Wer redet denn jetzt? Was geht hier ab jetzt? Wir unterbieten uns. Ich glaube, wir müssen mal ein Gespräch führen irgendwann. So kann das nicht weitergehen. Ich glaube, es gibt kein Gespräch zwischen Schuh und Ameise. Ist jemand vor dem Tor? Kann jemand auch hier? Ah, so ist das. Also, kann jemand öffnen? Ich weiß nicht, ob das der richtige Moment für sowas ist, aber... Lange die Gamescom ist gefangen. Ja, erstens, glaube ich, bist du in einem ganz anderen Gebiet als in dieser Stadt hier. Du bist irgendwie so außerhalb, oh, Richtung Osten. Hallo? Und ich glaube, du legst dich da komplett mit dem Falschen an. Also, du kannst gerne mit mir kooperieren, ja, aber nicht mit in so einem Ton. Dadosch! Hallo, in welchem Tor seid ihr? Dadosch! Scheiße, sind da viele. Sind das gerade auch ein bisschen alles zu viel? Der Rächer kommt. Das ist mir zu viel. Ist das der Rächer? Der Rächer? Der Eisen, der Blech. Ja, ist komplett, der sieht aus wie ein Eimer. Was ist denn GP? Das ist nicht der Rächer, der sieht aber so aus. Ich muss mich da um ein paar kümmern. Kann doch wer aufmachen? Kann doch aufmachen? Ey, Kapuze! Ey, Chiara. Was, wir müssen aufmachen! Alter, was ist das so gut? Es sind so viele Menschen hier. Das ist echt nicht cool. Und ich weiß nicht, wer da vorne steht. Ich weiß gar nicht, wer da oben steht. Da stehen keine Namen. Hier ist Verpflegung. Da steht Lars, Juli. Das ist Valentin. Ja. Es reicht, hier kannst du hoch. Hier kannst du hoch. Danke. Sehr gut. Hier jetzt. Gern. Brains. Was geht? Ich will da oben. Hallo. Habt ihr was zu trinken da? Oh, ich hätte noch einen. Geht's jetzt hier auch mal los? Was ist das? Warten wir noch. Mein Name ist Lost. Ich hab das nicht organisiert, das war Leo. Ich verstehe nichts. Bill, lass mal rübergehen. Aber was die Menschen kommt da hinter meiner Taverne aus? Wird eigentlich nicht schlecht. Valentin, das mach ich nicht. Leo, wir brauchen dich! Valentin, alles gut? Was hältst du davon? Was morgen ist. Hä? Ich hab dich unauffällig und das. Ja, aber lass nachher gerne mal reden. Ich hab keinen Job gebaut. Bist du sicher hier? Ja. Hallo, Kalle. Hey, wo wohnt ihr? Bist du sicher? Ich hab kein Zuhause. Ich warte in der Kasse. Schönen guten Abend. Dieses Treffen wurde von Leon organisiert. Der ist jeden Moment da. Es gibt aber eine Sache, die vorab geklärt werden muss. Und dafür bitte ich einmal zwei Personen in die Mitte. Und zwar ist das einmal der Eiserne Rächer und einmal Papo. Und das ist ein ganz besonderes Event. Das muss vorab geklärt werden. Dann ist Leon da und dann kümmern wir uns um das Geschäft. Papo, was ist der Rächer? Ich bitte Sie. Halbkreis, bist du Platz für die beiden? Halbkreis drum. Genau. Es gibt jetzt ein Rap-Battle. Vorsicht. Schlägerei. Ich bitte Sie. Der Eiserne Rächer möchte was sagen. Ruhig da. Dance Battle. Eine Botschaft, die übermittelt werden muss. Papo. Du hast etwas getan, was nur wenige getan haben. Du hast etwas vollbrochen, das nur wenige ja vielleicht vollbrochen hätten. Du, Papo, bist ein schlimmer Finger. Und für dich, Papo, gibt es eine Nachricht. Und nicht nur ich, sondern auch andere sind dieser Meinung. Papo, du hast hier in der Nähe
einen weiteren Waffenladen eröffnet. Schande! 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 Verbrennt die Hexe! Verbrennt die Hexe! Verbrennt die Hexe! Oh ja, pinkelt mich an, ja! Ohne dass du Absprache gehalten hast mit anderen, hast du dreisterweise auch noch deine Freunde mit reingezogen. Schande! Verbrennt die Hexe! Schande! 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 Solltest du dir. Ruhig! Noch keiner wirft Steine. Wer hat einen Stein geworfen? Es werden hier keine Steine geworfen. Wir sind hier nicht bei Monty Python. So. Dann wirft eine Granate. Kartoffeln? Du, Papo. Solltest dir überlegen, ob du nicht vielleicht umsattelst zu einem anderen Gewerbe, was dir vielleicht besser liegen würde. Deine Freunde lassen dir ausrichten. Rache. Oh, Leon, aua! Er hat dieses Treffen organisiert. Wo ist er? Ich blute, das ist nicht die Periode, schnell! Ah! Kapuze steht gleich wieder auf, lassen Sie ihn liegen. Sind noch welche? Er kann kein sind Blut sehen. Mach auf, ich mach auf. Auf welcher Seite? Machen Sie auf. Erstmal eins. Leon, wir brauchen gleich deinen Anhalt. Und lassen Sie bitte Kapuze, der kann kein Blut sehen, der ist zusammengebrochen. Wir kümmern uns drum. Der Richter hat einen Tag für ihn. Ich puste schon. Das ist die Mundbeatmung. Nicht alle gleichzeitig. Oh Gott. Wiedergeburt. Das war zu viel für meine Nerven. Oh Gott, der Rächer. Er war so anmütig, der Rächer. Wir hören, was Leon zu sagen hat. Eine. Okay, erstmal. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Matteo? Musst du Autotune benutzen? Stereo, oder? Sprich mit gespaltener Zunge. Megafon-Scheiß eingestellt. Ich fand die Show mit dem Rächer davor besser. Ich hab ein Weißbild gemacht. Ne, Sekunde! Boah, scheiße, geh mal hier rüber, lieber. Wer war da? Das stinkt wie Sau. Oh, der kam ja richtig aus dem Arsch. Oh, ich muss auf die andere Seite. Bohne, was hast du wieder gegessen? Wieso? Ich war das gar nicht. So, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Leon fängt an. Wir versammeln uns heute hier. Denn es gibt einen gemeinsamen Fight, den wir jetzt langsam und sicher alle kennengelernt haben auf dieser Region. Dalukat! Wer ist das? Dalukat! Korrekt! Achso. Dalukat! Ja, okay. Da oben im Turm. Wir meinten einen neuen Feind! Oh nein! Es gibt zwei Feinde. Nämlich die Polizei. Wir haben heute bei der Waffenlieferung festgestellt, wie die Polizei sich verhält. Sie schießt alles über den Haufen, was ihnen begegnet. Das ist richtig! Und hinter uns haben sie mich getötet, diese Schweine! Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Dir ist aber schon klar, dass du in der Blechdose wahrscheinlich auch einfach nur erfroren bist. Aber... So. Leon. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich komm gerade von der Polizei. Ich habe eine exklusive Roomtour bekommen. Du kommst von der Polizei also. Dann tritt mal vor. Ich habe die Roomtour bekommen. Nein, niemals. Bitte nicht, nein. Verräter, ja. Hängt ihn! Nein, er war vor uns da. Wer hat das gesagt? Wer war das? Kürbiskopf, glaube ich. Ich würde gerne rein. Was hast du erfahren? Der mit den hellen Haaren. Ich habe mit dem Chef gesprochen und habe eine exklusive Tour bekommen und ich bin erschüttert von diesem unglaublichen Umgang dort.
Also, ich habe auf jeden Fall sehr interessante Einblicke bekommen. Ich weiß, wo sich deren Generator befindet. Aber viel wichtiger als der Generator. Wo ist das Herz ihrer Basis? Wo befinden sie sich? Also ich muss dazu tatsächlich sagen, ich konnte leider nicht alles sehen. Ich war leider nur in der untersten Etage. Aber ich weiß nicht, ob man vielleicht nochmal sowas organisieren könnte, ob ich alles sehen dürfte, sag ich jetzt mal. Entschuldigung, bin ein bisschen nervös. Dafür haben wir einen richtigen Mann, Valentin. Oben hinter uns. Guten Tag, ich bin Valentin. Fischi, bist du hier? Was? In der Bewerbungsphase da oben? Als Praktikant bei der Polizei. Ich habe auch eine Führung als bekommen. Praktikant. Und durfte alles sehen, aber ich bin noch nicht aufgenommen. Das Ziel war es, Vertrauen zu gewinnen, sodass ich Informationen beschaffen könnte. Aha. Was musst du tun, damit du aufgenommen wirst? Also, hast du irgendwelche Informationen gegeben? Und zwar soll ich 3 CCTV-Kameras besorgen. Davon habe ich 2 bisher. Also morgen könnte es soweit sein. Wenn jemand so großzügig sein möchte, eine zu spenden, dann wäre ich sofort drin. Kein Problem. Ich habe eine. Besorg dir eine. Ich habe eine da. Ich besorge die dir sofort. Kann nur noch eine Stunde dauern, bis er da oben ist. Da liegt eine. Ich war ja nicht gerade umsonst bei der Launchzeit. Schmollibär! Das ging ja einfach als gedacht. Angeben, ne? Bitte? Valentin, soll ich dir helfen? Lass uns Pferd in Ruhe! Nein! Ralle, hör auf! Ralle, lass das! Was ist mit ihm? Was tut er? Oh nein, der bringt die Pferde um! Ich mag keine Pferde. Das Pferd schlagen. Kalle, nein! Ich liebe Pferde! Rette mich! Kalle, was soll Pferd das? Lebt noch. Kalle, bring das Pferd weg, dann kann sie dich zurückhalten! Ja, das ist alles. Das wird der große Artikel. Team von nur verrückt. Ich hab bald nicht ohne Pferde rum. Ja, das ist das Pferd, was ich gestern geschätzt bekommen habe. Ich hab's Valentin mitgegeben. Verzeihung für die Unterbrechung, Verzeihung. Oh, da kommt jemand rein. Das ist unser Pferd. Herr Panda, gucken Sie mal. Arsch aus meinem Gesicht. Das habe ich heute in meinem Briefkasten gehabt. Ich weiß nicht, ob das für Sie interessant ist. Es gibt noch jemanden, der nach vorne treten sollte, um was zu sagen, und zwar der Waffenhändler. Der hat doch bestimmt einiges über die Polizei zu berichten. Waffenhändler, treten Sie vor. Ja, nicht Papo, wir meinen der richtige Waffenhändler, hallo. Du bist es. Ich hab ein Messer. Okay. Liebe Freunde, ihr kennt mich alle. Ich habe euch vielmals versorgt mit unterschiedlichster, feinster Ware. Von explosiv bis schützend bis schießend. Wer, was? Also, wir haben bisher auch nichts bekommen. Haben mich auch. Ja, weil ihr nicht gefragt habt. Auf jeden Fall. Ich wurde heute darüber informiert, als ich auf dem Weg war, die feinsten Waren hier anzuliefern, hat mir die Polizei einen Hinterhalt gestellt und hat mich aufgehalten. Mein Fahrzeug angehalten und direkt mit gezogener Waffe auf mich gerichtet, erzählt, dass sie mich nicht mehr lange dulden werden, weil sie zukünftig Waffen an euch zu anderen Preisen, vielleicht zu teuren Preisen, verkaufen wollen. Das kann ich natürlich mir nicht bieten lassen. Zusätzlich haben sie mir noch sehr großkotzig gezeigt, was sie alles aus dem Süden von den Kämpfen mitgenommen haben mir einen Haufen von Waffen vor die Füße geschmissen und haben mir quasi damit ins Gesicht gespuckt mit dieser billigen Ware. Schweinerei! Was können wir also gemeinsam tun? Niemand wird uns unsere Waffen nehmen! Nieder mit der Polizei! Was können wir also gemeinsam tun, Freunde? Ja, also wenn ihr jetzt hier die Waffen, die Munition verschießt, ne, kauft die später bei mir wieder ein, danke. Also, die Frage ist, was können wir jetzt gemeinsam tun? Was ich tun kann, ist, ich kann euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Ich kann euch mit Sprengstoff versorgen, um diesen Turm der Schande, der von der Polizei errichtet wurde, niederzusprengen. Sprengstoff! Sprengstoff, ja. Alleine sind wir schwach. Gute Idee.
Aber gemeinsam können wir viel erreichen. Ich übergebe wieder an den guten Panda. So, der Herr Waffenhändler hat einen guten Punkt eingebracht. Wir brauchen Sprengstoff. Wir müssen das Herz ihrer Basis knacken. Aber das wird niemals funktionieren, wenn wir einfach nur zu denen laufen und in ihre Tore einrennen. Aber wir haben auch schon einen Plan dafür. Magst du vortreten, Chiara? Ja, klar, klar. Also, uns kennt man eigentlich als die Boomer-Party-Bande, aber wir haben einen wunderbaren Plan. Ihr habt bestimmt von unserer Talentshow gehört. Talentshow und Kita, nicht Boomer-Bande. Hallo, mein Lieber. Ah ja, wir sind die Talentshow und Kita. Und wir haben die Polizei als Ehrengäste eingeladen, wo sie einen eigenen VIP-Raum bekommen. Dort ist es unser Ziel, sie komplett aus ihrer Basis herauszulocken. Damit hätte ein anderes Team die Chance, in ihr HQ einzudringen und es zu zerstören, wenn wir einen Attentäter in die VIP-Area locken, um die Polizisten umzubringen. Das ist unser Plan. Und ein Freiwilliger wäre doch niemand anderes als Trillux! Trillux, tritt vor, tritt vor! Trillux! 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 Du wirst die Aufgabe haben. Du musst alle Polizisten exekutieren bei der Talentshow. Alle. Okay. Ich hab was zu sagen. Ich hab was zu sagen. Warum wollen wir sie exekutieren? Sie kommen doch zurück in die Basis. Wollen wir sie nicht einfach gefangen halten? Super, danke. Ich hätte da so einen Kerl können. Das ist mir zu intelligent. Das ist jetzt exekutieren! Töten! 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 Exekutieren! Töten! Belly, seid ihr? Ich hab doch keine Munition mehr. Geschockt. Ihr habt die Belly schon geschockt. Lass die Belly in Ruhe. Und zur Mundbeatmung. Kalle, komm wieder. Theo, Leon, wie ist der Plan? Wie soll ich das umsetzen gegen 6 Leute? Also, der Plan sieht so aus. Such die arme Belly in Ruhe. Wir werden die Talentshow abhalten. Gleichzeitig ja. Mit einem Attack auf deren Mainbase. Kalle. Die Gruppen werden sich aufteilen. Ja, ich weiß. Die talentiertesten von euch müssen sich bei der Talentshow einbringen. Ja, wir brauchen ein tolles Programm. Ich glaube, die ist hinüber. Hier, der Rächer. Da können du ja bist unser Hauptact. Was passiert und ich will meine Heli nicht hier verlieren. Ich hab Rächer, komm vor. Ich kann Vorträge halten. Ich hätte den gerne wieder. Bist du voll oder was? Rächer, tritt vor. Zeig uns dein bestes Talent. Hier steht meine Heli. Ja, bin ich zu voll. Darf man nicht. Ja, ich war gerade Launchzeit und wenn ich jetzt sterbe, dann ist alles weg. Ja, vielleicht soll ich dich dann töten. Der eiserne Brecher, ich meine der. Ja, aber wir sind ja Freunde. Wie kommt mich hoch? Ich kann dich töten, wenn du willst. Hallo? Hallo? Das war voll schwer, warte. Ich kann dich töten, wenn du willst. Du musst direkt nochmal springen. Oh. Ja, ich versuch's. Ich könnte es auch machen. Ah, danke. Wenn es nicht die Wahrheit ist, doch muss ich erzählen euch die Geschichte vom einsamen König vom Daluberg, der dort saß, einsam und allein, und dann kam ein Helikopter geflogen und störte ja gut, das reicht. Das muss ich alles jetzt zeigen. Ausschwärmen. Hebt noch ein bisschen was auf. Natürlich. Die Polizei kommt! Da kommt ein Heli! Das ist der Cargo-Chopper! Mach mir den Maulwurf! Das ist der Cargo-Chopper! Okay. Ich dachte, die droppen jetzt hier im Platz. Schießt zurück! Das ist aber gewesen. Dalu! Ich meine, Bell! Du bist wieder munter, Bell! Was ist passiert? Dalu! So, Dalu! Dalu, machst du dazu, komm einmal. Leon, wie geht's dann weiter? Da war Flipchen. Flesk ist bei seinem Hundfarbe und haut ab. Wir haben jetzt den grundlegenden Plan festgelegt. Jetzt brauchen wir ein Datum. Habe ich nicht. Und wer ist alles dabei? Wollen wir das morgen machen? Wir brauchen Manpower und Womanpower. Oder am Samstag. Wir sind alle dabei. Also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der kämpft, aber ich habe sehr viele Kartoffeln. Und ich finde, ihr kämpft ja alle für die Freiheit und die guten Dinge. Deswegen würde ich die Armee mit Kartoffeln füttern. Was wünscht man sich? Ich will nur Fuel haben.
Räuber leider. Geht nicht. Schmeiß hoch, ich drücke eh. Fast. Kann ich meinen Sprit wieder haben? Du musst runterkommen, wie bist du hochgekommen? Ja, Gippi hat mich hochgemacht. Also was waren jetzt für Alternativen? Donnerstagmorgen oder... Kannst du die nochmal fragen? Hol mal Gippi. Nee, ich weiß, ich darf mich da nicht sehen lassen. Komm runter. Gib mich Fuel. Hier. Hallo? Hallo? Alles. Hallo, was tun Sie hier? Gippi. Panda, kannst du kurz die Tür aufmachen? Welche Tür? Gippi, kannst du mich nochmal hochlassen, bitte? Gippi, komm! Nee. Was ist das denn jetzt? Ich glaub schon, dass wir unsere Schatzsuche verschieben müssen. Ihr seid morgen Gippi, ich dabei. Hab kein Fuel. Morgen dabei. Mein C4 ist morgen leider auch nicht da. Ich hab kein Fuel, Gippi. Ich werde für morgen, Freunde, ich werde für morgen 4 Raketenwerfer. Morgen! 8 Raketen und 8x C4 zur Verfügung stellen. Adrian, was bekommen wir zusammen? Stell ich dann zur Verfügung. Also, wo treffen wir uns? Und einen Raketenwerfer kriegt er auch noch von mir. Brauchen wir gepanzerte Fahrzeuge? Gepanzerte Fahrzeuge? Meine Axt und mein Bogen. Wir brauchen einen Treffpunkt. Die bekannt sind bei der Polizei. Zum Beispiel wir. Wir können uns nicht bei der Talentshow blicken lassen. Die würden sofort etwas riechen. Nein, ich. Ich bin nicht bekannt. Ich wohne hier. Ich bin leider auffällig. Ach so, ich guck mich nur so ein bisschen um, während alle rumschreien so. Panda stellt jetzt den Zeitplan und den Treffpunkt auf. Haben wir gepanzerte Fahrzeuge? Ja. Also, Zeitplan für Talentshow. Fahrzeuge. Also ich kann ein bisschen dichten und ich kann ein bisschen. Zeitplan für Talentshow. Ja. Talentshow, also, Treffen 19.30 Uhr. Ist es für alle okay? Für Talentshow. Können wir uns darauf einigen? Ja. Das geht nicht. Gibt's nein! Das geht so nicht. Ich denke spät. Können wir nicht eine volle Stunde nehmen? Ja. So 20 Uhr. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau die Koordinate, aber ich glaube, es ist 20 Uhr. Was ist das? 22 Uhr geht es zu streamen, deswegen. 22.30 Uhr. Da ist ein Staatshelikopter. Kannst du diese Bühne nicht übersehen? Das ist fest. 23 Uhr. 15. 23 Uhr ist perfekt. Direkt an der Straße. Ganz schön spät. Wir müssen eigentlich schon schlafen gehen. Es ist gerade Mitternacht. Ist das nicht ein bisschen zu spät? Also für die Leute, die vielleicht auch in der Früh wieder aufstehen müssen, vielleicht lieber irgendwie so 21 Uhr oder sowas. Einfach damit auch die Leute oder wir machen es doch am Freitag. Aua! 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 Leon legt das einfach fest. Okay, wir müssen uns an den Zeitplan der Leute halten, ja, die Talentshow organisieren. Gut aus. Wem soll ich die Raketenwerfer? Die in die Talentshow. Also, richtig. 22:30. Best I can do. Okay, 22:30 beginnt die Talentshow. Gleichzeitig muss ich einen Trupp bereit machen. Mit C4 und Raketen bewaffnet und sich zur Base begeben. Von der Polizei. Während die ganze Polizei außer Hause ist. Dieser Trupp muss zeitgleich zuschlagen. Bedeutet, das Talentshow startet um 22.30 Uhr. Um 22.45 Uhr ist unser Haupteck, Toro, am Start. Also der Rächer. Und wird die komplette Polizei einlullen. Bedeutet, Punkt 22.45 Uhr muss das erste C4 hochgehen. Ja, ich das wird in der Polizei Boom mit dem Gesang zur Freiheit. Gegen den Polizeistaat, gegen die Überwachung. Für die Freiheit! Ja! Fisch, komm! Und nein, das ist so viel Aufregung!
warum? Oh Gott! Nimm eine Kartoffel, die hilft! Danke, nimm danke, danke! Nimm eine Kartoffel, die hilft! Ist echt jemand erschossen hier? Drück sie dir auf die Wunde! Ich bin erschossen worden! Ist nicht so stabil! Wie viel C4 braucht ihr? Sie heilt dich, sie macht dich stark! Ich habe die Basis heute gesehen. Hauptsächlich aus Metall und Stein. Drei Stockwerke. Ich muss ganz dringend mit Dario reden. Ich habe eine wichtige Info für ihn. Diese gepanzerten Fahrzeuge müssen natürlich. Bring nur mal weg, geht bitte. Ich glaube, ich habe eine wichtige Info für dich. Okay, was denn? Ich glaube, du solltest am Samstag auf dich aufpassen. Am Samstag, warum? Ich habe seltsame Gespräche hier mitgehört. Mehr kann ich dir nicht sagen. Pass einfach auf dich auf. Okay. Pass auf dich auf. Dank. Pass auf dich auf. Okay. Hey, gerade verlegt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass da ein Attentat passiert. Raffinerie ist gut. Valentin, das wäre auch einer. Warum werde ich eigentlich immer angeschossen? Ich brauche dringend Heilung, sonst sterbe ich gleich. Kann mich jemand. Ja, nimm Kartoffeln, nimm Kartoffeln. Nimm Kartoffeln. Ganz kurz, wo trifft sich einfach denn der Trupp, damit. Der die Basis. Also bin ich nochmal angeschossen, ja, dann gehe ich zur Polizei, damit das mal klar ist. Ich hab dir vertraut. Das ist eine Anzeige, sollte hier sein. Nochmal eine anschießen. Was machst du denn mir? Und wer macht mit? Du hast sie nicht gepackt, wo alle Pferde sind. Geh zur Polizei. Das kommt darauf an, wie viele Fahrzeuge wir gestellt bekommen bis morgen. Ich habe dir vertraut. Ja. Wir brauchen also wir, so viele wie möglich. Wir können, wir können fünf 10-Sitzer stellen. Wir von Rustos Customs können 5 10-Sitzer stellen. Papo! Warum denn? Das sind gute Autos. Wir sollten uns hier treffen. Alle, die bereit sind, das heißt, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Wir bringen die Autos hierher morgen. Ich schlaf den für dich, Pia. Mauki! Wie viele? Das ist die Frage. Wie viele Leute Fahrzeuge? Du hast ja ein sexy Outfit an. Darf ich dich mal begutachten? Oh yeah, wir liefern 15 Sitze aus. Natürlich. Freaking hard. Aber du bist halt einfach mal ein Astronaut, oder? Ja, hab ich von Dalu bekommen. Hast du schon meine Axt gesehen? Nein, zeig mal. Hallo, Dalu. Die hat ein Pony drin. Ich im Arsch. Schon einen wunderschönen Abend. Was? Gnu, komm mal mit. Der Tech-Trupp trifft sich hier um 22 Uhr. Ich komm nicht rein. Möglichst abfahrtbereit. Okay. Gut. Müssen wir mal Bescheid. Die zweite Truppe, der Ablenkungstrupp, trifft sich bei der Talentshow. Chiara, vor dem Schmollibär. Wo müssen die Leute hinkommen? AF-14. Ich habe irgendwas Seltsames im Urin und komische Dinge mitbekommen, die ich glaube, auf deine Basis und dich bezogen waren. Allen von der Talentshow morgen, egal ob jemand hier ist oder nicht, hätte ich alle nicht müssen gedacht. Davon erfahren. Vielen Dank. Selbst die Polizei. Ich bin mir nicht sicher, aber take care. Ich bin mir nicht sicher, aber take care. 22.30 Uhr, genau. Sagt einfach, geile Show, 22.30 kommt. Und Teilnehmerkandidaten. Für diejenigen, die denken, das ist einfach alle kommen. Nein, Donnerstag. Kann jeder zur Talentshow kommen, ja, oder? Das ist kein Problem. Ja, jeder kann kommen. Aber du kannst zur Talentshow kommen. Wir packen dich vor den Ritter. Den Brecher. Okay. Gibt's noch weitere Fragen? Nein? Okay, dann verpisst euch. Morgen oder Freitag? Tschüss. Irgendwas, was geklärt werden muss. Wo gibt's die Snacks? Donnerstag. Tschüss. Bei Shoyoka. Die einzelnen Teams mit der, Ich hab Kartoffeln. Die einzelnen Teams organisieren sich via Briefpost. Wenn ich hab kein Team. Muss. Ansonsten, hier könnt ihr euch immer treffen. Also wann treffen wir uns jetzt hier? Ich hab's leider nicht ganz... 22 Uhr. Genug. Trefft sich der Truppe, der den Angriff startet. Morgen. Den Angriffstrupp. Hallo. Wo ist denn die Organisation hier, von der Talentshow? Da. Wo ist der Angriffstrupp schon ausgelost? Ja, hier bitte. Bist du die Organisation? Cool. Wollen wir uns mal zusammenquatschen und gucken wegen den Kartoffeln, weil dann bringe ich euch Kartoffeln. Oh, ja, süß. Ja, gerne doch. Ich helfe euch mit dem Catering, wenn ihr wollt. Nee, leider noch nicht. Wir haben keinen Strom, Kalle. Ja? Ah, ja, okay. Ja, müssen wir das jetzt hier vor versammelter Mannschaft klären? Ja, es gibt eine Mission.
Wo ist denn die Talentshow? Okay, okay, wenn ich dann lass es doch erstmal, lass mal da einen Schritt nach hinten gehen. Erzählt allen, die ihr trefft, morgen ist die Talentshow. Morgen Donnerstag um 22.30 Uhr. AF13, AF14. Okay. An der Straße direkt, es ist nicht zu verfehlen. 14 sein, ja genau. Also du kannst eigentlich direkt dahin fahren. Hat jemand ein bisschen Holz, dass ich mir das aufschreiben kann? Da bist du bereit. Leider nicht. Braucht ihr Hilfe mit dem Catering oder sowas? Also ich bin sehr gut, meine Kartoffeln an den Tisch zu bringen. Würdet ihr ein Paddel helfen? Bart. Okay, dann tschüss. Das Meeting hiermit beendet, oder? Danke. Tschüss. Pass auf sich auf. Das mache ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss mit dir so zu verängstigen. Wie gesagt, die Talentshow, ne? Vergesst nicht die Talentshow. Küsschen. Viva la Revolution. Fisch. Aber noch das Tonmunition, ich hab nichts mehr. Ihr habt mich nach. Zusammensuchen. Okay, die Party ist vorbei. Ab nach Hause. Tschüss. Alright, Chef. Tschüss. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, bis morgen. Bis morgen. Tschüssi. Sollen wir dich mitnehmen, Zivil, oder bist du mit Pferd? Das war's wohl, Alter. Kerle. Chef, wo ist unser Auto? Der Recher im Schwimmbad. Mein Mann, wo ist mein Auto? Ja. Nee, das ist unser gewesen. Das ist meiner jedenfalls. Was wir sind wieder ganz vorne parken. Ich gehe. Wir vorne, da wo wir sind, ist vorne. Springt rein. Alle drin? Du gehst nach Hause? Also sprich jetzt. Bist du noch ein bisschen online? Danke. Ja, soll ich dich ins Bett bringen? Also zu deinem Bett? Muss ich das oder kann ich auch einfach jetzt raus? Danke. Dann liegst du halt hier. Also, ach so. Ich glaube, es wäre gut, wenn du nach ja, ins Bett gehst. Ja, das wäre nice. Oder nice. Zumindest ins Haus. Yeah, bitte. Leg dich ins Haus. Yeah. Was für eine gestörte Sache. Du, ich habe da was mitbekommen, was ich ganz komisch fand. Ich glaube, dass Vlesk irgendwas vorhat mit... Mehr. Ich glaube, Vlesk hat irgendwas vor mit Dalu. Ich habe da so ein Gespräch mitgelauscht. Ja. Aber was erzähle ich dir das eigentlich? Du bist gerade eh betrunken und kriegst nichts mit. Oh, nee, oh mein ich bin Gott. Nicht ich bin völlig nüchtern. ja, erzähl mal, was hast du da gehört? Ich habe irgendwie gehört, dass sie was vorhatten und irgendwelche Waffen holen wollten und dann meinten sie, nee, lass lieber am Samstag machen und so. Und es war ganz seltsam. Ich hatte kein ungutes Gefühl. Sie hatten irgendwas vor. Und ich glaube, es ging gegen die Base. Naja, wer weiß. Kannst du mich kurz reinlassen, okay, dass ich ins Koma fallen kann? Ja, am besten legst du dich hier unten einfach auf die Matte. Oh ja, süß. Dankeschön, wir sehen uns. Ja, träum süß, ne? Und yeah. Bis morgen oder Freitag. Zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, wir sehen uns. Tschüssi. Ich danke euch für alles, Leute. Ganz viel Spaß und dickes Gnutschi an alle. So, Moment. Viel Spaß. Tschüss.